Herzlich willkommen zu Pen and Paper, dem einzigen guten Grund für Rocket Beans Zuschauer, am Freitagabend andere Menschen zu treffen. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr vielleicht wieder eingeschaltet habt, wobei ziemlich wahrscheinlich wieder eingeschaltet habt, zu Pen and Paper, der zweiten Staffel von Tears tatsächlich. Es ist soweit, nach 5 Jahren, die mittlerweile fast vergangen sind oder sogar sind vergangen, seit dem letzten, beziehungsweise dem ersten Teil des letzten Mals, haben wir uns wieder eingefunden am Tisch mit der illustren Runde. Schön, dass ihr da seid. Die 4 besten Spieler, die man sich nur wünschen kann, haben sich wieder an diesem Tisch versammelt. Eddie mit dem interessantesten Outfit. Mir ist einfach nur kalt. Wechsel. Ist schon in der Rolle. Yeah. Passt zu deinem, ne? Passt zu der Maske. Finger weg. Simon ist da. Du hast auch einen geilen Pullover an, habe ich schon gesehen. Ja. Und sollte ich während des Abenteuers gezwungen sein, mich zu entkleiden als Charakter, man weiß ja nie, ne? Dann bin ich auch darauf vorbereitet. Das ist schon wieder Budi ist da. Hallo Budi, schön, Hallo, dass du da bist. Okay, guten Tag. Bin sehr, sehr gespannt auf deine Charakterveränderung, weil ich schon eine Menge gehört habe und glaube, das ist ganz, ja, ganz spannend. Ja, ich hatte kurz überlegt, Zacharias Bergmann war mit Abstand auch der beliebteste Charakter in Tears. Das stimmt. Mit Abstand. In allen Best-Offs nur Zitate. Nur ja. Zitate von Da habe ich kurz überlegt, die einfach gar nicht zu ändern. Ja. Hättest du doch Stefan nennen können. Sprach Nils, der auch wieder dabei ist. Stefan. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Hallo, hi, herzlich. Hallo. Wir spielen Pen and Paper. Ich hoffe, glaube oder bin fast überzeugt, dass mittlerweile so gut wie jeder weiß, was Pen and Paper eigentlich ist. Wir spielen ein fiktionales Abenteuer, in dem ich eure Sinne darstelle und den Spielleiter. Ich erzähle euch, was ihr erlebt und ihr dürft quasi im Laufe der Geschichte dann eure Entscheidungen, Handlungen und Sonstiges festlegen. Vor euch liegen eure Charaktere. Wir knüpfen das vorweg an die Geschichte des letzten Teils. Oh, Pfannkuchenherz. Sehr, sehr hübsch. Ah, Ivy. Nee, Pfannkuchenherz. Ist Ivy. Oh, Ivy. Ich habe Alvin verstanden schon. Du. Ich kenne die Leute. Lass den Mann reden hier. Was? Was ist was nicht? Ivy, habe ich gesagt. So. Ja, ja, ich habe das richtig gesagt. So. Wir haben uns hier eingefunden, um das Abenteuer logisch fortzusetzen. Allerdings eben ein paar Jahre später. Alles, was wir heute spielen, nochmal der Hinweis, ist in dieser Box enthalten. Diese Box ist das Original Tears-Abenteuer von Rocket Beans TV. In dieser Box enthalten ist alles, was ihr hier so auf dem Tisch seht, so ziemlich. Da sind Charakterbögen drin, da ist das Originalregelwerk drin, da ist das Abenteuer, das wir heute spielen, drin. Und diese Box könnt ihr jetzt bei uns im Shop wieder vorbestellen. Sie war schneller, als wir erwartet hatten, ausverkauft, was uns natürlich sehr freut. Aber wir hatten einfach nicht damit gerechnet, dass es so eine große Nachfrage gibt. Ich hatte das freut damit uns gerechnet. Natürlich. Simon hat damit gerechnet. Man kann es jetzt wieder bestellen, wir werden nachproduzieren. Die kommen natürlich dann nicht mehr zu Weihnachten rechtzeitig an. Aber es geht ja auch um die Box. Wer sie haben will, der bekommt sie. Ich spiele ohne Laptop zum ersten Mal. Ich nehme wirklich nur, was in dieser Box ist und was mir da vorliegt. Das ist das Abenteuer. Ihr dürft das natürlich nicht sehen. Mhm. Ja, das ist eigentlich schon das Wichtigste. Für euch aber noch die wichtigen Hinweise. Es wird wieder, wie es das immer gab bisher, es wird Umfragen geben. Das heißt, an bestimmten Punkten könnt ihr als Zuschauer entscheiden, wie die Geschichte weitergehen soll, was für einen Verlauf sie nehmen soll. Und zusätzlich dazu, über Hashtag Spitzestift, da hat man die Möglichkeit, uns spannende Sachen zu schicken, uns Meinungen zu schicken, keine Ahnung was. Und wir können das hier auf unseren Screen rufen, damit wir das sehen können. Bis jetzt haben wir schon so ein paar Zeichnungen gesehen, gerade das von Yvette. Ja. Geil. Geil, hä? Ja. Ihr Bock? Wir sind bereit, ja, oder was? Ich bin auch sehr gespannt. Steht Waldemar auf der Flasche? Mhm. Oh nein. Ist lustig, ne? Ja, ist lustig, wirklich. Ja, lustig. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr euch überlegt habt, auch für eure Charaktere. Denn das machen wir jetzt gleich so ein bisschen vorweg. Wir lassen euch noch mal kurz erzählen, wer ihr seid. Es wird im Abenteuer gleich noch mal eine Geschichte, also so eine Möglichkeit geben, so ein bisschen zu erzählen, was so für euch ein einschneidendes Erlebnis war. Das machen wir aber wirklich, wenn wir gestartet sind mit dem Ganzen. Denn jetzt würde ich gerne erst einmal hören, eine kurze Beschreibung von eurem Charakter, was euch ausmacht. Das darf erzählt sein, wie ihr das wollt. Das ist mir völlig egal. Ihr könnt sagen, wer war ich, wer bin ich jetzt, was habe ich in den letzten Jahren erlebt. Ihr könnt aber auch nur beschreiben, wer ihr jetzt seid. Na gut, dann mache ich das eben. Okay. Warum nicht? Ja, ich bin Dr. Steffen Morfmann. Ich bin Mann, 39 Jahre alt und meine Hobbys sind Demokratie und Bürokratie. Ich würde gerne Bürgermeister werden, denn ich habe mir gerade eben 2 Slogans aufgeschrieben. Apokalypse war gestern. Außerdem auch, Überleben kann auch Spaß machen. Deswegen
hoffe ich, dass Sie später mich wählen, sobald es wieder Wahlen gibt. Die Steffen-Morfmann-Partei, SMP, Dr. Steffen Morfmann. Doktor. Danke. Sehr, sehr schön. Wir dürfen nicht Schmorf nennen, oder ist es jetzt Steffen Morfmann? Herr Morfmann. Doktor. Dr. Morfmann. Okay. Herr, okay. Darf ich Zwischenfrage, in was haben Sie den Doktortitel denn erworben? Ja, dann muss ich nach. Welchem Fachgebiet? Zählt das? Die Frage ist heutzutage, ne, in der Apokalypse, ist, hat das überhaupt noch einen Wert, einen Titel? Ist es nicht eigentlich viel wichtiger, was man jetzt im Jetzt macht? Ne? Sprach der und deswegen Steffen Morfmann, Dr. Steffen Morfmann, das ist jemand, der im Jetzt lebt, der jetzt anpackt fürs Morgen. Der mich überzeugt. Dr. Charisma. Nils, wer bist du denn heute ja. Abend? Der Charismatik. Ja, hallo, mein Name ist Geronimo Röder. Ich bin früher Jäger gewesen, habe im Wald gelebt, konnte sehr gut mit Tieren und nicht so gut mit Menschen und war ein hervorragender Pfeil- und Bogenschütze. Ich hörte davon. Ich habe mich in den letzten 5 Jahren aber rasant weiterentwickelt. Mhm. Ich bin mittlerweile Jäger, wohne im Wald und kann nicht so gut mit Menschen und bin ein hervorragender Bogenschütze. Ich habe mittlerweile 5 Pfeile in meinem Inventar und einen Bogen. Also, wie viel Charakterentwicklung kann ein Mann überhaupt glaubwürdig irgendwie verkörpern? Genau, und das ist im Prinzip, ich will nicht Bürgermeister werden oder so, ich bin immer noch das der alte Kies. Wie soll ein soziophober Mensch auch in der Apokalypse die Soziophobie ändern? Also das wird dir alles nur noch schlimmer. Völlig. Und deswegen bin ich immer noch der ich war. Ja. Okay, schön. Udi, wer bist du heute Abend? Ja, kann man nicht verlassen. Zacharias Bergmann hat Schäden genommen. Von all dem, was passiert war, was passiert ist. Und er hat sich gedacht, ey komm, ich habe keinen Bock mehr auf Menschen, auf Zivilisationen, ist halt auch in den Wald gegangen. So, und ist total, also der hatte ja vorher schon eine Liebe für Botanik, hat seine Gurken gepflanzt, fand das schon super, war früher mal Industriekletterer, bis er eine wirklich tiefe Verletzung durch eine Shotgun in sein rechtes Bein genommen hat, was dumm war. Und er hat sich gedacht, okay komm, ich züchte jetzt einfach verschiedene Kürbissorten und guck mal und schmier alles aufs Bein und hat halt herausgefunden, dass es auch Mittel gibt, die man züchten kann, um Schmerz zu lindern. Und dann hat er sich gedacht, komm, fuck it, ich gehe einfach komplett ab in den Wald, lebe auch einfach von all dem, was um mich herum ist, nutzt noch die Sachen, die er früher sozusagen bekommen hat, aber der Rest ist einfach nur natürlich. Also der baut seine Gurken an, hat Hanf angebaut, um sich Seile zu machen und Klamotten, der hat so einen Tarnhanfanzug jetzt an, klettert immer noch sehr gerne auf Bäume, aber eben nur so, ne, um halt... Aber du lehnst jetzt nicht kategorisch die Gesellschaft ab. Also das ich hatte sie abgelehnt, weil das war alles zu doof so. Ich habe keinen Bock. Wenn schon neu anfangen, dann kann ich auch eins mit der Natur sein. Natur ist mega geil, Natur ist super. Mensch nicht so geil. Mensch steht in Zivilisation, finde nicht so geil. Und ansonsten kann sehr gut riechen. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Er kann sehr gut riechen. Unfassbar gut riechen. Okay. Weil er seit Jahren halt in der Natur lebt. Spontan, oder? Ja. Und ich esse sehr gerne Regenwürmer. Weil meine Hauptnahrung sind halt Gurken, Möhren und Regenwürmer. Weil Regenwürmer hierzulande. Ich spüre Konflikte. Sehr eiweißhaltig sind. Regenwürmer sind absolut Delikatesse. Mensch, also, sobald irgendwo. Ich renne manchmal auch wirklich durch die Erde. Gerade wenn die gut trainiert sind, so, ne? Boah. Ist mir doch egal, ob die trainiert sind oder nicht. Weg! Geil! Da hatte so ein fitter Regenwurm. Kriegst du auch gern Pfeile? Hab ich noch nie probiert. Würde ich mal ausprobieren. Ja. Okay, wir können ja mal einen zubereiten. Nach so 5 Stück kann ich dir sagen, ob ich die gerne mag oder nicht. Das können wir mal ausprobieren. Aber gerne mögen. Eddie, wer bist du heute Abend? Ich war ursprünglich Stanley Bowles, ein Renegade-Cop / Navy Seal / Unterwäschemodel. Wobei, das liegt weiter zurück. nach den Ereignissen von Tears hatte er kurz einen Höhepunkt. Er hat sich gefühlt wie ein Superstar. Alkohol, Drogen, Partys. Alle Menschen leider tot. Alle diese Sachen hat er gemacht. Und er war gefragt. Er war in den wenigen News-Sendungen des Landes ein gern gesehener Interviewgast. Gab es News-Sendungen? Doch, ja. Radio Zombieline. Ja. Und er hat es genossen. Er hat. Almost Daisy. Oh! Almost Daisy. Hammer. Oh. Hammer. Oh, Freunde, geht's los. Ja, und dann kam irgendwann, hat er gemerkt, dass dieses Leben auf der Überholspur, dass das alles nur da war, um dieses Loch in seiner Seele zu füllen, das letztendlich diese Ereignisse in ihr ausgelöst haben. Und er ist in ein tiefes Loch gefallen, eine tiefe Depression, musste dann so dieses, wie so ein Veteran, der aus dem Krieg kommt, hat er diverse Sitzungen besucht,
und hat komplett abgeschworen, hat Yoga gemacht, Zumba. Was gibt's? Simba. Bumba. Was gibt's an Zumba zu lachen? Verstehe ich. Habt ihr eine Ahnung von Zumba? Ja. Ist ein, ich glaube, es war die Aussprache. Aktivitätstanz. Mhm. Und jedenfalls ist er versucht seitdem sozusagen den Weg des Geläuterten zu gehen und auf dem rechten Pfad zu wandeln. Aber er merkt, dass in ihm drinne diese Aggression noch, das ist wie etwas, das er weggeschlossen hat, was aber in ihm brennt. Und es gibt Situationen, also er ist nach wie vor nicht der Geduldigste. Mhm. Und er muss sehr viel Energie aufbringen, um nicht aggressiv zu sein. Und das versucht er aber. Dazu versucht er, ein besserer Mensch zu sein. Geil. Gut. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ihr vier, ich sag euch gleich, wo ihr seid, welches Szenario quasi. Ach so, er nennt sich jetzt Stefan Bolz. Okay, Stefan Bolz. Das ist korrekt, ich habe die offizielle von ihm unterschrieben. Ich habe eine Urkunde. Alles. Dr. Kann ich ihn jederzeit? Morfmann kann das bestätigen, ich habe eine Urkunde. Stefan Bolz. Stefan Bolz. Okay, also wir haben Stefan Morfmann, Dr. Nein, Stefan Morfmann. Steffen. Steffen. Dr. Steffen Morfmann. Nur hier, echt? Hier sehen Stefan wir Bolz. Die, ja. Stefan Bolz. Nur echt, natürlich Bürgermeister und dem Stempel. Man sieht ganz deutlich, S. Bolz. Bolz. Ist da unten ein Stempel? Das ist ein Stempel. Ja, natürlich ist da ein Stempel. Also, sonst wäre es ja nur ein Blatt Papier. Da steht ja Stempel gültig. Auf dem Stempel. Ja, logisch. Was erzähle ich hier auch? Ja, wir spielen also jetzt eine wunderschöne Runde, in der es vor allem darum geht, dass wir Spaß haben. Das habe ich eben schon mal gesagt. Es wird Interaktion geben, aber wir haben ein bisschen versucht, uns daran zu erinnern, beziehungsweise werden uns heute, glaube ich, daran erinnern, wie kann die erste. Ich kurze Anmerkung machen. Ja, gerne. Weil im Vorfeld der ein oder andere gedacht hat, dass durch eine Depression oder so das Äußerliche gelitten hat, wollte ich das nur ein für alle mal festhalten, dass das dem nicht so ist. Stefan Bolz ist sehr attraktiv. Okay. Sehr attraktiv und sehr gut gebaut. Zeig das doch mal ein bisschen. Ich habe gerade den Hinweis bekommen, du sollst die Weste ein kleines Stück aufmachen, wegen dem Ton. Oh. Alter, hör auf wegen Twitch. Ich wollte gerade sagen. Vorsicht. Aber wie sind denn deine Attraktivitätswerte? So. Charme 8. Auf Werte und Co. kommen wir gleich nochmal. Ich würde jetzt sagen, wir sind soweit. Wir starten jetzt ins Abenteuer. Ui, ui, ui. Ich spreche euch also jetzt mit euren Charakternamen an. Ich versuche mir Stefan zu merken. Doktor. Nenn mich einfach Bolz. Du bist Steffen. Ihr wisst ja selber nicht mal, wie bitte? Bolz. Ich bin's. Bolz. Herr Bolz? Bolz. Herr Bolz. Bolz. Sie sind immer noch Herr Bürgermeister. Herr Bolz. Bolz. Okay. Ich beginne mit dem Prolog. Danach wisst ihr auch, wo ihr seid. Und dann starten wir ganz smooth. Knapp 5 Jahre ist es her, dass 4 mutige Männer sich auf den Weg machten, um die Zivilisation vor dem Untergang zu bewahren. Damals noch recht unwissend, wohin ihre Reise sie führen würde, stolperten sie durch ein Abenteuer, von dem man sich bis heute an wärmenden Feuern erzählt. An dessen Ende gelang es ihnen tatsächlich, das Antiserum in die Luft zu entlassen. Schlagartig wurden die Menschen befreit vom Tiersvirus, welches zuvor die Zivilisation, wie sie kannten, in die Knie gezwungen hatte. Einige Infizierte wurden sogar geheilt. Nicht alle, aber jene, welche noch übrig waren, rang die nun gestärkte Menschheit nieder. Der Wiederaufbau hätte beginnen können, wenn nicht der Hunger in uns schlummern würde. Zu tief, um ihn jemals ganz zu stillen. So kam es, dass all jene, die zu Macht gekommen waren, in dieser neuen Welt recht wenig Interesse daran hatten, die alte Ordnung wiederherzustellen. Die Ruinen wurden nicht wieder durch Gebäude ersetzt, die Siedlung, in denen Frieden herrschte, nach und nach weiter dezimiert. Doch was mit unseren Helden? Nun ja, sie haben nicht erkannt, dass die Welt, die sie zu retten geplant hatten, so nicht mehr existierte. Als ihnen das schließlich klar wurde, streiften sie durch die Lande und versuchten, so viele Infizierte auszuschalten, wie nur irgend möglich. Immer mal wieder wurden sie hier oder dort für kurze Zeit sesshaft, aber heimisch wollten sie sich wohl einfach nicht fühlen. Es gab immer weniger für sie zu tun. Wochen ist es her, dass sie die letzten Trauernden gesehen haben und Gerüchte besagen, dass es schlichtweg keine mehr gibt. Was tun unsere Helden also? Vermutlich sitzen sie gerade irgendwo an irgendeinem Feuer in der Wildnis und fragen sich, was in den letzten Jahren hätte geschehen müssen, um diese Welt wieder in einen lebenswerten Ort zu verwandeln. Was sie wohl hätten anders oder besser machen können. Wenigstens haben sie etwas Kaffee und Rum auftun können, die ihnen die heutigen Abendstunden etwas versüßen dürften. Ihr sitzt also gut gelaunt an einem Feuer irgendwo im Wald in der Nähe von Hamburg. Eine Gegend, die ihr auch ganz gut kennt, aus der einige von euch vielleicht sogar stammen, in der im Groben euer Abenteuer auch mal begonnen hat für euch. Ihr sitzt am Feuer und genießt Kaffee und Rum. Ihr könnt, wenn ihr möchtet,
miteinander reden, ein paar Geschichten erzählen. Vor allem für mich natürlich spannend, wie habt ihr wieder zueinander gefunden? Ja. Jetzt erzählen Sie doch mal, Herr Röder. Was haben Sie denn getrieben im Wald? Was soll das denn für eine Anspielung sein? Na, das war so jetzt nicht gemeint. Obwohl, was im Wald passiert, bleibt im Wald. Sag ich so immer. Ist es. Ja, ich meine, ich habe hier die letzten Jahre doch für mich allein mit meinen Tieren gelebt. Ich habe Tiere was ist los mit ihm? Was für ein unverschämter. Was ist mit dem Mann passiert? Durchgedreht. Ist der durchgedreht? Müssen wir den fixieren? Wollen wir ihn in einen Baum fesseln? Nein, ich glaube, der Herr Bergmann riecht gerne an ihn. Na gut, ich könnte ihn fixieren mit einem Handgriff. Vielleicht. Ich glaube dafür. Können Sie sich in Fixierstellung bringen? Falls nochmal. Die stinken. Wer stinkt? Die beiden. Wie meinen Sie das? Ich nicht. Das können Sie doch nicht sagen. Reh. Das ist korrekt. Reh. Mein Körpergeruch steht hier nicht zur Debatte. Und Sie mit Ihrem. Woher nehmen Sie denn die Kompetenz, zu riechen, wie ich rieche? Ich habe die letzten Jahre im Wald gelebt. Ich habe nicht viel geredet. Ja, aber gerochen. Ich habe viel gerochen. Das ist es. Wir riechen nach der Zivilisation. Sie stinken aus dem Mund, Morfmann. Das ist der Kaffee und der Rum. Was ist denn hier los? Herr Morfmann. So wird das nicht mit dem Bürgermeister. Also. Ja, eventuell muss ich an meiner Körperhygiene ein wenig arbeiten. Wie auch dieser Anzug ist vielleicht schon etwas zu lange an meinem Körper. Es ist immer noch Apokalypse hier. Lass mal in den Wald gehen. Vergessen Sie nicht, was Sie hinter uns haben. Rückwärts. Ihr sitzt also in dieser Runde am Feuer, genießt so ein bisschen und aus einem der Zelte hört ihr auch schon das Schnarchen, denn natürlich bei euch ein guter alter Freund, Pavian Döhler. Oh, Pavian Döhler, Herr Döhler, darf ich vorstellen. Ach, wir kennen uns ja schon. Das mit meinem zukünftiger oberster Gerichts. Ach, das stinkt hier so. Also der schnarcht auch ganz Stank? Ordentlich in Unterschlupfzelt. Ihr könnt entscheiden, wie ihr nächtigt. Wahrscheinlich ihr beide eher so ein Verschlag aus Blättern und Brettern. Stinkt's auf dem Baum. Ja. Mhm. Auch okay für mich. Mhm. Ich sehe, Herr Röder. Ja. Pfeil und Bogen. Darf ich mal sehen? Ja, Simon. Allerfeinste Ware. Ach gut. Der Anzug ist super. Es ist eigentlich fantastisch. Es müsste ein bisschen schmutziger sein, ne? Aber es ist schon genial. Das ist richtig gut. Das ist super gut. Jetzt reicht's aber auch, ne? Aber da habe ich gebaut in den letzten 5 Jahren. Ich habe einen Pfeil pro Jahr gebaut. Ich habe mir richtig viel Zeit genommen. Das sind schon sehr schöne, geile Pfeile. Schauen Sie mal, wie der ausbalanciert ist. Ja, fantastisch. Sehen Sie? Das ist herausragend. Möchten Sie sich vielleicht um das Militär kümmern? Sollten wir irgendwann mal wieder eine normale Gesellschaft haben? Ich bin Militärminister. Gibt's sowas bei Ihnen? Ja, gibt's alles. Ja, bin ich. Ja, können Sie. Was habe ich da für Kompetenzen? Ja, welche wollen Sie denn? Alle. Ja, nein, also da gibt's ganz klar. Kann ich das Kabinett auflösen? Nein. Also mich können Sie. Unter mir ist alles diskutierbar. Wollen Sie was? Jetzt sitzen wir hier zusammen. Seien wir doch mal ehrlich, warum habe ich Sie hier zusammengerufen? Da sieht man das. Weil ich Ihnen allen Jobs anbieten wollte. In der potenziellen zukünftigen Kabinettsbildung, Demokratie, möchte ich Ihnen Jobs anbieten. Ich schlage vor. Ist du eigentlich noch nackt? Also ist das noch ein Charakterzug oder? Ich hab nackt? Ich habe einen Anzug an, diesen fein sitzenden Zwirn, den ich die ganze Zeit streichle. Okay, ja, für euch hat er keinen Anzug an. Wieso? Ich habe doch einen Anzug an. Nein, Herr Morfmann, Herr Doktor. Nein, er hat einen Anzug an. Ich verlange, dass ich einen Anzug anhabe. Wenn ich mal was fragen darf. Haben Sie sich mal umgeguckt, wie die Gesellschaft aussieht? Wo wollen Sie denn da Demokratie? Es gibt nicht mal öffentliche Toiletten. Die Natur nimmt sich alles wieder zurück. So nämlich. Eine gute Analogie. Das zarte Pflänzchen der Demokratie wächst selbst im tiefsten Gerümpel. Irgendwo aus dem Schotter. Es wächst gar nichts mehr. Und während ihr so über Politik und die Politik der Welt, in der ihr gerade lebt, streitet, werdet ihr langsam schon alle auch schläfrig. Also halt so im Laufe des Gespräches, es wird einiges ausgetauscht. Die Positionen sind unterschiedlich, natürlich, ne, ihr seid euch nicht einig. Die Natur, Tiere, pure Kraft, Demokratie, das sind Demokratie. Alles Standpunkte, die natürlich dazu hätten beitragen können. Und so schlaft ihr alle ein. Ich kletter im Baum und schlaf oben. Okay. Rüder, jetzt lassen Sie die Tiere doch mal in Frieden. Ja. Ich habe gerade meinen Tieren Wachposten zugeteilt. Würfel mal eine Probe auf mentale Belastbarkeit, Budi, bitte. Geht ich? Eine W20 auf deinen mentale Belastbarkeitswert würfeln. Ja. Dreh jetzt nicht durch! Was ist denn los? 13 habe ich. Herr Bergmann, warum schauen Sie denn so komisch? Ja, mal gucken. Ja, nimm die mal zur Seite, Nils. Okay, los geht's. Oh, fuck off, ey. Der erste Wurf des Abends. Alter. Okay, du kletterst in den Baum und
pennst sofort ein. Also da ist, du bist so müde, da geht gar nichts. Sag mal, warum schläft der Mann immer im Baum? Der ist wahnsinnig. Mhm. Akku läppert doch, ja. Okay, euch alle ereilt dann irgendwann, ja. Warum weiß ich das? Euch alle ereilt. Das ist ein Baumwandler. Euch alle übermannt dann irgendwann die Müdigkeit und ihr fallt in einen verdienten und beruhigenden Schlaf. Ich wache. Willst du Wache schieben? Nein, automatisch. Schlaf, 60% REM-Phase, 40% Wache. Würfel mal auf mentale Belastbarkeit. Was hast du? Besser. Wo? 10, du hast schlechter. Nicht besser. Was? 10, da steht 10 mentale Belastbarkeit. Aber ich habe eine 11 gewürfelt. Das ist schlechter. Du musst da drunter kommen. Eine Tiere halten ja Wache, ne? Bin sehr müde. Welche Tiere? Alle. Ja, ich hab, wir haben noch nie über Tiere gesprochen. Ja, ich habe mir im Wald Tiere gezüchtet, habe ich doch auch im Intro gesagt. Das Intro ist nicht Teil. Ich hab im Wald natürlich mir die dortige Fauna quasi angelacht und interessiert. Direkt so die Vögel, die intelligenteren Raben. Was willst du mir jetzt erzählen? Du hast halt eine Herde oder was? Naja, alle. Nenn's Freunde, aber ich bin schon Alpha. Und ich kann denen Sachen sagen. Okay, würfel mal eine Probe auf Tierdressur. Dieser Unterton. Ich möchte Themen 10. Ich bin nach wenigen Minuten noch Teil des Teams, aber ich will nur sagen, dass er schon einen Bogen gekriegt hat. Ja, er darf ja würfeln. Ein W20, du musst auf die drei Werte, die dahinter stehen. Für alle, die das noch nie erlebt haben, in diesem Regelwerk. Oh, kritischer Erfolg. Ja, im Regelwerk steht extra, bei den Einzelwürfen gibt es keine kritischen Erfolge. 7. So, was Nils gerade tut, ist, er würfelt auf drei Werte, die zu dem Talent gehören. Das sind drei Attribute, die er hat. Das war jetzt gerade Intelligenz, Charme und Geschicklichkeit. Ne? Geschicklichkeit. Ja, krass wichtig. Ja, fress zweimal kritische Erfolge. Auf die hat er gewürfelt. Er muss alle drei Proben schaffen, um den Wurf zu schaffen. Hat er hier gerade mit Bravour geschafft. Okay, alles klar. Ist notiert. Er hat komplett alle Tiere der Welt gezähmt. Domestiziert. Okay, ihr schlaft also alle ein. Ja, ist eine ruhige Nacht, aber irgendwann so im Laufe der Nacht hörst du ein leichtes Krähen, so als ob irgendwo. Du wachst nicht ganz auf, aber du merkst. Du denkst irgendwie am nächsten Morgen, als du aufwachst, du hättest in der Nacht wahrgenommen, dass zwei Unbekannte das Lager betreten haben. Das ist mehr so eine Ahnung als eine wirkliche, so ist dir aufgefallen, aber irgendwas hat dich geweckt und hat dich darauf aufmerksam gemacht, dass was geschieht. Du hast die Augen so einen Moment aufgeschlagen, so Schemen gesehen, bist aber sofort wieder eingeschlafen. Also Rum und Kaffee haben ihr Übliches getan. Und gibt ihr werdet. Das nicht eigentlich auf? Ich glaube, der Röder hat ein Alkoholproblem. Ihr werdet am nächsten Morgen wach und. Immer zu wenig. Merkt auch alle, dass ihr extrem erschöpft seid. Also nicht so, wie ihr normalerweise aufwacht. Ihr seid wirklich richtig, richtig zu Tode erschöpft. Ihr habt nicht mal schlecht geschlafen, aber. Nee, warte mal, bevor. Jetzt kommt noch das Wichtige. Eure Sachen sind weg. Oh mein Gott. Ja. Jetzt nicht mal einen Punkt. Ey, come on. Ich bin auf dem Baum, ne? Und das Pavian Döhler ist weg. Gib mir mal Pavian Döhler. Welche Sachen? Das ist nicht dein Ernst. Meine Knarre? Pavian Döhler fehlt. Alles. Herr Döhler! Alles von euch. Gebt mir einmal alles. Auch der Rucksack? Herr Döhler! Ja, alles. Ihr habt wirklich nur noch eure Kleider am Leib. Und ich bin ganz panisch. Ich möchte, Herr Bergmann, haben Sie einen Affen gesehen? Ordentlich hinlegen, damit einen Affen. Tausche, wer was hat. Mit ganz vielen gebrochenen Armen, die wieder geheilt sind. Er hört auf den Namen Pavian Döhler. Ich weiß, wer Pavian ist. Ich will nur kurz zeigen, was ich hier abgebe. Ey, oh Mann. Aber ich war doch auf dem Baum. Das gibt's gar nicht. Hauke. Okay. Ja. Ich möchte direkt Spuren lesen. Könnt ihr das nicht zeigen? Baum. Ja, auf dem Baum ist eine gute Idee, das stimmt schon. Ja, also, ja, mal im Ernst, komm. Dein Seil hast du noch. Also. Als ob ich meinen wertvollsten Schatz auf dem Boden liegen lasse. Also was unmöglich ist. Es ist unglaublich. Es ist unmöglich, dass mir der Aktenordner entnommen wurde. Gib mir dein Seil zurück. Herr Hauke. Danke. Okay. Herr Gerdes. Okay, ich sage ja, den kannst du behalten. Ja, weil so schlafe ich immer. Okay. Aber ich habe meinen Pfeil und Bogen quasi um meinen Körper. Okay, deinen Bogen, aber die Pfeile. Ja, so, ich schlafe schon mit meinem fucking Bogen. Okay, da muss ich aber allen erlauben, dass sie ihre Waffe behalten, theoretisch. Ich hab meine Waffe. Am Penis. Am Penis. Okay, dann. Wieder. Ich habe meinen Penis auf die Waffe gelegt. Und du hast nicht mal nach Munition gefragt, fällt mir da ein, was völlig nutzlos wäre hier. Hä? Natürlich habe ich da Munition. Ja. Das ging so. Ich glaube, er hat's vergessen. Also, warte mal. Kriegen wir jetzt alle unsere Waffen zurück, oder was? Ja, ihr habt alle eure Waffen noch. Das macht schon Sinn. Also, weil ihr habt alle Waffen gewählt, die ihr sinnvoll am Körper tragt. Das ist jetzt nicht völlig. Aber Pavian Döhler ist weg. Was insbesondere für dich
Herr Döner! Dr. Morfmann, für Sie, Dr. Morfmann. Immer ein Shit hier? Yes, es ist unfassbar. Du hast deine Waffe Herr Röder, bekommen. Herr Röder, ja. Herr Röder, Herr Röder, Herr Röder, Herr Röder, Herr Röder, ja. Herr Röder, muss schon. Herr Röder, Herr Röder, Herr Röder, ja. Wegen dem Affen nochmal. Ja. Sie können doch mit Tieren offensichtlich, können Sie... Die nicht in den Kasten stellen hier, bitte. Die muss er antwortet raus. Doch nicht. Sie Rassist. Hast du ihn gerufen? Nee, ich rede mit... Sie können doch jetzt... Sie können doch nicht unterschiedliche Affen rufen. Wir suchen noch das einen. Das war doch nicht mal ein Affengeräusch, das war ein Dosenöffner. Leute, hört mal zu jetzt hier. So, also, ihr seid jetzt wirklich da und es ist wirklich alles weg. Kaffee, so. Vorräte, alles ist geplündert sozusagen. Er gibt mir mal deinen Rucksack und nur, du kannst nur deinen Aktenordner behalten. Du hast da noch Gegenstände. Dein Rucksack ist auch weg. Das Diktiergerät auch? Auch weg. Alles ist weg, ey. Das war doch so wichtig. Und das Allerwichtigste, eben Pavian Döhler ist weg, der euch über die Jahre wirklich ans Herz gewachsen ist. Ja. Also das ist für euch jetzt, das ist ein Mitglied eurer Gruppe. Das ist ein Mitglied meines Kabinetts, ich bitte Sie. Würfel mal bitte alle eine Probe auf mentale Belastbarkeit, weil es ist ein herber Rückschlag für euch. Gar kein Problem, kritischer Erfolg. Ich bin noch geiler. Nicht besudeln mit deinen Händen. Hast du wieder eins gemacht? Mhm. Ich habe nur 8. Treffer? 8. Oh, gerade so. Und ich habe 13. 7 geschaffen. Okay, du verlierst 2 geistige Gesundheit, Eddie. Haben wir welche dazu? Da war im alten Bogen noch drin, ne? Die stand am alten Bogen noch. Der vordere Wert, das ist, also der, das ist dein Totalwert. Von dem ziehst du die ab. Ich habe ja Leute gesehen. Mhm. Okay. Das kannst du gerne mit der Gruppe teilen, wenn du möchtest. Leute, ich muss euch was sagen. Ich habe heute Nacht 2 Leute hier gesehen. Warum hast du nichts gesagt? Ich habe das im Halbschlaf nur. Ich habe mir zu viel rum eingeflößt. Ich würde gerne Spurenlesen machen, ob die hier rumgewildert sind. Es ist keine Zeit zum Lesen. Spurenlesen. Ach so, ja, das ist okay. Hm? Von Dostojewski. Ja, dann wird jetzt Spuren Sie Spurenlesen. Noch mal kurz. Kannst du machen. Dann wird auch Spurenlesen. Ja, und, ja. Gutes Buch. Oh, was ist denn mit diesem Würfel? Ey, der ist gerade noch zum Glück. Glücksecke. Wer hat das eigentlich schief gemacht? Warum ist es jetzt schief? Was war das war die ganze Zeit schief, ne? Ich glaube, es ist wegen der Kamera schief. Charme. Ich fürchte auch. Jetzt habe ich den Spuren lesen. Ach so, ja, jetzt habe ich es eigentlich schon, glaube ich, schon geschafft. 8. Hammer. Ja, ich habe es geschafft. Ja. Okay, Ja. Du liest die Spuren ziemlich virtuos. Ja. Also, hast das auch, was hast du für einen Wert eigentlich? Ziemlich hoch, ne? 14. Ja. Du liest die ziemlich virtuos. Du bist dir ziemlich sicher, dass ein älterer Mann und ein junges Mädchen hier im Lager waren. 2 Personen. Okay, Leute, pass auf. Anhand der Spuren kann ich ganz eindeutig feststellen, es war ein älterer Mann, ungefähr sein Alter, also recht alt schon, und ein junges Mädchen, ungefähr du, mein Alter. Und du findest eine, ja, eine Substanz, eine leicht bläuliche Substanz. Ich habe eine leicht bläuliche Substanz. In den Spuren. In den Spuren gefunden. Ich würde da nicht den Finger da reinstecken. Was auch immer es ist. Riech mal. Aber was riecht das? Natur. Möchtest du es wirklich einschätzen? Ja. Dann würfel mal auf Chemie. Auf was? Auf Chemie. Auf Chemie, Alter. Aber er hat doch auch riechen irgendwie. Ja, er kann es ja riechen, aber er muss ja... Ja, Chemie habe ich, okay. Hast du nichts? Nichts, aber dann kannst du nicht drauf würfeln. Ohne das Talent, nee. Sag mal her, Fall nicht. Ich hab 3. Hast du das Talent riechen? Ich möchte mal an dem Finger riechen. Also, würfel auf Chemie? 3. Ja. Auf was muss ein Würfel? 3. Ach so. Intuition. Chemie. Intuition. Ja, warte, ich kann mentale Belastbarkeit. Ja, Udi hat's gerade gesagt. Intuition, mentale Belastbarkeit. Okay. Das heißt 11 einmal geschafft. Intelligenz ist übrigens. Was? Entschuldigung, Intelligenz, okay. 15, was war das zweite? Intelligenz. Okay, zweites Mal nicht geschafft und drittes Mal geschafft. Mit 6. War sehr gut geschafft. Sehr gut gerochen. Ja, und du hast den zweiten halt nicht geschafft. Ja, aber ich habe 2 von 3 geschafft. Kannst du auch ausgleichen, oder nicht? Konnte er nicht. Er hat 15 gewürfelt, du hast Intelligenz, was ist das bei Intelligenz? 11, ja, genau. Einen Punkt konnte er nicht ausgleichen. Oh, Du bist dir nicht ganz sicher, was es ist, aber du würdest es irgendwo in den medizinischen Sektor schieben. Bin mir ziemlich sicher, es kommt aus dem medizinischen Sektor. Also der Geruch kommt dir bekannt vor, aber du weißt nicht genau, was es ist. Es ist ziemlich sicher Desinfektionsmittel. Ist es Desinfektionsmittel? Du weißt nicht, was es ist. Oder ist das gegen... Aber ich sage es. Nein, es geht nicht. Desinfektionsmittel. Das ist eine Interpretation der Information, die ich gegeben habe, die nicht zulässig ist. Du hast es nicht erwürfelt. Welche Farbe hat es? Du kannst nicht raten, was es ist einfach. Ja, aber man könnte, ich habe dir gesagt, was du weißt. Du weißt nicht mehr als das. Du weißt medizinischer Sektor, du weißt nicht, was es ist. Ja, aber ich kann doch einfach irgendwas behaupten. Ja, wenn du lügen willst, ja, dann hast du gelogen. Okay, musst du da nicht auf Lügen würfeln? Ja. Kann ich den Finger von Stanley Balls? Ja. Kann ich Würfel auf Lügen. Eins nach dem anderen, glaube ich. Ja, kurz erstmal. Ja. Okay. Was musst du würfeln für Lügen? Das ist bei Soziales. Das ist Charme, mentale Belastbarkeit. Charme. Charme, mentale Belastbarkeit. 8.
10. Okay. Und was hast du zum Ausgleichen? 10. Oh, du bist ziemlich guter Lügner sogar. 8. 20. Kannst du nicht ausgleichen. Heftig. 1. Nee, 7. Okay, er sagt, es ist Desinfektionsmittel. Noch. Das ist, darf ich noch mal kurz, ganz kurz? Er denkt, er macht sich wichtig. Oh, das ist ziemlich sicher Desinfektionsmittel. Ich krabbel hinter ihm hoch und versuche, an seinem Finger zu lecken. Alter, was ist eigentlich mit dir los? Ich versuche, Pudi zu zähmen. Das ist nicht schwierig. Also, du merkst, dass was er, ist denn jetzt? Er kommt auf dich zu und ja, versucht, komm, an deinem Finger zu lecken. Hab ich ja. Man leckt. Bergmann! Herr Bergmann! Hören Sie jetzt mal auf! Kommen Sie mal zurück! Das jetzt ist was Zivilisation. Du, getan hast? Du hast nur geschrien und es passieren lassen? Ich versuche gerade herauszufinden, wer jetzt Ader heißt Tier, nicht nein. Ich versuche zu schnell geworden halt ist. Und das war jetzt. Alle. Kann ich auf Überlebenstechnik überprüfen? Ich hab's abgeleckt. Das Zeug. Du hast einfach das. What? Zeug. Ich lass dich doch nicht einfach an meinem Finger lecken. Ich hab an deinem Finger gerade gemacht. Du kannst dich einfach ohne, dass ich. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Ja, aber du hast nichts gemacht, du hast ja nur geschrien. Nein, er hat doch nicht. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, wie er an ihrem Finger geleckt hat, der Röder. Sie haben Finger doch alles Quatsch erzählt. Ich. Woher wollen Sie das wissen? Bisher war es 100% aller Aussagen von Ihnen eine Lüge gewesen. Das war sehr dumm, ne? Hast du Medizin? Oder ja, habe ich. Jetzt fällt Medizin gleich hast du. Kann Medizin habe ich auch nochmal aufnehmen. Wie viel? 3. Ja, brauchst du nicht. Ja, ist Desinfektionsmittel. Hab ich. Ha? Wer hat hier gelogen? Eine Entschuldigung ist fällig, Herr Röder. Ist es das gelogen ist und gleichzeitig nicht gelogen? Wie heißt das nochmal? Er hat einen Glückstreffer gehabt. Das ist unterbindend. Jetzt, Herr Bergmann, Sie müssen sich mit uns verständigen. Ich habe vergessen, wie man redet. Das ist Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel. Na gut. Was heißt das jetzt? Naja, Sie wollten sich nicht infizieren. Desinfektionsmittel. Ja, Sie hatten Angst, sich zu infizieren. Von wer? Von die, was? Die Diebe. Röteln. Von Fabian Döver. Entführer sagt man in dem Fall ruhig. Die Entführer des Wegnehmer von Fabian Döler. Die Entferner. Die wollten sich nicht infizieren. Aber der Affe ist doch überhaupt nicht mehr infiziert. Er ist doch schon seit langem geheilt durch sowas. Nach eigener Auskunft. Das ist korrekt. Das aber ist ja man auch muss ein Lügner. Du hast jetzt, außerdem jetzt bei den hören Spuren. Sie aber doch, Herr Röder. Die Spuren halt führen außerdem weiter weg. Du kannst denen locker folgen. Also so, Leute. Wir können jetzt hier stehen bleiben und weiter Quatsch labern. Oder wir gehen jetzt mal den Spuren nach und versuchen mal unseren Shit hier zurückzubekommen. Ich gehe jetzt danach. Was heißt hier denn den Shit? Es geht hier um einen Affen, ist ein treues Mitglied unserer Gemeinschaft. Seine Stimme. Okay. Ich gucke tatsächlich noch mal ins Lager und schaue, ob wir. Wir haben ja Lagerfeuer gemacht, ne? Mhm. Ich schmiere mich mit Kohle so ein. Kote? Kot? Ja. Mit Kot ein? Mit Kot? Okay, ja. Ich glaube, die 4-5 Jahre haben ihm nicht gut getan. Naja. Ganz ehrlich. Naja, du schmierst das mit Kohle ein. Das gelingt dir natürlich ohne Probleme. Okay. Also bist jetzt voller Kohle, schmiere. Super. Und während ich hinter euch herrenne, laufe ich sehr nah am Boden, um zu gucken, ob ich einen Wurm finde. Okay, die ganze Zeit läufst du so am Boden? Ja, so ein bisschen. Okay. Schon mal so vier Beine. Ja, ja, ich will es nur wissen. Merkt man wieder auf Wurmjagd. Ja, ihr könnt den Spuren folgen. Du hast gesagt, du wolltest es tun. Was tut ihr? Herr Röder. Komm mal besser mit. Ja, komm mit. Denn ich habe gesagt, ich komm mal besser mit. Ja, aber lass wenn du mithalten kannst, ne? Nein, aber sei mir kein Klotz am Bein. Ich komm besser mal mit. Ja, komm mal mit. Wenn du alleine Angst hast, komm besser mit. Ja, dann komm ich jetzt. Komm mit. Besser ist, wenn ich mitkomme. Ja, wenn das besser für dich ist, dass du mitkommst, für dich. Für mich? Ich bin unterwegs. Okay. Ich komm mal besser mit. Okay. Ihr folgt den Spuren durchs Unterholz ein bisschen. Weitere Informationen für dich, die sind nicht, alt sind die nicht. Also das ist 2-3 Stunden her gefühlt. Mhm. So, es war mitten in der Nacht, aber ja. Und ihr kommt an einen Schotterweg nach einer Weile, den ihr auch schon gesehen hattet. Ist jetzt nicht neu für euch, dass der existiert. Und da findet ihr Reifenspuren. Die ganz offensichtlich, ja, sehr leicht führen nach Osten. Völlig einfach zu verfolgen. Der Weg geht quasi gerade so quer zu euch. Ja. Und dann Osten, West. Also Reifenspuren deuten eindeutig auf Autos hin. Ach ja. Sie sind ein Genie. Sie sollten in die Politik. Und womit fährt ein Fahrrad? Die Dicke der Reifen entscheidet über das Transport. Ja, Würfel macht mechanisches Wissen. Wie bitte? Ich kann doch wohl Fahrradreifen, einen Autoreifen spielen. Ich nehme dir nichts weg, ich biete dir was an. Okay. Auf was? Mechanisches Wissen. Hast du das? Ja, habe ich tatsächlich. Ich glaube nämlich wirklich. Moment, in welchen Akten habe ich das denn? Hattest du nicht mal 20, weil du da irgendwie. Das war Beards. Mechanik und Basteln habe ich mit 10. Ja. Dann würfel mal darauf bitte eine Probe. Das ist in dem Falle. Oh shit, das habe ich jetzt nicht stehen. Geschicklichkeit, Intelligenz.
Geschicklichkeit, Intelligenz, Intelligenz, Geschicklichkeit habe ich 10 und Intelligenz habe ich 15. Willst du nur kurz zusammenfassen? Hauke, du hast 10 Hauke. Zum Ausgleichen. 14, 4 zum Ausgleichen kannst du benutzen, hast noch 6 zum Ausgleichen. Danke. Hast du getroffen? Und? Hast du eigentlich quasi schon geschafft, wenn du 20 würfelst. 17. Kannst du ausgleichen. Was hast du auf Intelligenz? 10. 10? Nee, 15. Ja, dann hast du geschafft. Kannst du ausgleichen. 2 zum Ausgleichen, hast du noch 4 übrig. Hast geschafft. Okay, was habe ich gerade gemacht? Eine Probe auf mechanisches Wissen. Das Reifenprofil verrät dir, dass das Auto ein kleiner Transporter gewesen sein muss. Es ist ein kleiner Transporter, glaube ich. Also, was weiß ich nicht schon, schwer beladen. Nicht schwer beladen, aber das ist wahrscheinlich nur der Affe und vielleicht 1-2 Leute. Aber das Besondere ist doch, wo ein Auto ist. Da ist auch Zivilisation. Du hast noch eine wichtige Information. Aber einige Kühlwasserflecken verraten dir, dass der Wagen es vermutlich nicht mehr lange machen wird. Können Sie mal, Herr Bergmann, können Sie mal kurz hier, können Sie mal da mal mit der Zunge kurz mal reingehen? Ist das eventuell Kühlwasser? Boah, puh. Ja, verlier mal 5 Gesundheit. Also Kühlwasser trinken ist jetzt nicht die geilste Idee. Ja, ist auch nicht die schlechteste Idee. Also Kühlwasser. Wasser in der 2 Gesundheit, ist ja nur ein kleiner Schlecker, aber du verlierst 2 Gesundheit. Das ist nur ein kleiner. 2 Lebensenergie sind. That's what she said. Herr Bergmann, ich bin wirklich fasziniert. Da sind wir durch so viel gegangen. Und dann versuchen sie sich einfach selbst umzubringen, indem sie alles essen, was auf dem Boden liegt. Vielleicht hat er so einen Fetisch. Einen von diesen, wo du dann... Gab doch diesen Chemiker. Die Natur nimmt sich alles zurück. Mhm, okay. Auch den Verstand. Geronimo, plötzlich machst du abseits des Weges eine Gestalt aus, die durchs Unterholz streift. Auf der anderen Seite der Straße. Ich mache eine Gestalt aus, die durchs Unterholz streift. Auf der anderen Seite der Straße. Ich gehe da mal hin. Danke, dass ihr mit den Informationen so direkt arbeitet. du siehst eine ältere Frau. Du würdest schätzen, um die 60. Läuft sehr stark gebückt, ist in Lumpen gehüllt, also wirklich ärmliche Kleidung. Sehr gedrungene Erscheinung. Ihre Art zu gehen lässt sie noch kleiner wirken, als sie sowieso schon ist. Hm. Ja. Es steht eher so eine Art Knäuel von Person vor euch. Ihr seht sie jetzt auch. Ihr seht natürlich, als er euch darauf aufmerksam hat, seht ihr die Person sofort. Überall an ihrem Körper hängen Gürtel und irgendwelches mülliges, unnützes Zeug herab. Ich zieh mein Katana. Hey, Herr Bergmann, lass mir mal die Kirche im Dorf und das Schwert in der Schale. Zacharias Bergmann! Für die Zuschauer, es kommt gleich zur ersten Umfrage. Wir blenden sie ein und schicken sie an den Chat. Die Umfrage lautet, was verbirgt die Frau unter ihrer Kleidung? Option 1, einen Tierkäfig. Option 2, einen Teddybären. Ich nehme mal an, dass wir wieder die Befehle haben. Oder wie funktioniert es, liebe Regie? So. Ich bin ja auch Lustmolch. Also da ist es schon. Ich könnte das auch rausfinden. Entweder Ausrufezeichen PNP Käfig oder Ausrufezeichen PNP der Bär. Ihr wisst noch nicht, dass ihr irgendwas unter der Kleidung habt. Also, ne? Ihr seid gut, als Spieler gut genug, dass das so funktionieren kann. Oh, sehr hübsche Einblendung auch hier. Was verbirgt die Frau unter ihrer Kleidung? Lieber Chat entscheidet. Ja, weiter geht's. Was möchtest du tun? Ich spreche sie an. Okay. Ja, schönen guten Tag, junge Dame. Mein Name ist Jeremy Röder. Und meine 3 Freunde. Wer sind Sie? Hallo. Also sie läuft nur rum und gibt irgendwelche sehr merkwürdigen Geräusche von sich. Vorsicht, Herr Röder. Scheint irgendwas herumzulaufen, sucht nach irgendwas, guckt die ganze Zeit. Ach, was suchen Sie denn? Wir müssen einmal kurz die Umfrage abwarten. Denn sonst kann ich euch noch nicht sagen, nach was ihr eigentlich genau sucht. Wir geben dir mal noch einen Moment. Was macht ihr? Geht ihr auch hin? Mit ein wenig Abstand. Weil noch steht ihr jetzt so an der Straße, beobachtet das Ganze. Du hast deinen Katana gezogen, aber machst du auch irgendwas? Ich halte Herr Bergmann ein bisschen zurück. Ich schnüffel halt so ein bisschen, aber ich versuche sie ein bisschen im an Gesicht. Ihr? Nein, ich bin ja auch noch dahinter. Aber ich halte ihn ja zu riechen, auch. Aber ich gucke mir ihr Gesicht an. Also, wie sieht sie aus? Sieht sie ängstlich aus? Sieht sie böse aus? Menschenkenntnis, würfel mal drauf. Shit! Ich habe übrigens überragende Menschenkenntnis. Ja, wir spielen ein Regelwerk, in dem sehr viel gewürfelt wird. Nee, es ist super, aber ich habe Menschenkenntnis halt runtergesetzt, weil ich halt im Wald gelebt habe. Deswegen auch nicht. Ja, kann ich nicht. Null. Ja, okay. Deine Einschätzung, es fällt dir schwer. Ja, kannst du nicht so richtig einordnen. Sie wirkt verwirrt einfach auch. Das macht es für dich sehr schwer zu lesen. Also man kann ja nicht dann einfach. Nein, ich frage nicht. Genau, bei dem ist völlig richtig. Bei dem Wald würde ich jetzt nämlich nicht sagen. Bei Chemie oder so macht das Sinn. Du siehst das und dann kommt der logische Impuls, ich kann das, ich will das einschätzen. Aber hier würde ich jetzt nicht zulassen, dass ihr einfach alle nochmal Menschenkenntnis würfelt. Seine Einschätzung ist jetzt eine Einschätzung. Okay. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie sehe ich sie, würde ich euch so ziemlich das Gleiche sagen. Was ist denn okay, die Umfrage ist durch, eindeutig. Er kann es nicht so richtig einordnen. Es ist der Käfig geworden mit 55,6%. Oh, gar nicht so eindeutig, relativ knapp, 56%. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Es ist der Käfig geworden. Sie wirkt verwirrt. Du fragst sie, was sie möchte. Sie muss doch hier irgendwo. Wo ist denn meine Kleine? Von welcher Kleinen reden Sie denn? Nun lassen Sie mich in Ruhe! Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Meine Dame, geben Sie der Frau doch mal Abstand. Was ist denn jetzt los? Okay, sie greift an ihren Mantel. Vorsicht! Und Vorsicht! Ich greife
Richtung meine Glock. Okay, sie öffnet ihren Mantel weiter, scheint sie nicht. Ich ziehe meine Glock. Okay, würfel mal auf Einschüchtern. Gott, ich hoffe nicht. Ich glaube, das haben wir, oder? Ah, nee, haben wir hier gar nicht drin. Warte, wir... Ach, müssen wir hier gar nicht, ja. Muss wahrscheinlich ausfechten trotzdem. Ich hatte es unter Begeistern führen hier, aber ist Quatsch. Nee, ja, können wir nicht auch so machen. Da habe ich 15. Über Begeistern führen? Ja, und würfel mal auf Begeistern führen. Ersetzen wir den. Erinnert euch, ich war der Leader der Gruppe. War. Das macht hier schon Sinn. Zeiten ändern dich. Wie du mich noch nicht mal anguckst dabei. Du bist ein Tier geworden. Was? Also was würfel ich jetzt? Das, Begeistern führen ist einmal Ausdauer, Charme, Charme. Ausdauer, Charme, Charme. Ja. Ausdauer habe ich 14. Geschafft. Mit einer 6. Charme, 8. Das ist aber hart. 4. Geschafft. 17 kann ich ja ausgleichen. Ja, krass, ey. Heute schafft ihr viel. Aber ihr habt auch die Charaktere gut verändert. Okay, ja, sie hält kurz inne. Ich will ihnen doch nur den Käfig zeigen! Den was? Was? Käfig! Käfig? Meine Mausi! Okay, dann ganz langsam öffnen. Okay, sie öffnet so langsam. Was da drunter vorkommt, ist jetzt nicht der schönste Anblick. So viel Müll und ziemlich dreckig ihre ganze Hand. Aber das ist tatsächlich ein Tierkäfig. Tierkäfig. Machen Sie schnell wieder zu! Was ist das für ein Käfig? Was für ein Tier vermissen Sie? Mein Mausi, Ihre Ratte Mausi! Eine Ratte namens Mausi? Ja. Vielleicht kennen wir uns. Ich guck mal direkt. Was? Du guckst mal direkt? Ja, nach Ratte mal direkt. Okay, hast du Spuren suchen, irgendwas, das mit... Ja, Überlebenstechnik halt, ne? Ja, okay. Ich guck mal direkt. Ja, nee, Überlebenstechnik. Guck da direkt. Da, alles klar. Da kennt ihr nichts. Da guckt er geradeaus. Ja, guck ihn doch mal. Ein bisschen looten. Wie viel hast du Überlebenstechniken? 5. Okay, jetzt weißt du so. Du siehst, dass hier eine Ratte unterwegs ist. Du findest ein bisschen Rattenkot. Irgendwo wuselt hier eine Ratte rum. Nehmen Sie den Mund weg von dem Rattenkot. Herr Bergmann, hören Sie auf. Herr Bergmann, die Natur nimmt tot sein. Und die Natur gibt. Ja, aber manchmal nimmt sie mehr, als das sie gibt. Habt ihr Ratte gegessen? Ratte ist gut. Ja, aber doch nicht den Rattenkot. Ratte gut gegrillt. Warum nicht? Nee, die Frau sucht völlig verwirrt weiter übrigens. Ich ruf die Ratte. Okay. Ich mach die Tiere. Okay, würfel mal auf. Ach Gott, auf Tierdressur oder wie das heißt. Achso, ja, das kann man. Ich meine, es ist. Eure Ratze oder was? Da bist du wieder. 8. Auf was würfelst du genau? Ja, 1. Alter, hä, was würfelst du denn mit diesen Würfeln? Vierte 1 heute Abend. Stunde ist okay, 20. Kann ich trotzdem ausgleichen? Nein, das sind die Siedlerwürfel. Auf was musst du? Auf Geschicklichkeit? Ja. Da hast du 15, dann kannst du locker ausgleichen. Ich denke, 20 kann man nicht ausgleichen. Du hörst. Nee, doch, 20 kann man ausgleichen. Also, pass auf, 20 ist bei den Würfeln, wenn man nur dreimal würfeln muss, nicht. Das ist nur bei Einzelproben gibt es kritische Misserfolge und kritische Erfolge. Ansonsten wird zusammengerechnet. Ja. So. Ja. Ja, du hörst ein leises. Ja. Und du siehst, wie irgendwas auf dich zugewuselt kommt. Ich halte so die Hände auf den Boden, dass sie auf mich aufdecken kann. Da schauen Sie mal, da sind die beiden. Ich sage ihr auf Rattisch so. Alter. Komm. Und zieht sich ein bisschen zurück. Also sie scheint Angst zu haben. Das ist, was du interpretierst auf jeden Fall. Ah, okay. Psst, psst. Alle leise. Sie hat Angst. Sie hat Angst. Psst, psst. Alle einen Schritt zurücktreten. Ich frage sie jetzt, wovor. Sie zieht sich noch weiter zurück. Also sie möchte irgendwie so richtig... Ja, das funktioniert, aber sie will jetzt nicht auf deine Hände so. Was haben Sie dir denn gesagt, Frau Röder? Posttraumatische Störung. Sie legt sich aufs Sofa. Was wolltest du ihr sagen? Ja, mein Rattisch ist ein bisschen eingerostet. Ob sie mir was zeigen möchte? Nee, offensichtlich nicht. Also sie ist einfach nur, sie ist sehr eingeschüchtert. Möchte sie nach Hause in den Käfig? Zu den Alten? Zieht sich wieder so ein bisschen zurück. Sie wurde nicht misshandelt. Was haben wir, Herr Röder? Ich nehme jetzt mal den Rattencode tatsächlich. Er hat den Code in der Hand, der redet mit der Ratte. Ich spiele dir mal Hände. Ja. Und halte auch meine Hände hin. Der soll in seine eigene Scheiße gehen, oder was? Er erkennt sich da drin wieder nicht. Wird das mit dir auch funktionieren? Okay, du hältst die Hände hin und es ist überraschend, dass die Ratte zumindest nicht abhaut. Kommt jetzt nicht auf deine Hände, aber sie zückt jetzt auch nicht weg. Obwohl du deine Hände hinhältst und eigentlich nicht so gut mit. Und jetzt gehe ich ganz langsam auf die Ratte. Okay. Ganz langsam. Schleiche, schwebe. Ja, würfel mal auf Schleichen. Das finde ich nicht schlecht. Per Körperkraft. Interessant. Da habe ich 14 jetzt. Entschuldigung. 11 passt, dann, ich muss nochmal nachgucken, Ausdauer habe ich auch 14. 12 geschafft und was ist das letzte? Geschicklichkeit, habe ich auch 14. Geschafft. Okay.
Ja, du kommst bis an die Ratte heran. Würfel mal eine Jagenprobe, aber um 10 erleichtert. Also kriegst 10 Punkte auf das Talent quasi von mir nochmal darauf. Okay, Körperkraft wieder. Geschafft. Ja, okay, du schaffst es. Du gehst auf die Ratte zu und mit einem blitzschnellen Schnapper kriegst du sie, hast sie relativ sicher. Der passiert auch nichts, aber du... Vor allem das Einzige, was da steht, was richtig scheiße ist, wenn es umwirft. Hast du alle erwischt? Du hast alle Oliven erwischt, ja. Ach Gott, der Charakter scheiße. Ich okay. Aber, wir haben da noch Tücher. Geschicklichkeit war was? Oh Mann, ey. So, jetzt stink ich. Was war das für ein Jetzt Move? Stink ich. Was war das eigentlich? Ninja. Ich dachte auch so, geiler Move. Bam. Okay. Aber du fängst die Ratte. Du fängst die Ratte. Ja. Alles gut, also. Entschuldigung, Okay, ist sowieso der perfekte Moment. Was jetzt passiert, nachdem Budi die Ratte gefangen hat, sehen wir nach einer kurzen Pause, in der wir kurz Oliven vom Tisch sammeln. Wir sind gleich wieder für euch da. Mit dem spannenden Ergebnis dieses überraschenden Erfolges und der Fortsetzung von Tears 2. Bis gleich. Und da sind wir wieder, nachdem Oliven vom Tisch und Ratten vom Boden aufgesammelt wurden. Ja, es geht weiter. Du hast die Ratte einfangen können, Zacharias, und hast sie jetzt in deinen Händen. Die Ratte erwidert das Schnüffeln sanft. Nein, nein, Herr Bergmann! Was hast du vor? Willst du reinbeißen? Halt auf, beißen Sie nicht in die Ratte. Oh nein, nicht Bausi! Ich erzähl euch auch was! Warte kurz. Schieß los, alte Frau. Ich habe zwei Menschen gesehen! Ja. Mit einem Auto da vorne! Zwei Menschen. Waren das zufällig... Klaus und Klaus. Ein Mann und eine... Ein älterer Herr und ein junges Mädchen. Ungefähr mein Alter, das Mädchen. Bin mir nicht ganz sicher, es war zu dunkel! Das ist doch überhaupt nicht so dunkel. Achso, wie lange ist das her? 2 Stunden? Ungefähr. Okay, sie macht auf dich nicht den Eindruck, als ob sie das einschätzen kann. Mm-mm. Wie oft mussten sie auf Toilette in der Zwischenzeit? Was? Sie fängt an, nach der Ratte zu greifen. Also sie will jetzt Mausi offensichtlich haben. Na gut, jetzt geben Sie die beiden Körner offensichtlich zusammen, geben Sie der Frau doch mal wieder ihr Haus zurück. Von der Ratte. Mausi! Greift nach ihr, lässt du sie nehmen, oder? Sie greift nach Mausi und steckt Mausi sofort zurück in den Käfig. Bergmann, darüber müssen wir ein inniges Verhältnis. Wollen Sie die Kacke auch haben? Das ist ziemlich nett. Sie nimmt die Kacke, steckt die weg. Bekomme ich da etwas für? Wo haben Sie denn die andere Kacke jetzt her? Sammeln Sie Kacke! Ja. Du bekommst eine Karte der Steffen. Kackermann. Die hat ernsthaft Loot dafür gekriegt? Was hat sie ihm denn gegeben? Ein Speer, Alter! Seit was? Ich hab auch Kacke! Ich schmeiß mich auf den Boden und wühl nach weiteren Kackenresten. Ich versuche, ich halte die Hand schon so unter und versuche... Hier. Moment, entschuldigen Sie mal. Hallo, hier, 1A. Was hast du gekriegt? Das ist nicht ganz ein Speer, aber... Ich weiß nicht, ob ich die Bären essen würde. Ein Speer 2W6 plus 3 ist mega wichtig. Zeig mal, hier rein. Hast du das jetzt gelost quasi jetzt von oben genommen? Das ist jetzt einfach von oben genommen, ja. Also das war jetzt ein zufälliger Treffer. Also ich habe jetzt geguckt und habe mir gedacht, wenn ich die Beeren ziehe, dann gebe ich sie dir, bei allem anderen nicht. Und in dem ganzen Stapel sind nur 2. Okay. Habe ich mir jetzt umsonst in die Hand gekackt? Ja. Du hast dir in die Hand gekackt? Natürlich nicht! Natürlich nicht! Ja, wer macht denn sowas? sie guckt dich aber an und weiß die Geste zu schätzen. Ihr geht nicht nach Osten einfach! Wegelagerer Straße! Moment. In die Wegelagerer Straße? Benannt nach Hans Wegelagerer, dem berühmten Wegelagerer? Sie antwortet darauf nicht. Also sowieso schon eine verwirrte Person. Du trägst dazu bei, dass es so bleibt. Okay. Warum glaubst du, kannst du mir Befehle geben? Was? Oh Gott! Ich lass mir nicht einfach sagen, wo ich nicht hingehen kann. Hey, Stefan. Hast du nicht irgendwie beim Psychodoc oder so? Okay. Ich wusste es so, ich habe... Sie greift so nach dir und berührt dich so am Arm. Ich habe eine Schwester und einen Neuanfang.
von mir! Ich glaube, sie meint, sie hat eine Schwester in Neuanfang. Sie kommt ziemlich nah. Ich heiße Wilma! Igitt! Ja, sie hat wirklich widerlichen Mundgeruch. Mhm. Dagegen sind Sie, Herr Morfmann, also wirklich ein Eau de Toilette. Das ist Wilma. Das ist nur, weil wir so viel Ratte essen die ganze Zeit und ich immer gesagt habe, das ist nicht so gut wegen dem, weil man dann auch Ratte wird. Also sie sagt in der Nähe von Neuanfang, sie hat da hat sie eine Schwester, mhm. Die lebt da mit der süßen Tochter Struvel. Struvel. Hm. Und die heißt Struvel, Wilma. Struvel. Oder sie hat gesagt, sie heißt Wilma, ja. Also wäre jetzt die Schwester oder sie? Sie heißt Wilma, die Person, die vor dir steht. Heißt Wilma. Heißt Wilma. Die alte Frau. Hat eine Schwester, sagt sie nicht den Namen. Ihre Schwester lebt aber dort wohl mit ihrer Tochter Struvel. Wie heißt ihre Schwester? Ich will auch... Oh, Mausi! Und fängt an, von euch wegzugehen. Also ihr Kopf widmet sich wieder anderen Dingen. Mausi. Solltest ihr so Grüße bestellen, der Schwester. Solltest ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich glaube, die Ratte ist ihre Schwester. Alles ist möglich. Das könnte sein. Können Sie mal im Namensregister der Stadt Neuanfang gucken, ob Sie dort... Werde ich machen. Bei der Gelegenheit, Sie müssen mir alle noch für meine große Volkszählung müssen Sie noch ausfüllen. Eins. Ich gucke wegen der... Na, da kommen wir später zu. Wegen der Ratte gucke ich erstmal. Gut. Was wollt ihr tun? Ihr habt die Information bekommen, dass zwei Personen irgendwie Sachen in dieses Auto geladen haben. Frage. Ja? Wissen wir im Prinzip, wo wir sind? Also wüssten wir, wie es zu Neuanfang geht? Oder sind wir irgendwie komplett... Ihr könntet jetzt nicht sofort dahin finden, aber ihr könnt die Himmelsrichtung bestimmen und ihr habt eine grobe Idee, wo ihr seid, ja. Also ihr seid nicht völlig orientierungslos. Ne? Ihr wisst schon, wenn ihr jetzt nach Osten geht, aus der Richtung vor Hamburg, genau. Vielleicht kommen wir daher. Also ich würde schon Osten sagen, ist Richtung Neuanfang, ja. Sollen wir da jetzt wirklich hin? Ich will da nicht hin. Ihr seid aber noch ein gutes Stück weg, ne? Also es ist nicht... Ja, also ich möchte gerne meine Sachen, immerhin ist das eine Dose Ravioli. Und einen Nylon-Rucksack von Bethesda. Den möchte ich gerne wiederhaben. Ey. Ich will auch gerne meinen Affen zurück. Jungs, ne? Nur weil ich hier mit den Akten... Der Affe ist mir sehr wichtig. Das, was er sagt. Wir haben ihn doch alle gerne. Diesen kleinen, stinkenden Affen. Denken Sie nur an all die lustigen Zeiten, die wir hatten, als der... wir durften dann da wohnen, als er diese Familie umgebracht hat in diesem kleinen. Und dann haben wir das da aber gelebt. Das war uns gemacht. Damit hatten wir ja nichts zu tun. Das aber war unsere schönste Zeit, die wir zu viel hatten. Die zwei Wochen da, ne? Sobald die Familie da rausgeschafft war, war das Paradies. Ich sage, wir holen Pavian. Döhler. Ja. Zurück. Das finde ich gut. Außerdem, wann wart ihr das letzte Mal ein Neuanfang? Vielleicht tut es uns auch mal wieder ganz gut, in die Stadt zu gehen. Vielleicht da mal zu gucken, was da so ist, was sich verändert hat. Wir können nicht unser ganzes Leben lang vor Neuanfang flüchten. Wir flüchten nicht vor Neuanfang, wir sind im Wald. Im Wald ist es viel cooler. Nein, das wird ein Neuanfang in Neuanfang. Und vielleicht wird da auch was mit der Politik dann. Das wird dann vielleicht auch was. Und dann können wir mal richtig was bewirken. Was gucken Sie mich denn so an? Nichts, ich warte auf das Ende. Leben da noch Menschen? Also... Das weiß ich nicht. Ich dachte, da kommt ein politisches Statement. Ich war gespannt. Jederzeit. Wollen Sie eins? Nein. Können jederzeit. Ich hab diverse politische Statements. Je nachdem, in welcher Stadt ich alles gefüllt. Habe ich da was vorbereitet. Nur später. hier, ja, okay. Bei der Gelegenheit. Ja, mal hier. Also. Wir belegen das. Sie haben schon einen, Sie kriegen einen Ausweis. Mhm. Kraft meiner Begeisterung und Führung beschließe ich, dass wir jetzt zusammen nach Neuanfang gehen. Auch Sie, Herr Röder. Würfel mal auf Begeistern führen. Wollen wir ihn in dem Glauben lassen, oder? Wir wissen ja, wie wir es immer machen, ne? Einmal auf Ausdauer, Charme, Charme. Wir nehmen ihn einfach in die Zange. Das soll schon passieren, Herr von Papen. Ja, du brauchst die Kamera übrigens. Haben Sie nicht, sicher ja? noch ein paar von diesen Pilzchen, die wir eben gerne mal ins Essen mixen, damit er... Ausdauer hast du 14 geschafft, der erste? Nee. Doch. Gut. 3 geschafft. Der rollt aber immer noch. 20. Oh. Kannst du das ausgleichen? Ja. Scham hast du 8. Oh, kannst du wirklich ausgleichen. Ja, schaffst du tatsächlich. Ja, du schaffst es. Gute Ansprache. Also, alle raus, der Stefan. Glaubt ihr, das ist eine gute Idee, was er vorhat? Solltest in die Politik gehen. Wir können der Steffen und Stefan eine Doppelpartei, Doppelspitze. Ah, cool, dann nennen wir uns SS. Guter Parteiname. Das wird Erfolg geben. So. Okay, was tut ihr? Hier ist ihr Personalausweis. Du hast ja gesagt, du willst den Spuren folgen, offensichtlich. Bitte immer bei sich tragen. Richtung Osten. Ich will Pavian befreien. Ja, logisch, das ist die Schrift. Gut. Das soll ich unterschreiben. Ich gehe davon aus, dass bis jetzt gab es keinen Widerspruch, deswegen tut ihr das offensichtlich alle und damit kommt ihr in Kapitel 2, Pavian Döhler auf der Spur. Ja, die Reifenspuren sind im Sand gut sichtbar. Wollt ihr ihnen einfach folgen? Immer den Reifenspuren hinterher. Okay. Der Wald wird immer lichter, man hört den Wind in den Kronen. Es ist wirklich schönes Wetter. Ja, ihr stapft so durchs Unterholz. Eigentlich so fast schon ein entspannter Spaziergang.
Ihr kommt gut voran. Schöne Gelegenheit, euch zu unterhalten, wenn ihr wollt. Zum Beispiel deine Volkszählung hast du ja ausgegeben, ganz nett. Ja, wollt ihr irgendwas tun? Ja, da, einige haben die aber noch nicht unterschrieben. Und ich habe auch noch bei Ihnen ein paar Nachfragen, vielleicht eventuell, Herr Röder. Sie haben jetzt kein Alter angegeben. Und bei Adresse haben sie einfach bald beschrieben. Ja. Das ist natürlich, also da kriegen sie aber ihre Zeitungen jetzt nicht geliefert. Und auch die Wahlzettel und so würden dann ja komplett, wir können die ja nicht einfach in den Wald werfen. Ja, warum denn nicht? Ja, weil die dann ja nicht bei Ihnen ankommen. Ja, natürlich kommen die bei mir an. Sie wohnen im gesamten Wald? Ja, selbstverständlich. Also wenn ich da drüben, und aber auch da drüben wohnen sie. Sie müssen nur gucken, er wohnt ja auch im Wald jetzt, dass Sie das richtig adressieren. Ja, da wollte ich gerade fragen, die Besitzansprüche für den Wald, in dem Sie da wohnen, haben Sie den gepachtet, gemietet? Das ist mein Wald. Ja, kann man ja nicht einfach sagen, das ist mein Wald. Die Natur nimmt und gibt. Was meinen Sie denn? Ja. Herr Bolz. Ich würde schon sagen, man kann in Zeiten wie diesen einfach sagen, dass der Wald einem gehört. Letztendlich, wer will es ihm streitbar machen? Und ich gehe kurz, sind da Bäume? Ja. Dann strohle ich da jetzt hin. Das ist jetzt mein Wald. Das ist jetzt okay. Sein Wald. Herr Bergmann, Sie haben statt einem Namen und einem Beruf und einem Alter und einer Adresse einfach einen Klecks ein Wald. Humus. Gehst an den Wegesrand und findest was. Was findest du? Was ist denn mit eine Gatling Gun. Nee. Nein, ein Teddybär. Sorry, falsche Karte. Die darfst du nicht haben. Doch, die Gatling Gun. Oh, du findest das. Auch gut. Was ist das? Essbare Beeren. Mein Fehler. Wie viele essbare Beeren sind in diesem Stall? Zwei. Ja. Ja, die esse ich direkt. Okay. Ist das Ihre offizielle Angabe, dieser Fleck? Er hätte leider keinen Drecki, deswegen ja. Okay, ich akzeptiere. Kurz, wo sind wir? Immer noch im Wegesrand. Ihr lauft den Weg einfach lang. Ja. Hier, Leute. Er ist kurz an den Wegesrand gegangen, hat er gesagt. Na, hat er was gefunden. Ich würde mal vorschlagen, behalt mal deine Finger an deiner Pistole. Ist das ein Pseudonym für... Penis? Synonym für ein Pseudonym. Hier, du bist doch Bibi Glocksberg. Was? Bibi Glocksberg. Ah. Hol mal raus. Lass mal sehen. Hier wimmelt es voll von Wegelagerern. Ich will nur die Initiative behalten. Wir sollten Ausschau halten. Röder, das ist eine gute Idee, aber du unterschätzt meine Reflexe. Darf ich? Ich schmeiß ihm eine Weintraube zu. Okay, das waren lächerliche 5,7 Sekunden. Okay, ich behalte sie besser in der Hand. Okay, ich habe sie schon lange nicht mehr genutzt, Röder. Ihr kommt nach einer Weile, die ihr so weitergeht, kommt ihr plötzlich an so eine Art Straßensperre. Da steht eine kleine Mautstation. Ich habe meinen Pfeil und Bogen da stehen, also es stehen so Autowracks herum, es liegen über Leichen rum. Ui. Wer hat denn den höchsten Medizinwert? Medizin? Ich habe nur 3. Hattest du nicht früher mal Medizin, Brief? Nee, mechanisches Wissen. In einem anderen Leben. Das war in meinem anderen Leben. Das hat er alles verloren. Überlebenstechnik. Nee, das habe ich auch. Medizin. Leider gar nichts. Okay, du die Würfel mal auf Medizin, bitte. Ja, okay. Wunden versorgen habe ich. Medizin ist hier. So, zap. Ich brauche einen Würfel. Da ist ein Würfel. Ey, ich komme ein bisschen durcheinander hier gerade. So, das ist das Richtige. Medizin. Okay. Oh, shit. Intelligenz und mentale Belastbarkeit. Habe ich jeweils nur 11 Punkte. Okay, 0. 7 geschafft. 2. geschafft. Geschafft. 19 schaffst du nicht, kannst auch nicht. 3 ausgleichen, 16 nicht geschafft. Okay, nö. Keine Information. Ja, okay. Ihr kommt also an diese Straßensperre. Es liegen Leichen rum, Wagen, jetzt nichts ungewöhnlich. Sieht halt aus wie eine Kampfszenerie, die ihr schon häufig gesehen habt. Also, ja. Schockt uns eigentlich so nicht mehr. Nee, ist jetzt nicht, dass euch das schockieren würde. Ne? So, ihr habt, das ist nicht die erste Leiche, die ihr seht. Das ist nicht das erste Mal, dass ihr seht, dass irgendwo Kämpfe stattgefunden haben. Nur zum Protokoll, ich habe Pfeil und Bogen bereit. Okay. Ich gucke ins Auto da. Okay. In dem Moment, wo du näher kommst, springen plötzlich 5 Gestalten aus den Verstecken. 5 Gestalten, 5 Pfeile. Vielleicht verstecken. Oh. Überall aus diesem Setting springen. Also so sind schon noch im Abstand. Die ist jetzt nicht neben dir, die Person oder eine der Personen. Es ist bunt gemischt, sind 3 Männer, 2 Frauen. Ja, springen aus den Verstecken, sind alle bewaffnet mit Nahkampfwaffen. Da ist quasi vom Speer übers Messer ist da irgendwie alles dabei. Ja. Okay. Seht ihr das? Sie haben Nahkampfwaffen. Ich stecke meine Waffe weg. Ja. Hört. Ein Mann. Ihr da! Legt euer Zeug auf den Boden! Niemals!
Aus meinen toten Händen werden Sie diesen Aktenordner reißen müssen. Überhaupt kein Problem, du Großmaul. Kommen Sie her. Okay. Wer zeigt, dass Ihnen mal jemand die Akten liest? Also spannst deinen Bogen. Alter. Okay. Ja, die versuchen so ein bisschen in Deckung zu bleiben. Sie kommen jetzt nicht sofort aus der Deckung. Als sie sehen, dass ihr Fernkampfwaffen habt, kommen sie jetzt nicht aus der Deckung sofort. Das sind meine Fäuste! Stefan Bolz! Klang schon mal beeindruckender bewusst. Das sind meine Freunde! Punkt. Welchen von deinen Freunden magst du am liebsten? Also sie ist ganz... Nicht mich sein! Ha? Tötet doch bitte nur die Männer. Kleiner Tipp. Wir brauchen die Frauen für die Wiederbevölkerung. Guter Tipp. ja, was wollt ihr tun? Die lassen euch auf jeden Fall nicht passieren. Sie sind weiterhin aggressiv, also sie kommen euch halt nicht entgegen, solange ihr Fernkampfwaffen habt, offensichtlich. Darf ich ein letztes Mal versuchen, demokratisch mit den Jungs zu reden? Ich kenne euch, Entschuldigung, Dr. Steffen Morfmann, hallo, sind meine Freunde, wie Sie sehen, sehr kompetente Kämpfer. Der eine ist ein bisschen verrückt. Machen Sie nicht wütend. Können wir irgendwie kommunizieren? Was wollen Sie? Wollen Sie uns ausrauben? So wollen Sie vielleicht nur einen Talent überreden oder irgendwas? Ob ich was habe? Ich habe Sitzung. Beruhigen, Angst lindern wäre spannend. Überreden. Begeistern und führen. Würde ich auch gelten. Betören. Lassen. Ich habe Lügen und ich habe. Was willst du? Willst du betören? Nein, das war in einem anderen Leben. Okay. das kann ich für sowas habe ich heute. Ja, sehen Sie da. Das war in einem anderen Leben vor allem. Wir alle hatten mehrere okay. Leben. Ja, entscheide dich für welches Talent. Ich würde aus der sozialen Gruppe eine ganze Menge gelten lassen. Begeistern und führen würde ich gerne nehmen. Okay, ich möchte sie begeistern. Ich möchte sie ja auch. Würfel mal auf begeistern und führen. 15, begeistern und führen hat. Das ist. Sekunde, das ist. Ja, boah, haben wir hier Ausdauer, viele Dinge? Charme, Charme. Ausdauer, Charme, Charme. Oh, wie immer, ne? Ausdauer 12 und Charme 17. Okay. Was davon ist jetzt um die Einmal Punktzahl? Einmal auf Ausdauer. Ja. Die Punktzahl kannst du einsetzen, um Würfe auszugleichen, wenn du was falsch machst. Von welchem ziehe ich sie? Von 12 oder von 17? Jetzt würfelst du erst auf 12. Okay. Der erste ist Ausdauer. Okay. Dann habe ich eine 1. Geschafft. Alter. Jetzt würfelst du auf den Wert, wo du eh schon 17 hast. 17, ja. Das heißt, eigentlich hast du es jetzt quasi geschafft. Ja, würfel nochmal. Ich würfel ruhig nochmal. Bitteschön. Ha, eine 18, mir doch kannst egal. Du ausgleichen, kein Problem. Spiel's mal aus. Zeig mal, wie du sie begeistern und führen willst, die Gruppe. Freunde! Überlebende! Wir haben doch zusammen schon so viel durchgestanden! Legt doch die Waffen weg! Und füllt meine Akten aus! Dann sind wir wieder mehr Menschen! Wir haben wieder eine Nummer, einen Personalausweis! Wir wissen wieder, wo wir hingehören, wie wir... was mit der Rente ist! Die Miete! Leute! Wählt mich! Ich mag, wie die jetzt einen Bogen nimmt, die Rede so. Ein Mann muss es doch reißen für euch. Ihr könnt mich gerne ausrauben. Raubt mich aus. Ich habe so viel, was ich euch geben will. Führungskraft, Motivation, Reden, Regeln, Gesetze. Dr. Steffen Morfmann. Ich bin am Ende. Okay, die Leute sind alle, also stehen wirklich da. Und einer lässt auch so seinen Speer fallen. Die anderen stehen einfach nur stumm da, wissen gar nicht, was sie tun sollen. Hast du irgendwas? Du hast noch nichts getan. So, jetzt müsst ihr schießen. Zu den ersten Leiche und loote die. Die Leiche? Ja, die da halt liegt direkt. Hä, okay. Wir werden er hat doch gerade eine sehr schöne Rede gehalten. Steht dir frei, aber da findest du nichts. Okay. Wie, was? Er findet nichts? Nee, er findet nichts bei der Leiche. Er findet im Nichts, findet er Sachen und jetzt, wo eine Leiche. Leiche hat er nichts gefunden. Ja. Dann sage ich zu denen: Ihr habt ihn gehört! Ihr könnt aktenkundig werden oder Backenfutter bekommen! Das ist halt schon eine Folge. Okay, zwei von denen lassen ihre Speere fallen und rennen weg. Besser ist es. Ich werfe ihnen zwei von meinen Volkszählungszetteln hinterher. Aber sie scheinen sie ja nicht zu wollen. Er wirft was! Nein. Ja, die anderen drei wollen aber nicht abhauen, scheinbar. Also, okay. Meine Frau, zwei Männer sind noch da. Und vor allem der mit euch gesprochen hat auch. Ich baller den weg. Okay. Würfel drauf. Weil er die Sau, die geredet hat. Hast du die Kampfwerte schon ausgefüllt? Für deinen Bogen wahrscheinlich noch nicht, ne? Schieß ihn im Kopf. Oh, Alter, ich hab nicht gemacht. Gib mir mal eine Sekunde. Ich muss Wie sieht das angestaut hat, seinen scheiß Bogen jetzt? Über Jahre. Warte, wir müssen das erstmal ausfüllen, weil dein Bogen hat auch gar keine Distanz gelassen. Also, ja, mehr. Ich hab einen neuen Charakterbogen, der hat hinten eine Seite. Das müssen wir einmal machen. Jetzt müssen wir einmal kurz Pen and Paper spielen. Sind das die gleichen Werte wie vorher? Nee, der ist noch geiler. Nee, also die wir früher hatten. Kurz zu fragen. Für was? Für die Waffen? Ja. Wenn ihr Waffen habt, die ihr schon hattet, können wir das gleich mal durchgehen, ja. Aber nicht per se. Den Namen der Waffe hinten eintragen in deinem neuen Blatt. Du hast einen neuen Charakterbogen.
Nimm mal bitte den 9, damit das alles gesammelt ist. Ja, da ist auf der letzten Seite Waffen. Ganz oben. Ja. So, dann Waffen. Den Namen der Waffe. So. Ich nenne ihn. Wie heißt. Bogner, wie heißt er mit Vornamen? Dein Bogen? Willi Bogner? Ja, okay, Willi Bogner heißt der. Willi Bogner, der. Ja, okay, mhm. Willi Bogner, der Bogen. Ich würde sagen, der macht schon. Ja, richtig Schaden. Das ist. Ja, 3W6 plus. Nur? 12. Boah. 3W6 plus 12. Ein Pfeil ist schon krass. Mhm. Mhm. Distanzklassen, also das ist die Meterzahlen, die der quasi effektiv ist, sind in dem Falle 2. Du musst da viele Zahlen reinschreiben. Das ist quasi, ich sag dir jetzt Meter, 5 Zahlen sage ich dir. Ach so. Und das ist quasi von der Minimal- bis zur Maximalreichweite und auf die musst du gleich Punkte verteilen. Mhm. Das sind 2, 5, 10, 20 und 50. Das ist schon ein guter Bogenschütz, bis 50 schaffst du auch. Richtig guter. Nee, so. Ja. Was du jetzt tun musst, ist, du hast jetzt einen Wert, auf den, also du hast quasi, der Bogen hat Werte, die machen wir gleich, die haben wir gerade eingetragen, und du hast jetzt einen Wert auf Attacke, Fernkampf. Mhm. Ich guck nochmal nach, damit ich das falsch mache. Attacke, Distanz, genau. Was ist da dein Wert? 15. Genau. So, die 15, warte, ich guck einmal nach, damit ich keinen Quatsch erzähle, weil das habe ich jetzt auch eine Weile nicht mehr gemacht. Oh, wo haben wir es denn? Dann will einfach jemanden töten und dann wird es bürokratisch, ne? Ah ja, genau. Ja, okay. Du musst jetzt deinen Talentwert auf die Distanzklassen verteilen. Das heißt, und es muss wie eine absteigende Kurve verlaufen. Das heißt, sagen wir mal, du hast 10 Punkte zum Verteilen, dann gibst du auf den ersten Wert, kannst du 5 geben, auf den zweiten 2. Verstehst du? Es muss immer logisch tiefer werden. Das heißt, je mehr Punkte du hast, desto besser kannst du die verteilen. Und das wird dann nachher auf den Distanzklassen Allgemeinwert addiert. Das heißt, du hast wie viele Punkte? 15. 15. Die darfst du jetzt auf diese 5 Gruppen verteilen. Muss ich noch mal auf die erste muss immer am meisten haben. Die muss immer mindestens doppelt so viel haben wie das nächste. 2 muss mindestens doppelt so viel haben? Ja. Für einen Pfeil und Bogen? Ja, weil ich gehe davon, also auf 2 Meter, weil ich davon ausgehe, dass du natürlich, es ist immer einfacher. Auf 2 Meter triffst du dann immer einfach irgendwann. Und je besser du wirst, desto besser wirst du auch auf Distanz. Okay, das ist ja, jetzt muss ich ein bisschen mathematisch werden, irgendwie fast schon. Ja, kannst halt 5 auf den ersten theoretisch geben, 2 auf den nächsten, dann fängst du an, einfach immer mehr drauf zu geben. 2,5 geht nicht, ne? Das heißt, ich kann ja nur 2 dann. Ja, 2. Ja, danach kann ich ja nur noch 1. Genau, und dann fängst du an, mehr drauf zu geben. Das ist nur als Hilfestellung, damit es nicht so mathematisch ist. Ja, okay, weil es ist 8, 4, 2, 2, 1. Dann sind das 15, oder nicht? Ja. Das würde gehen, zum Beispiel. Hast du auf die letzte 50 Meter, hast du dann keinen? Das heißt nicht, dass du das nicht kannst. Das heißt, dass dein Basiswert da ist. Du hast ja nur 4 Werte. Das sind 10. Ach, shit. Genau. Ach so, da hab ich den Basiswert. Das ist nicht schlimm, genau. Du hast immer den Basiswert, auf den würfelst du. Ja. Und die darfst du dann drauf addieren, die Werte. Je nachdem, wie nah das dran ist. Jetzt wisst ihr auch, das ist eigentlich Quatsch. Wir machen gleich bessere Werte. Eigentlich ist als erster Wert 5 besser. Das ist wirklich ein guter Grund. Sollen wir euch alleine lassen? Ja. Das ist ja nur einmal jetzt. Wollt ihr es nicht als Stefan irgendwie als externes Abenteuer? Stefan, ihr müsst das gleich auch noch machen, Freunde. Feuert einen Pfeil. Aber kannst du nicht so doll zuschlagen, dass deine Faust auch eine Fernwaffe ist? Okay. Ja. Ich würde sagen, das sind 5 Meter. Mal 2. Das ist nicht allzu weit weg. Ja. Ja, lösch mal die letzte Distanzklasse, lösch mal die erste Distanzklasse, 2 Meter ist Quatsch, 0 bis 5 Meter. Dann ist das sind deine Werte. 8, 4, 12. Das heißt, bis 5 Meter hast du 8. Weil das ist eigentlich, dass ein Bogen 4 hat, ist fairer. Ja, ja, machen wir jetzt so. 10, 20, 15. So, genau. Okay, ja. So, jetzt darfst du darauf würfeln. Was ist dein Attacke Distanz Basiswert? 15. Ja, das heißt, du würfelst auf 15 und hast theoretisch noch 8 zum Ausgleichen. Du würdest nur mit einer 20 das jetzt noch verkacken, weil dein Wert schon so hoch ist. Ist das fotokopiert oder ist das jedes Mal neu? Das ist auch noch eine 2. Das ist fast ein sehr guter Wurf. Okay. Oh Gott, ist kein kritischer, aber fast ein kritischer. Okay, ja, ist ein beeindruckender Schuss. Mhm. Schieß mal, würfel mal den Schaden aus. Mit was? 3W6. Steht auf der, hatten wir eben eingetragen. Musst du übrigens auf deine Waffe mal schreiben oder da reinschreiben, damit du es nicht vergessen. Genau, das kannst du auch auf deine Bogen. Willi Bogner! Feuer! 6. Geil. War eine 6. 6, 4, 4 sind 16. Plus 14, 12. 14. Was? Entschuldigung. 14 plus 12. Ich kann gar nicht mal einen, einen Schreibstift, einen Bleistift von irgendwem haben. Ja. Muss ich mir was plus anfangen. 12. 26. 26 Schaden hast du gemacht. Okay, du. Ja, wie viel haben die? Boah, ging krass. Ja. Okay, du triffst ihn und der Pfeil trifft ihn voll in den Bauch. Also wirklich. Übler Treffer hier so in die Bauchseite, der sackt sofort zusammen und geht zu Boden. Okay. So, die anderen beiden sehen das und sind völlig, lassen sofort ihre Waffen fallen und rennen davon. Ha!
Wählen Sie Dr. Steffen Hoffmann! Ja, in dem Fall macht das schon Sinn. Okay, ja, der liegt da. Minuten, ich nehme den. Der ist noch am Leben. Wer? Der ihn da getroffen hat. Der liegt da, schreit und schreit. Oh Gott! Ich gehe hin. Ich will noch nicht sterben. Mein Stiefel so auf die. So, da wo es weh tut. So drauf. Aber so nicht meinen Pfeil beschädigen. Die wollen. Aber mach ihn noch nicht. Also, nur so. Oh! Wer bist du? Aua, bitte! Aua, bitte! Was ist das für ein Scheißname? Ich drück kurz nochmal. Okay. So, dass er nochmal Schmerzen kriegt. Okay, wird bewusstlos. Verdammt! Nur noch Mem heutzutage! Ein Pfeil im Bauch! Da wird er schon bewusstlos. Er ist noch nicht tot, aber er ist bewusstlos. Machen Sie mal. Okay, dann gebe ich ihm so ein bisschen genau. Ohrfeigen, dass er wieder wach wird. Toll, Brüder. Ja. Zu krass, nee. Ich gehe hin und ziehe meinen Pfeil raus. Okay. Dann gucke ich mal, was er noch an sich hatte. Warte. Ja, okay. Ja. Du lootest ihn quasi. Ja. Mein Pfeil hole ich raus. Ich gehe kurz hin und lege ihm diese Sterbeurkunde. Wir sind nun tot. Ja. Nur gültig mit Unterschied. Ja, als du die hinlegst, hast du auch das Gefühl, der ist wirklich tot. Ja. Also da, ja, sonst würde ich ja nicht hinlegen. Der gibt keinen Mucks mehr von. Ich bin hier der Doktor. Also es ist Unmengen Blut auf seiner Kleidung, der hat es hinter sich. Ah ja, du hast ihn gelootet. Was hast du gefunden? Ein rostiges Messer, ein Klappmesser, Nahrung und eine Pistole. Darf ich mal sehen? Das ist eine Entfernung. Bitteschön. Genau. Die passende Munition fehlt natürlich noch. Das ist wichtig. Wenn ihr Munition habt, legt die immer bitte zu der Waffe, damit man weiß, was das für eine Munition ist. Ja, wer von euch hat denn hier noch keine Nahkampfstichwaffe? Ich brauche keine Nahkampfstichwaffe. Ich bin vorbereitet. Du hast einen Speer, ne? Und ein Katana. Und ein Messer. Gut. Okay. Danke. Was wollt ihr tun? Die Szenerie ist offensichtlich, ihr seht keine Gegner mehr, die haben das weitergesucht. Also, nachdem ihr zwei von denen vertrieben habt, so und dann noch, ne, der Schuss, die haben jede Motivation verloren, so. Die habt ihr gnadenlos in Grund und Boden gemacht. Weiter nach Neuanfang. Ich hoffe, dass wir jetzt von weiteren Störenfrieden verschont bleiben. Ich fand das ganz angenehm, muss ich sagen. Moment, das war eine schöne Ablenkung. Ich bin es so satt, ständig. Tote. Ich noch nicht. Ich finde, es können noch viel mehr Leute sterben. Es sind immer noch genug Drecksäcke übrig, wie wir gerade festgestellt haben. Wer nicht zivilisiert sein will, der muss verschwinden. In den Wald? Ja, zum Beispiel. Da habe ich nichts dagegen. Da lagen viele Leichen, ne? Mhm. Ich guck noch mal so um mich herum. Alle geplündert. Also manchen fehlen aber auch Gliedmaßen. Ey, wer macht denn sowas? Aber sauber abgetrennt. So. Also ist nicht abgerissen nicht oder irgendwas, sondern wirklich abgeschnitten. Dürfen wir mal? Echt? Ich habe ihre Sammlung gesehen. Aber Glieder nur in Maß. Die Beine sind abgeschnitten. Ja, aber warum? Ja, weiß ich nicht. Sind abgeschnitten. Wer sammelt denn sowas? Kannibalen. Ist das nicht seltsam? Ich meine, es ist abgeschnitten. Nichts zu looten, aber es ist abgeschnitten. Seltsam. Es ist nicht ganz so seltsam. Also doch, es ist seltsam. Also in einer Apokalypse ist Kannibalismus nicht so seltsam. Wisst ihr noch, als ich mir in den Fuß geschossen habe mit dem Shotgun? Ja. Das war seltsam. Aber das ist jetzt anders seltsam. Ich gebe euch recht. Okay. Wir sollten weitergehen. Okay. Weil wir noch Beine haben. Wir müssen da mal dran denken, was der da gesagt hat. Ne? Das ist seltsam. Okay. Gut. Ich gehe nochmal zum Auto schnell. Also, mir ist gerade übrigens eingefallen, die hättest du doch ziehen dürfen. Das ist völlig richtig. Deswegen, ich habe mich schon gewundert. Die Karte ist der Teddybär, den du eben hattest, den hast du. Ich weiß. Quatsch erzählt, dass ich ihn weggenommen habe. Ist mir gerade wieder eingefallen, dass du den natürlich ziehen kannst. Da ist auch ein süßer Spruch drauf. Und lese ich kurz vor. Manchmal sind es die kleinsten Dinge, welche den meisten Platz in deinem Herzen einnehmen. Wer sagt da? Wer hat das gesagt? Winston Churchill. Winnie Pooh. Ja, guter Bär. Schön, ne? So, ja, ihr seid, die Szenerie habt euch umgeguckt, ihr findet jetzt auch nichts weiteres von Wert. Es sieht so aus, als ob die jetzt nicht hier das Zeug rumliegen haben. Also, ne, die waren alle geplündert, die Leichen, ja. Weiter nach Neuland. Neuanfang. Was möchtest du tun? Neuland, ist ein guter Name, der gefällt mir, den werde ich mir mal aufschreiben. Stefan, ich habe schon so viel gefunden, willst du das Auto nicht nochmal looten, das wolltest du doch. Ich gebe dir nur einen Tipp. Ich brauche keine Tipps. Ich loote das Auto. Ist nichts drin. Da ist nichts drin, was für ein Scheiß-Tipp.
Ich meine, danke für Teddybär. Danke. Okay. Wolltest du irgendwas machen? Du hast hilft dir. Ja, ist ja alles. Dein Pfeil hast du wieder. Bisschen. Der ist tatsächlich auch intakt. Kannst du so wieder rausziehen. Ja, ja. Der ist auch so super solide gebaut. Ja, nee, ich freue mich einfach. Ich habe meinen ersten Confirmed Kill. Und ich bin einfach, das gibt mir direkt so mentale Belastbarkeit, direkt auf 5 gestiegen. Unter uns. Unter uns. Aber fühlt sich gut an, oder? Das ist das schönste Gefühl. Das ist das Schönste. Aber ich meine, ich habe schon viele Leute getötet, aber jetzt nicht so aus mit Pfeil und Bogen. Bergmann. Nee, wie heißt du nochmal? Röder. Aber muss man nicht in den Kopf schießen eigentlich? Soll ich das mal bei dir ausprobieren? Das kommt immer drauf an, was für ein Ergebnis man will. Es wird nicht auch immer möglich, so als Hinweis, damit ihr euch daran erinnert. Du kannst sowas sagen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte den Kopf treffen. Dann erschwere ich dir einfach die Probe. Dann sage ich halt, ist alles um 5. Achso, ich habe gedacht, das hätte er gesagt. Aber es ist möglich. Da habe ich das gehört. Aber fürs nächste Mal, genau. Dann erschwere ich halt einfach den Wurf und dann ist das Gleiche. Hand in den Bauch. Darum ist es nämlich sinnvoll, dass du zum Beispiel, du hast halt einen viel zu hohen Wert jetzt, aber wenn es erschwert ist, dann kannst du auf 5 Meter locker jemanden im Kopf schießen. Aber ja. Okay. Ja, gut, habe ich eben überhört. Achtet jetzt drauf. Dann wisst ihr auch, wie wichtig es ist. Wenn ihr wirklich einen bestimmten Treffer sagen wollt, dann achtet drauf, dass ihr das Gefühl habt, das hat der Typ hier verstanden. Ja, also ihr geht weiter oder was macht ihr? Ja, Herr Röder, jetzt haben Sie ja nur noch 4 Pfeile. Nein, ich habe 5 Pfeile. Jetzt. Nur in einen mache ich eine kleine, ich mache in meinen Bogen eine kleine Kerbe. Hat sich den schon geholt. Ich habe so ein Messer. Ich mache so eine kleine Kerbe. Kleine Kerbe in meinen Bogen rein. Während wir laufen, jetzt kurz, ich habe ja noch Seil. Ach nee, das ist weg, ne? Egal. Ich binde mir dieses Messer an die andere Seite des Speers. Mit was? Pflanzenfasern lasse ich nicht gelten. Das machst du nicht in 5 Minuten. Du hast nichts. Ich reiß schnell bei einer Leiche noch so ein Stück Hemd ab. Das geht. Ja, okay, das will ich gelten lassen. Geil. Dauert aber ein Jahr. Das geht schon schnell. Das willst du an die andere Seite binden. Genau, das heißt, weil hier ist, also bei diesem Speer gibt es auf der anderen Seite schon so eine Scheren-Dings und ich binde jetzt das Messer, was ich von Jeronimo Röder bekommen habe, an die andere Seite. Das heißt, ich habe so eine Art. Aber hast du denn die nötigen Werte dafür? Ja, das kann ich nicht. Ja, habe ich tatsächlich. Geschicklichkeit. Habe ich tatsächlich. Körperkraft. Alles da. Ja, menschengefährlich, wissen wir doch. Ja, würfel mal auf Mechanik. Noch eine wird uns noch. Auf was? Auf Mechanik-Basteln, bitte mal würfeln. Ja, okay. Dann bin ich auch fertig mit Mechanik-Basteln. Wo ist denn das? Das war doch irgendwo ganz oben. Ich frost. Ich find's nicht. Da, Mechanik-Basteln. 6. Okay. Würfel mal eine Probe drauf. 5 erleichtert, das ist keine schwere Sache. Oh. 20, 5, 15, kann ich aber ausgleichen, 16, also kann ich ausgleichen, 14, ja, genau. Ja. 7, geschafft, komm. Jawohl, geschafft. Okay. Oh ja, Gott! Gut. Gelingt dir. Baust du dran, die Waffe macht ab jetzt 2 Schaden mehr. Okay. Danke. Und hat die einen Initiative-Bonus? Was steht da auf Initiative? Inni, bei der Speer? Ja, 0. Dann hat die jetzt. Was? Achso. Minus 1. Wie jetzt? Das ist gut. Weniger cool, Initiative jetzt. Ist besser. Echt? Ja. Je niedriger deine Initiative, desto eher bist du im Kampf dran, desto häufiger quasi. Es wird so hochgezählt und dann, ja. So, okay, ihr geht weiter. Und seht direkt knapp hinter dem Lager. Du gehst voran und siehst als allererstes sofort, dass da links ein Lager ist. Also da stehen so ein paar, steht ein größeres Zelt und ist ein kleines Feuer, so kokelt da vor sich hin. Nicht auch Menschen? Nee. Oder? Es stehen so ein paar, also das Lager ist so ein Stück abseits des Weges, aber trotzdem gut sichtbar. Es sind so Autositze, völlig zerfleddert, stehen um dieses Feuer. Mehr kannst du jetzt erstmal nicht sehen, ihr müsstet hingehen. Sind so 15 Meter, 20 Meter. Er ist. Mhm. Er macht wieder mit der Hand. Ja. Bogen. Mhm. Ich blättere in dem. Okay! Okay, was tut ihr? Nimm Pfeil raus und zirkel das Camp. Okay. Ja, ich nehme meinen Speer. Augmentiere den Aktenordner in Schleuderposition. Ich ziehe meine Knarre. Okay. Und jetzt gehen wir so langsam in so einer Oval vor. Also das war. Und mittlerweile sind wir geübt zusammen. Ja. Die kennen die Taktik, wir gehen in V-Formation. Das ist ja auch, hast du ja gut erklärt. Sehr ja, gut angegeben, wie man das macht. Und in dieser V-Formation nähern wir uns. Diesem Feuer und so ein Zelt. So ein Rundzelt, so ein kleines, ein bisschen runtergekommen, ziemlich muffig, sind ordentlich Flecken drauf und so Stockflecken. Ja, an dem Feuer selber ist niemand. Einfach leer. Es stehen so ein paar Teller rum, auf den Knochen liegen, aber sonst. Das ist die V-Formation. Röder! Röder! Stopp! Röder! Was? Kannst du den Adlerschrei machen? ein junges Mädchen steckt seinen Kopf aus dem Zelt. Ha ha ha.
Ja, das. Mädchen! Steck den Kopf wieder rein. Ich bin wieder ins Zelt verschwunden. Wir könnten einfach in das Zelt reinstecken. Für euch einmal dann kurz. Muss ich auch rauskommen. Junges Mädchen, ihr würdet schätzen, ja, zwischen 8 und 12 Jahre alt, schwer zu sagen. Ziemlich, ja, sehr dünn, brünett, sehr schmutziges Gesicht und müde, ja, so traurige, müde Kulleraugen. Okay. Mhm. Ich spreche trotzdem, die ist ja, hört mich ja, auch wenn sie in der Zelt ist. Kleines Mädchen, wir tun dir nichts. Würfel auf beruhigen. Das hattest du gut, oder? Beruhigen. Gibt's das? Ja. Ich hab Kampfsport. Kannst auch auf Kampfsport würfeln. Beruhigen. Hast du nicht? Ich hab begeistern, führen, lügen, manipulieren. Ja, dann hast du das nicht. Hast du beruhigen nicht. Ja, okay. Ja, da. Das schüchtert sie nur noch mehr ein, was du von dir gibst. Ich könnte sie bow. Kleines Mädchen, komm raus, wir tun dir nichts! Du kommst jetzt sofort raus! Wir tun dir nichts! Wir tun dir nichts! Bitte, tut mir nichts! Ich habe nur gesagt, wir tun dir nichts! Ja, sie kommt nicht raus. Verdammte Scheiße nochmal! Was ist bloß los mit den Millennials? Ja, das ist heutzutage. Was ist denn das für ein Zelt? Kleines. Also ein rundes Zelt aus Stoff. Nö. Haben wir denn nicht, eine Frage, haben wir denn nicht etwas für das kleine Mädchen, was es vielleicht haben will? Ja, ich guck mal hier. Haben Sie dann Teddybär. Ich hab hier so ein, oh, Teddybär ist eine gute Idee. Der Teddybär ist doch. Ich hätte auch noch Weintrauben, aber Teddybär fände ich nicht. Und du bist so ein, du an den Teddybär gekommen. Kleines Mädchen, hallo. Vielleicht solltest du ihr nicht besser. Natürlich, hier ist Herr Dr. Steffen Morfmann hat ein kleines Wahlgeschenk für dich. Hallo, kleines Mädchen. Hast du Interesse an einem kleinen Fototermin mit mir? Für die Presse? Okay, vielleicht sollte er. Sie guckt nicht raus bisher. Da guck mal, da ist ja der Mr. Winterkaddel. Was? Ein Teddybär, der Winterkaddel. Sie kommt sofort raus. Also sie kommt wirklich komplett aus dem Zelt gelaufen und läuft auf dich zu. Mr. Winterkaddel! Ja, mit ausgestreckten Armen auf dich zu. Also will ich den Bären schnappen. Können Sie den Bären beschreiben? Ist der Bär überhaupt Ihnen? Können Sie den Bären... Mr. Winterkaddel! Sie ist schon fast da. Jetzt gib ihr doch den Bär! Aber hat er besondere Merkmale. Wie zum Beispiel eine rote Schleife. Sie greift jetzt nach dem Bären. Na gut, lass mal 5 gerade sein. Okay, sie nimmt den Bären. Danke, danke! Sie umarmt den ganz innig und freut sich riesig, dass Mr. Winterkuddle wieder da ist. Bist du alleine, kleines Mädchen? Nein. Wie heißt du? Jacqueline. Was? Jacqueline. Was? Was ist das für ein Name, Jacqueline? Wie heißt denn du? Stefan. Ah, ist ein guter Name. Das ist Geronimo Röder. Kannst nix sagen. Zacharias Bergmann. Ihn solltest du, mit Abstand. Das ist ein bisschen alt für den Teddybären. Dr. Steffen Morfmann, der zukünftige Bürgermeister, den hast du ja schon kennengelernt. Wo sind denn deine Eltern? Tot. Hast du sie umgebracht? Nein! Warum nicht? Manu! Mr. Winterkuddle? Der Hinweis, auf dass sie ihre Eltern umgebracht haben könnte, scheint sie nicht unbedingt euch wohlgesonnen zu machen. Was ist mit deinen Eltern passiert? Storb. Das hab ich mir gedacht, aber bist du krank? Nur ein bisschen. Was hast du denn? Was fehlt dir? Husten, du Trottel. Wie lange hast du denn schon den Husten? Weiß ich nicht lange. Bluten dir die Augen manchmal? Was? Na, nochmal so. Nein. Willst du eine Weintraube? Ja. Hast du Weintrauben? Ja. Ah, doch, ja. Das sind keine Weintrauben, das sind wilde Beeren. Ja, okay, sie weiß. Come on, ja. Ich mach hier einen ab. Die sind super kostbar. Davon gibt es nur 2 Stück. Sind nicht viele. Muss dir schon alle geben. Du kannst eine da abholen. Probier erstmal, bevor ich dir alle gebe. Nee, magst du die gar nicht. Okay, sie nimmt eine und probiert die. Ja. Gib mal alle. Ja, später. Erstmal mal ein bisschen quatschen. Jacqueline, sind hier noch andere Erwachsene? Wie bist du hier hingekommen? Wie hast du überlebt? Bist du nicht alleine hier in der Wildnis? Nee, unsere Gang ist hier. Gang? Oh, entschuldige, Gang? Eine kriminelle Vereinigung? Sind Sie Mitglied einer kriminellen Vereinigung? Ich bin nicht angemeldeten kriminellen Vereinigung. Ich muss hier auf die Sachen aufpassen. Waren das drei Männer und 2 Frauen in diese Gang? Ja. Also Sie meinen 2 Männer und 2 Frauen in diese Gang? Nein, 3 Männer, 2 Frauen. Nee, dann ist das nicht die Gang, die wir gerade... Naja, gut. Also die Gang ist gerade ein bisschen kleiner geworden. Gute Nachricht, ist ein Platz frei. Vielleicht kannst du jetzt auch in die Gang. Ja, Waren das Freunde von dir, oder? Nein. Seit meine Eltern tot sind, kann ich wohin? Willst du vielleicht mitkommen? Wir sind ohnehin auf dem Weg zu Neuanfang.
Das ist eine Stadt. Sie da kommt sich in der Runde um dich. Und schüttelt den Kopf. Also mitkommen will sie nicht. Ja, vielleicht wirst du gar nicht gefragt. Kleine Dame, jetzt mal ganz kurz unter uns Erwachsenen. Wollen wir das kleine Mädchen jetzt einfach hier allein lassen? Oder wollen wir es vielleicht einfach zwingen mit? Naja, ich hätte mal eine Frage. Bist du nicht heute Morgen, also heute Nacht, bei einem kleinen Streifzug dabei gewesen? Nein! Vielleicht in einem Wald? Überhaupt nicht, ey! Ich zeig mir mal bitte dein Schuhprofil. Nein, lass mich! Zeig mir mal dein... Sie will das nicht. Ja, ich nehme sie und guck mir... Was? Okay. Das alles ist klar. Ich möchte nur mal kurz deine Schuhe sehen. Zeig mal her, Minerva. Ja, oder nein heißt nein. Oh, nein! Kann sich doch nicht mindestens dich bringt das an deine moralischen Grenzen. Das ist ein Kind. Ich bin ein schwacher Mann. Ich sag doch, Herr Röder, jetzt hören Sie doch auf, lassen Sie das Mädchen doch allein. Was soll das denn dann später über uns erzählen? Wie sieht das denn aus? Naja. Sind wir die kleine Mädchen? Okay. Hilfe! Jetzt sei doch mal ruhig. Hältst du sie schon fest? Sanft. Wie heißt sie noch? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline! Also, es geht auf... Aua! Jacqueline, jetzt hör mal zu. Aua! Jacqueline, jetzt ist Schluss! Sie schreit, also wirklich, sie schreit die ganze Zeit, während du sie festhältst. Ich halte ihr den Zappelt Mund zu. Und will. Jetzt eskaliert die ganze Zeit. Ich halte ihr den Mund zu. Die verscheucht die ganzen Tiere. Die brüht, ist Brutzeit. Okay. Jacqueline. Sie schreit immer noch. Ich stopfe ihr von dem Teddybär den Arm jetzt, in den Mund. Kann man jemand ruhig ist. Was? Was ist denn hier los? Ich soll mal eben ruhig sein. Ich will was sagen. Mit dem falschen Bogen aufgestanden, Leute. Das gibt's ja überhaupt nicht. Okay, ja, du stopfst ihr den Teddybär in den Mund. Wir wurden heute Nacht ausgeraubt. Voller Panik, Staats. Von einem noch. Hör mir zu, Jacqueline. Bleib bei mir. Jacqueline, wir wurden heute Nacht ausgeraubt von zufälligerweise einem kleinen Mädchen und einem erwachsenen Mann. Und jetzt kommen wir hier in ein Lager von Banditen und da gibt's ein kleines Mädchen. Also jetzt mal raus mit der Sprache. Sie ist nur am Heulen. Ich gehe zu Röder und pinkel ihm ans Bein. Was? What? Du gehörst jetzt mir. Ist das gerade... Moment. Und dann sage ich, ich guck mir die Knochen mal an. Was? Das hat du pinkelst zumindest ihm ans Bein und dann guckst du die Knochen an. Das hat die Situation das dauert auf jeden Moment. Fall deeskaliert. Er kommt auf dich zu und versucht dich anzupinkeln, wenn du das kleine Mädchen misshandelst. Das schaffe ich ja wohl. Das kriegt er ja von hinten. Ihr seht, wie er auf ihn zugeht und versucht ihn anzupinkeln. Lassen Sie mal. Ich habe vor, irgendwas zu tun. Das ist vielleicht ganz wichtig für deren Entwicklungsprozess. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Auch. Schauen wir mal zu. Okay, was tust du? Er versucht dich anzupinkeln. Ich nehme Stöckchen. Hier. Schmeiß es weg. Du gehörst jetzt mir. Okay. Ja, also pinkelst du ihn wirklich an. Ja. Und du lässt es passieren, nur dass es klar ist. Nee, ich lasse es nicht passieren. Okay. Ich nehme meine Waffe. Ja, was jetzt? Und zieh ihm mit einem Pistolenknauf eins auf die über die Rübe. Und mit der anderen Hand. Also, ja. Mit einer Hand hältst du ja das Zeitung, Herr Röder. Ich halte es fest, ich hole das Ding und gebe ihm so einen auf den Kopf. Da wird er doch handscheu. Nehmen Sie doch die Zeitung dafür, oder? Brauche ich nochmal Hilfe wegen Paradewert auf jeden Fall. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, dann würfel mal Nahkampf. Also würfel mal eine Probe auf deinen Basis-Nahkampf. Völliger Wahnsinn hier, die sind alle verrückt. 12? Ja, würfel auf den einfach. Du kannst... Wie mache ich das jetzt? Mit W20? Mit W20 einfach auf 12 würfeln. Kannst du den Röder aus dem Wald? Ja, nicht den Wald. Okay, würfel mal eine Parade, Basis-Paradewert. 14. Okay, ja, du parierst das. Also du wischst das einfach so aus der Luft, diesen Angriff. Was tust du jetzt? Komm mal klar. Und ich guck mir jetzt diese Knochen an. Und geh wieder. Okay, gut. Also, nur, dass ich das richtig verstehe. Röder hält ein Mädchen fest, steckt ihm einen Teddybär in den Mund, nur den Arm. Von ihm angepinkelt wird. Ja. Mhm. Und ihm versucht mit dem Kolben zu schlagen. Ja, also klappt aber nicht. Er wehrt das einfach ab und guckt sich danach die Knochen auf den Teller an. Einfach nicht. Okay, er wehrt das ab und guckt sich dann die Knochen auf den Teller an. Ein Punkt. Ne? Du stehst also mit Urin am Bein und einem Kind in der Hand da. Das Kind schreit und schreit und schreit. Das hat einen Teddy im Mund. Ja. Ist nur am Heulen. Okay, Jacqueline, jetzt ist mal ganz kurz Schluss. Das kannst du nicht mehr beruhigen. Okay. Völlig. Ich habe sie verloren. Ich gehe da mal hin und ich nehme ihm das Kind ab und meine Herr Röder, das war schon sehr gut. Lassen Sie jetzt mal die Profis machen und dann gehe ich auch zu dir und wir versuchen uns um das Kind zu kümmern. Geben Sie mir mal das Kind. Ich habe schon mal so eins gesehen. Ja, machen Sie. Sie nehmen sie so in den Arm und versuch sie zu beruhigen. Nimm sie in den Arm. Ja, ich versuche sie so zu beruhigen. Sie ist halt so 11. Okay, ja, ich beruhige sie. Okay. Zeigt jetzt nicht direkt Wirkung. Der körperliche Kontakt. Okay. Ich gehe in die Knie und bin auf Augenhöhe mit der kleinen Person. Okay. Ich sag mal, sie ist ein bisschen beruhigter, als sie den Teddy aus dem Mund hat. Habt ihr ihn rausgenommen? Oder? Ja, natürlich. Ja. Habt ihr nicht gesagt. Ich frag deswegen, ob der Teddy raus ist. So, wir lassen sie jetzt in Ruhe. Jacqueline, es tut uns leid. Es war ein anstrengender Tag für uns heute alle.
Lass uns einfach die letzten 10 Minuten. Und umarmt den Teddy einfach okay. Die ganze Zeit. Der Teddy hängt so da mit einem Arm von dem Tropf so ein bisschen Speichel. Ich geh ins Zelt, während die das machen. Okay. Okay, ja, es ist zumindest besser, als es vorher war. Besser wird's nicht. Ihr seht, wie er ins Zelt geht. Und ja, würfel mal eine Probe auf Medizin, bitte, wegen den Knochen. Yes. Marvin, geschafft. 18. 18. Kannst nicht ausgleichen, ne? 18 hab ich, 11. Warte mal kurz, ich muss kurz ein bisschen nachgucken. Du würfelst. Schaff ich nicht. Ja. Medizin 3, okay. Schaff ich nicht. Scheiße. Ja, das sind einfach Knochen. Kannst nicht sagen. Ach, scheiße. Okay, ja. Du kommst ins Zelt, da liegen eure Sachen. Oh! Jetzt verstehe ich. Oh, hey, dieses Mädchen, was überhaupt nichts mit unserem Raubüberfall zu tun hatte, hat zufälligerweise Sachen, die genauso aussehen wie die Sachen, die uns gehörten. Aber das kann ja nicht eure Sachen sein, weil das kleine Mädchen, das ist ja kein Räuber. Deswegen nehme ich das jetzt alles an mich, weil euch kann es ja nicht gehören, ne? Bestehlen Sie jetzt das kleine Mädchen, oder wie? Herr Röder, ich meine, in der Sache haben Sie recht. Aha. Aber hätten Sie nicht einfach in das Zelt gucken können, ohne davor das Kind zu quälen? Ich bin halt ein sehr kommunikativer Mensch. Bevor ich in Zelte anderer Leute eindringe, versuche ich das Problem mit Worten zu lösen. Beim nächsten Mal klauen Sie es einfach direkt aus dem Zelt. So, was ist da noch drin? Nur unser Shit oder noch mehr? Ja, ist euer Kram, ja. Also da liegen ein bisschen mehr Sachen. Was ich jetzt mache ist, ich gebe jedem was... Hier, bitteschön. Bitteschön. Jetzt mache ich mir die Hose auf und pinkel auf Budis Sachen. Ich entleere meine komplette Blase auf Budis Shit. Das ist okay. Gerecht. Ja, Moment, hier, den Shit, den der Freund mitgenommen hat? Sein Seil und sein Rucksack Shit. Völlig deine nassen Sachen. Das ist ein vollgepinkeltes Seil oder ein vollgepinkelter Rucksack. Du findest außerdem okay. Meinen Autoschlüssel mit einem kleinen Zettel dran, auf dem steht Transporter Rot Tanke. Transporter Rot Tanke. Mhm. Wir waren nicht schon mal an der Tanke, irgendwas klingelt. Ihr merkt aber, euer Diktiergerät fehlt auf jeden Fall. Also nicht nur das, was du hattest, sondern das Original-Diktiergerät. Mein Diktiergerät fehlt! Da habe ich so viel drauf diktiert. Das waren Millionen Briefe. Ja, vor allem, du hattest halt die Aufzeichnung von Theodor Eden, die ihr mal hatte. Und dann war da auch noch die, um ehrlich zu sein, die Aufzeichnung von Theodor Eden habe ich überschrieben. Dr. Winterkorn war die habe ich überspielt, weil ich hatte einen Geistesblitz. Erzähl ich ihn später, aber super genial. Und da habe ich das schnell aufgenommen. Also die ist eh weg, die ist futsch. Aber so viele wichtige Sachen, Gedanken von mir, wie wir diese Welt wieder auf Vordermann bringen, die sind jetzt verschwunden, die müssen wir wiederholen. Die arme Welt, was soll sie ohne ihre Gedanken jetzt machen? Danke, Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Und der Affe, der fehlt auch noch. Ich gehe zu dem Kind und die Arme zittern ein bisschen, aber ich bin ganz freundlich, ne? Das Kind kriegt's gar nicht mit. Ich bin eigentlich stinkwütend. Ich sage, liebes Kind! Wo ist denn noch mal dieser Affe, der da bei uns war, der auch von ihren Leuten, von deinen Leuten, deinen netten Leuten gestohlen wurde? Und dann lasse ich sie los. Von einem Affen. Ich glaube ihr. Die Leute sind einfach weitergefahren. Welche Leute? Die beiden hier waren. Wie sahen die aus? Beschreib sie. Mann und Mädchen. Oh, das sind die beiden. Wie hieß das Mädchen, Jacqueline? Weiß ich nicht. Oh, die Antwort ist nicht. Ein Mann und ein Mädchen, wo sind sie lang gefahren? Am Wagen getauscht und sind nach Osten. Sie haben einen Wagen getauscht? Ja, drüben an der Tanke. Das klingt ja immer mehr nach einem... Das heißt, da ist ein Wagen. Ja, ein roter Transporter. Okay. Ich weiß. Ich habe zufälligerweise den Schlüssel. Wir sollten uns schleunigst an der Tankstelle umsehen. Liebe Regie, wir bereiten schon mal die nächste Umfrage vor, denn die wird gleich relevant werden. Was finden Sie an der Tankstelle vor? Ah, also Option 1 ein Feuer, Option 2 einen Bären. Wir blenden es gleich auch nochmal ein mit den Bezirken. Wir haben da schon genug Bären. Wahrscheinlich Ausrufezeichen PNP, Feuer, Ausrufezeichen PNP. Ich glaube, du hast noch welche, ne? Ich habe meine gegessen direkt. Ich habe noch ein paar Bären. Die ist auch erst. Ja. Hey, diese Kamera auch teilweise, ne? Ganz schön sexy. In den kannst du mal reinbeißen. Einfach so in den rein. Erstmal riechen. Ja, ich mache mich auf zur Tankstelle. Wie weit ist die? Jetzt nicht weit. Vielleicht sollte es 5 Minuten zu Fuß. Okay. Sollten wir nicht zusammenbleiben? Ich gehe jetzt. Ich bin gleich der Einzige, der einen Führerschein hat. Röder, geben Sie mir den Schlüssel. Nein! Ich habe einen Helikopter. Röder, geben Sie mir den Schlüssel. Nein! Ich gebe dir doch nicht einfach meinen Schlüssel. Du willst jetzt hier abhauen? Willst meinen Schlüssel? Ich hol das Auto, du Knallbirne. Ja, wir gehen schön zusammen. Ja, dann komm mit. Weißt du, was ein Auto ist? Du wirst mir früher oder später den Schlüssel geben müssen, weil ich damit Auto fahren muss. Ja, dann können wir das machen, wenn ich in dem Auto sitze. Oh mein Gott. Apokalypse. Wie viele Jahre kennen wir uns jetzt schon? Zu lange! Ich habe auch einen Führerschein.
Was? Seit wann? Wirklich? Das? Ja. Das könnte schon sein, ja. Ich hab einen Führerschein. Ganz ehrlich. Ich bin lange nicht gefahren. Wer hat den denn ausgestellt? Wo ist der denn ausgestellt worden? In Hamburg. Ja, was wollt ihr tun? Ja, wir gehen zur Tankstelle. Okay. Tschüss. Wir gehen alle. Jacqueline. Nein, ich bleib noch kurz bei der Jacqueline. Tschüss. Ich geh noch mal zu Jacqueline. Ja. Und geh noch mal hin. Jacqueline, das war jetzt nicht. Das war jetzt, ist nicht optimal für uns beide gelaufen. Da sind wir uns alle einig. Das hätten wir alles besser anstellen können. Tut mir auch leid. Lass das bitte nicht auf mich zurückfallen. In ein paar Jahren, wenn du ein bisschen älter bist und wahlberechtigt, dann möchte ich, dass du an meinen Namen denkst. Ich werde für immer an euch denken. So wie du jetzt das sagst, klingt das nicht gut, aber ich weiß, du wirst lernen. Es ist immerhin abgekommen. Es fließen Tränen über so die runden, eingerissenen Mundwinkel. Oi, oi, oi. Gut, sind dann, na gut. Ja, sind rot eingerissen. Nee, die Tränen. Nee, die Tränen sind nicht rot. Ich bin jetzt ein bisschen heck. So, ich gehe jetzt zur Tankstelle. Okay, was tut ihr? Ihr habt gesagt, du ich auch? Mit, ja, ja. Ich gehe auch mit. Du auch? Letzter Blick nochmal, aber. Okay, nee, findest du nicht. Also, ihr habt, wirklich, das Lager selber hat nichts zu bieten und das Zelt habt ihr leergeräumt. Und du? Dr. Morfmann? Sie? Entschuldigung. Die Frage außerhalb jetzt der Story: Kann ich das Zelt abbauen? Oder ist das jetzt eine Sache, wo du sagst, es dauert zu lange? Nee, das Mädchen ist ja noch da. Na gut, aber. Na, es würde schon, ist halt sehr groß. Ne? Alleine tragen ist hart. So, es ist halt ein großes Rundzelt. Ne? Also, nee, ist okay. Also ja, das würde gehen. Ihr könnt das Zelt abbauen. Aber dann hat das Kind das Kind hat dann kein Zelt das mehr. Ne? Das ist kein Zelt mehr, nein. Das ist ein Zelt. Nein, das ist kein. Nein, nein, nein. Der alte Schmorf würde das machen. Okay. Aber dann ich doch nicht. Macht euch also auf den Weg zur Tankstelle. Ihr kommt an der Tankstelle an. Und jetzt einmal bitte, liebe Regie, was ist das Ergebnis der Umfrage? Jetzt für mich sehr spannend. Ein Bär. Es ist der Bär. Gut. Ja, ihr kommt also nach einer Weile Fußmarsch an ein verfallenes Gebäude. Es ist so eine Art Tankstelle, seht ihr sofort, ein Hauptgebäude, so ein kleines Verkaufshäuschen. Sieht man, dass da irgendwie mal was verkauft wurde, sind Reklametafeln und so weiter. Alle Fenster sind aber mit Brettern verrammelt, die Tür steht aber offen. Es ist enorm verdreckt, mit Efeu überwuchert, hier und da liegt irgendwelcher Unrat. Neben dem Hauptgebäude gibt es zwei Reihen Zapfsäulen und eine kleine Garage. Direkt vor der steht ein roter Transporter geparkt. Ich gehe in das Häuschen erstmal rein, in dieses Verkaufshäuschen. I know you can't see me, but I'm standing right beside you. Okay, das war, glaube ich, jetzt Zufall. Das gehört nicht zum Abenteuer. Das war einfach nur unglaublich gruselig. Als sie näher kommen. Gehört es? Nein, das gehört nicht zum Abenteuer. Wollt ihr mich gerade verarschen? Wenn es nicht zum Abenteuer gehört, ist es noch scarier. Ja, das gehört nicht zum Abenteuer. Ich schwör's, dieses Soundfile gehört da nicht hin. Ja, aber wie kommt das da hin? Aber ich bin schon mal froh, dass ihr es alle gehört habt. Ja, ja. Oh, das wäre so geil, wenn ich so getan hätte, als ob ich es nicht höre. Scheiße. Nee, es gehört da nicht hin. Es war ein guter kleiner Fehler. So, als ihr näher kommt, bemerkt ihr schon den Verwesungsgeruch in der Luft liegen. Oh, Verwesungsgeruch. Sehr penetranter Verwesungsgeruch. Geruch liegt in der Luft. Dr. Morfmann. Ich wusste, dass Sie damit einen Witz machen werden. Welcher Witz? Ja. Als das ihr ist doch eindeutig die Leiche, die da vorne vor sich hin vergammelt. Allerdings, da liegen nämlich überall vergammelte, angefressene Leichen, Fleischbrocken, Kadaver. Ja. Von Kaninchen über Rehe, Kühe bis zu Menschen. Alles, was irgendwann mal gelebt hat, liegt hier tot rum. Und sonst noch was, außer Leichen? Sonst seht ihr erstmal nichts. Unrat und Unmengen Leichen. Also wirklich Leichenteile. Das sieht zerfetzt aus. Bah. Und alles innen drin schon? Also hattest du außen. Außen noch, okay. Ach so, außen. Ich dachte, ihr seid noch draußen. Als du näher kommst, entdeckst du erst, dass es nicht einfach Unrat ist, sondern dass da Leichen sind. Ich kriege hier ganz schlechte Vibes. Also ich glaube, das ist die Höhle oder so von irgendeinem Bären, irgendein großes Tier, irgendwas Gefährliches. Vielleicht also ich habe ja nicht da weiter in die Richtung gehen. Ich habe eine Sturmmaske auf jeden Fall. Mhm. Die klassische Stanley Bolt Sturmmaske, die ich mir über den Kopf ziehe. Also mit Löchern. Es ist dunkel, jetzt schlafst du. Nein, ich habe halt keine. Jetzt hier als Requisite. Wir verstehen, ja. Aber stellt euch vor, dass ich dadurch doch gucken kann. Okay. Aber, und ich ziehe die rüber, damit sich der Gestank mir nicht in die Nase reibt und gehe weiter Richtung diesem Häuschen da. Okay. Herr Bolz, sind Sie sicher, dass Sie da. In dem Moment, als du näher gehst, hörst du drinnen in der Tanke sich was bewegen und ein tiefes Grollen bzw. Knurren. Es ist nur ein Hamster. Okay, also ich ziehe auf jeden Fall meine Waffe. Mhm. Ihr auch. Würfel mal eine Probe auf Immunsystem übrigens, bitte. Ich habe kein Immunsystem. Wir spielen ja realistisch. Hast du das gar nicht? Okay, dann sind alle Würfel für den Rest des Tages um 1 erschwert, die du hast. Warte, Immunsystem.
Aber ganz ehrlich, wo gab es denn Immunsystem? Ein Wert. Ist ganz normal bei körperliche Talente. Ach, Immunsystem. Warte, doch. Habe ich aber hier, ne? Eine 5. Ja, dann ja. Würfel mal auf Immunsystem. Irgendwie nicht übernommen. Achso, ja, dann, nee, dann nicht. Wenn du es nicht hast, dann einfach alle Werte sind um 1 erschwert. Aber ich müsste es eigentlich haben. Für den Rest des Tages. Also alle Würfel minus 1. Habe ich ja Glück gehabt. Der sieht glatt noch einen Keks. Okay, geil. Alles minus 1. Trotz Sturmmaske. Ja. Ah, stimmt, guter Punkt. Nee, dann nicht. Hast recht. Das ist gut. Ja. Hätte ich dran gedacht. Ja. Geschickt. Okay. Krasse Sturmmaske. Aber ich höre das und hören die das auch oder muss ich denen das mitteilen? Das Argument darf man auch machen. Was? Ja? Nee, was hören die? Das Grollen doch, ihr hört das alle, natürlich. Das ist ein großes Tier. Das ist völlig außer Frage. Das ist irgendwas Großes und das ist was Lebendiges. Was sich jetzt da drin bewegt. Leute, habt ihr das gehört? Ja. Das war mein Magen. Nein, ich meine. Achso, den Bären meinst du? Den Bären. Ja, den habe ich schon lange gehört. Der ist ein bisschen wütend. Er hat schlechten Winterschlaf gehabt. Woher willst du wissen, dass es ein Bär ist? Das höre ich doch. Riecht man. Jawohl, der kann doch mit Tieren reden. Aber nächstes Mal können die uns ruhig ein bisschen. Soll ich ihm Bescheid sagen, dass wir da sind? Nein! Hat die auf die Mailbox gesprochen oder was soll das heißen? Der Herr Kröder kann mit Tieren sprechen. Da gucken Sie sich die beiden doch mal an. Wenn sie das nicht könnten, dann könnten sie gar nichts. Du siehst jetzt, dass irgendwas aus dieser Tankstelle rauskommt. Das kommt jetzt ein Lebewesen aus dieser Tankstelle. Was siehst du? Du stehst mitten auf dem Platz. Okay, es ist ein Bär. Okay, wenn du es schon sehen kannst. Ja, es ist ein Eisbär und der sieht dich sofort. Ein Eisbär? Ja, er sieht infiziert aus. Oh. Es ist ein infizierter Eisbär. Es könnte auch ein Albino-Braunbär sein. Also, er hat eine Kette um. Er ist Rapper. Ja. Ja, er hat eine Kette um. Herr Röder, wir bleiben jetzt mal am besten alle stehen. Das ist alles, was ich weiß über Bären. Und was noch? Eisbären können nicht klettern. Es gibt keine Bäume in der Arktis. Aber wissen Sie, wer noch nicht klettern kann? Sie? Alle. Ich kann klettern. Was ist denn mit unserem Industriekletterer? Okay, jetzt müssen Sie hochklettern. Der Bär sieht dich und greift dich jetzt. Ja, ihr habt nicht eine Entscheidung getroffen. Wie, welche Entscheidung? Ja, ihr habt nichts getan. Ihr habt einfach rumdiskutiert. Ich springe. Und ich renne. Lenk ihn ab und laufe aber zu sozusagen in Richtung Baum tatsächlich, weil ich kann ganz gut. Ich schlafe auf Bäumen, Mann. Und okay. Springen. Du hast die Aufmerksamkeit des Tieres, aber er rennt auch los. Er rennt ja, ich renne vor ihm weg in Richtung Baum. Fuck! Okay, was willst du tun, wenn Herr du am Baum Bergmann, was ist hier Plan? Ja, dann würfel auf Kletter. Shit! Nein, ich wollte nicht mehr klettern. Jetzt ist es zu spät. Er stellt sich seinem alten Leben sehr symbolhaft. Also der Bär kommt wirklich auf dich zu. Sie müssen klettern! Okay. Ist ein gewaltiges Tier. 1! Wow! 5! Okay, ja, du kletterst den Baum hoch. Der Bär, Salto hoch! Ja, okay, du kletterst den Baum hoch, der Bär kommt an den Baum an, dreht sich sofort um und rennt auf euch zu. Oh. ja, ich. Also er ist wütend, kratzt so ein bisschen an dem Baum, dreht sich aber um. Was tut ihr denn jetzt? Ich renne ins Auto rein. Beide. Ich renne ins Auto. Also zu dem roten Transporter. Ja, und geh da rein. Oh, ich renne Röder hinterher, weil das eine gute Idee ist. Was tust du? Du stehst am weitesten vorne, also du stehst am nächsten an der Tankstelle und dem Auto gerade. Am Auto? Ja, du bist näher an dem Auto als die beiden. Komm mit ins Auto. Das ist auch guck mal. Das ist schlau gegen den zu gehen. Du knockst den Bär da aus. Was sieht doch nicht. Das ist halt ein Eisbär, ne? Also ist jetzt nicht und der ist infiziert. Ja. Die Eisbären können aber nicht so viel. Nein, nein, die sind auch nahezu ausgestorben. Die sind weiß. Ja. Okay, dann renne ich auch. Also ihr seht aber die Augen bluten, Teil der Haut ist verletzt. Er ist schon verletzt. So. Aber Eisbären essen Navy Seals. Oh. Wow. Ja gut, ich renne auch ins Auto. Okay. Hab ich nie erwartet. Ist okay. Kein Problem. Schafft alle. Der Bär ist euch auf den Fersen. Du kommst als erstes am Auto an. Ja, drück die Taste, Mann! Ich bin doch zuerst. Wieso ist der denn jetzt vorne? Ja, ich mach auf. Er war näher an diesem Auto. Okay, ich renn. Drück die Taste hier zum Aufmachen. Okay, geht auf, ja. Okay, ich steig direkt vorne in den Fahrersitz. Ja, ich bin steig auf dem Beifahrersitz. Und ich gehe hinten so auf die Bank. Und knall die Tür zu. Ich loote sofort das. Ja, es ist halt so ein Transporter, genau. Und hinten so eine Schiebetür und hat hinten nochmal eine Ladefläche und so. Ja, okay, ihr kommt in den Wagen rein und der Bär knallt voll gegen die Außenseite von dem Fahrzeug. Also rennt halt dagegen und die Scheibe bricht sofort auf der Fahrerseite. Gib mir schnell die Schlüssel! Beifahrerseite, der Wagen Schlüssel! Rum zum Okay, ich stecke in die Zündung und starte den Motor. Ja, okay, ja, geht an. Der Wagen geht an. Okay, dann fahr ich los. Okay, hast du wirklich einen Führerschein, ja, ne? Ja.
zertifiziert. Okay. Ja, von wir beide waren die Einzigen, die das dran hatten. Leute, sorry, ich sehe gerade in den Fahrzeugpapieren, ich habe im Handschuhfach geguckt, das ist ein Diesel. Wir erfüllen nicht die Abgasnorm für diese Region. Wir müssen, glaube ich, alle raus. Sorry, dann erschießen wir den Berg. Aber da vorne auf der Straße zählt es doch wieder. Du bist im Baum. Ja, aber wie sollen wir da hinschieben? Ihr fahrt los, der Bär verfolgt euch und plötzlich wird er zurückgezogen. Die Kette scheint an der Zapfsäule festgemacht zu sein. Also er ist ein ganzes Stück, er kann schon euch ein gutes Stück folgen. Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ihr fahrt los, du hast gesagt, du fährst los. Ja. So, und während du wegfährst, verfolgt der Bär dich erst, aber irgendwann knallt er halt so, wird von der Kette, springt so in die Kette quasi. Ach, der hat eine Kette? Ja, der hat eine Kette um seinen Hals. Der ist befestigt an den Tanken, aber der hat ein ganzes Stück weggeschafft. Also der kann auf dem ganzen Gelände rumlaufen. Ja, okay, findest nichts. Okay, aber wir sind jetzt außer Reichweite des Bären. Also im Handschuhfach ist gar nicht. Sehe ich das richtig? Wir sind außer Reichweite des Bären. Sekunde, einmal ganz kurz, bitte. Ich muss einmal nachgucken. Ah doch, du findest, im Handschuhfach findest du eine Ampulle, in der ist Blut. Ganz bisschen, aber nur noch drin. Es war irgendwie offen, teilweise geronnen. Also, eine Ampulle, mit der jemand irgendwie Blut entnommen hat. Jetzt hören Sie doch mal auf den Quatsch. Wir haben doch hier andere Probleme. Ah. Ja, du findest außerdem eine Karte. Von nichts? Kann ich ja, ich hab mich versehen, wo die Sachen liegen. Diese Karte. Oh. Und auf der Ampulle ist das Logo eines Bunkers, scheinbar. Das ist also das Logo, was hier auf diesem Bunker ist, ist auch auf dieser Ampulle. Das Kreuz. Nehmen wir das ein bisschen? Ja. Wir haben vielleicht nach oben vielleicht, noch so ein bisschen so. Okay, wo sind wir bitte? Wir sind, Ich hab sie hier auch noch mal ein zweites Mal. Die liegt auch in der Packung bei. Falls jemand anders noch mal gucken will, dann müssen nicht alle in die Mitte gucken. Also, wir sind, was hattest du gesagt? Da? Halt mal die kann man besser sehen, ja. Kannst du mir noch mal bitte sagen, wo wir sind? Oder? Ich hab nicht gesagt, wo ihr seid. Ach so. Also, na, hier war das Zelt. Nee, das ist der Bunker. Und hier... Das ist der Bunker, ne? Ich glaube, das Zelt ist nicht auf der Karte eingetragen. Nee, da ist die, die Tankstelle. Ja, das macht das sieht aus wie die Tankstelle, ja. Ja, und auf der Ampulle ist das Logo des Bunkers. Ja, was macht ihr? Fahrt ihr die ganze Zeit weiter eigentlich? Nein, ich habe ja gefragt. Okay, ja, sorry, wir stoppen das Auto, sobald wir außer Reichweite sind, dass der Bär uns erreicht. Der Bär dreht um und rennt zu dem Baum zurück, wo du drauf bist. Also den Baum, von, auf kann dem er ist, den kann er erreichen. Der kann ein ganzes Stück. Also der kann jetzt nicht weg, aber der kann schon auf dem gesamten Tankstellengelände und auch darüber hinaus kann er rumrennen. Scheiße. Wir müssen jetzt dem Herr Bergmann jetzt helfen. Der ist doch da auf dem Baum völlig ja. So eine. Dann töten wir den Bären aus sicherer Entfernung. Kann man den Bären, der ist offensichtlich ein Wachbär. Mhm. Können wir nicht einen Weg finden mit diesem Wachbär irgendwie? Haben wir Essen dabei für ihn zum Beispiel? Irgendwas, was ihn... Ja. Ja. Er kann ein paar Bleikugeln von mir essen. Röder, hol den Bogen raus. Wir greifen jetzt den Bären an. Okay. Mhm. Dann machen wir das. Nach einer kurzen Pause sind gleich wieder da, um zu sehen, wie der Kampf mit diesem Bären vielleicht verläuft oder nicht verläuft. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück bei Tiers 2, beziehungsweise Tiers Staffel 2, der erste Teil. Ihr habt euch gerade überlegt, dass ihr an der Tankstelle, an der ihr den roten Van gefunden habt, den ihr die ganze Zeit gesucht habt, mit dem eure Sachen wahrscheinlich auch gestohlen wurden, dass ihr den habt ihr bekommen und jetzt habt ihr euch überlegt, dass ihr einen Bären, der den scheinbar bewachte, ja, dem habt ihr den Kampf angesagt. Was wollt ihr tun? Du sitzt auf dem Baum immer noch, richtig? Also noch, muss man ja sagen, sitzen wir in Entfernung zum Bären. Ja. Ihr habt noch nicht gesagt, wir gehen dahin oder so. Ja. Darf ich mal, also bei ganz kurz, weil Budi hat auch schon länger nichts gemacht. Was denn? Ich habe ein vollgepisstes Hanfseil und einen vollgepissten Rucksack. Die riechen beide nach Röder. Mhm. Ich nehme das Seil, binde es blitzschnell an den Rucksack und halte es erstmal runter, dass er dran schnüffeln kann, der Bär. Mhm. Okay? Dann schwinge ich das Ding und werfe es weit weg. Ja, aber er kann ja nicht. Ich hätte gedacht, dass das mal funktioniert. Siehst du? Und wenn der Bär. Was macht der Bär jetzt? Studiert Mathe. Ja. Also wirfst du den Rucksack. Also erstmal, ich lock ihn damit, also den Pissen sozusagen. Ja, er schlägt danach, er ist schon ziemlich. Ja, er ist sauer und dann schleudere ich das und werfe es wirklich, also wirklich weg und zwar in Richtung Tankstelle. Mhm. Weit. Ja, er rennt da hinterher. Und dann schreie ich zu euch, weil ich sehe euch ja im Auto. Hol mich! Ah! Okay, ich gebe Vollgas, drehe das Auto und fahre zu dem Baum, wo, wo Röder auf dem, auf dem Dings. Bergmann, Entschuldigen Sie bitte. Bergmann ist und schreie aus dem Fenster: Wenn ich da bin, spring aufs Dach!
Das hat doch so einen Pickup-Truck, hast du ja, gesagt. Ja, ja. Nee, das ist kein Pickup-Truck, aber es hat ein Dach. Das, okay. Ja, so ein längeres Auto. Das ist mein Ziel. Ja. Vom okay. Raum aufs Dach. Ey, so ein wertvoller Van. Kein Problem. Also, während ihr ranfahrt, seht ihr, der Bär dreht sich auf einmal zu euch um, aber ihr habt einen Vorsprung. Ihr kommt an den Baum an. Die sind unter dir. Okay, wir sind unter dir. Ich springe. Würfel auf Springen. Ja. Oh, was ist? Oh nein. Nein. 5, okay. Oh, Gott, aber Körperkraft. Er verliert sein zweites Bein. Ja, ich hab. Also ich habe 5 zum Ausgleichen und er ist um 4 erleichtert. 4 ja, erleichtert. Okay. Ja, also muss im Grunde nur fallen. Ja, eigentlich musst du nur fallen. 10 geschafft. So geschafft. 8 geschafft. Ey, ihr würfelt so gut heute. Wie? Ja! So geschafft, ohne was auszugleichen. Naja, das gelingt dir. Du fällst, 3 Punkte Landung. Fällst halbwegs, springst. Ja, okay, 3 Punkte Landung. Naja, hättest du vorher ansagen müssen. Das wäre schwer gewesen. Ja. Ist normale Landung. Du kannst sagen, ich will cool aussehen, aber dann sagst du. Ist okay. Ich lande erstmal. Du fällst, landest auf dem Dach, kannst dich festhalten. Du hörst ein Poltern auf dem Dach. Das hört sich ganz schön uncool an. Ja. Richtige Einschätzung. Er kommt zum Liegen. Was tut ihr? Der Bär kommt auf euch zugestellt. Okay, ich leg sofort den Rückwärts. Du guckst an den Seitenspiegel und siehst den Bären angerannt. Genau, ich leg sofort den Rückwärtsgang ein und fahr einfach rückwärts aus der Zone raus. Wasch, hey, stopp. Darf ich, bevor wir abhauen, darf ich eine Sache probieren? Nur mal probieren. Ja, sag bitte, was du tun willst, weil nicht mit den Leuten diskutieren. Er hat gesagt, kann was er tut, du musst sagen, was du kann tust. Kann ich den Eisbären zähmen? Nee, weil der infiziert. Ja, nee. Würde ich jetzt nicht mal zu, weil der ist infiziert. Okay. Wenn er nicht infiziert, werde ich dich in erschwerten Wurf machen lassen. Egal wäre das gewesen, wenn wir einen Eisbären hätten. Aber als infizierten Eisbären infiziert ist zu krass. Ja, der hat keinen logischen Verstand mehr. Du kannst dich ja nicht, kannst an nichts aber appellieren. Das kannst du ja auch dann immer noch theoretisch probieren, wenn wir aus der Gefahrenzone vom Nee, ich wollte ja nicht, dass du jetzt sagst, du fährst da in die Walachei. Nee, ich fahr einfach rückwärts vom Baum weg, sodass er läuft auf uns zu. Ja. Du triffst ihn so leicht am Kopf, aber ist nicht weiter schlimm. Er wird so ein bisschen zurückgeworfen, ist super wütend, schreit halt wirklich so aus ganz voller Kehle, aber ihr schafft's. Du fährst rückwärts weg, machst eine Wendung und kannst, wenn du willst, vorwärts Gas geben. Nein, ich fahr genau bis zu der Stelle, wo er bis zur Kette reiht. Okay, ja. Und steig aus. Okay. Bam. Ja, ich auch. Und ich stelle mich genau dahin, wo er nicht, also so, dass auch seine Tatzen oder so, ich kann das abschätzen natürlich, dass es nicht ausreicht. Okay, der dreht völlig durch. Und ich stelle mich hinter ihn. Und sage auch, haha. Schon eine Nagelfeile raus. Hast keinen Nagelfeile, aber kannst du tun, als ob. Ich tue so, ich mache das noch besser, eine Luftnagelfeile. Pinkel ihn noch an. Hatte ich vor. Oh, Leute. Nein, ja, hatte ich nicht vor. Nicht alles anpinkeln. Nein. Dann so. Ich glaube, wir haben ihn genug gedemütigt. Ja, er dreht völlig, ja, schreit, er hört überhaupt nicht auf. Aber ja, er kann mich nicht erreichen. Und dann steige ich wieder ein. Ich wollte nur. Okay, ja, steig wieder ein. Gut. Dr. Morfmann? Ich habe alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ich habe. Ich kann noch vorschlagen, wir könnten ja mit diesem Wagen jetzt abhauen oder einfach über diesen Bären drüber. Aber da würden wir vielleicht unser Fahrzeug. Bitte, was? Ja, unser neues nicht. Fahrzeug beschädigen. Das wollen wir nicht, oder? Bitte? Sorry wegen dem Anpinkeln. Ja, aber der sitzt direkt vor dir, ne? Kannst du dem nicht irgendwie so 2-3 Pfeile im Kopf nödeln und dann rausholen und dann könnten wir das looten hier. Ich habe das natürlich bedacht. Das Problem ist, wenn ich jetzt 5-mal auf ihn schieße und er ist nicht tot, sind meine Pfeile weg. Das ist gar nicht so. Argument, ja. Das wäre natürlich ein Risiko, was ich bereit wäre einzugehen. Aber sagen wir mal so, wenn ich das jetzt täte und er ist nicht tot nach 5 Pfeilen, dann fahren wir. Dann müssen wir ihn anderweitig töten. Dann müsst ihr in den Nachkampf. Nein, wir töten jetzt niemanden. Wir fahren jetzt in die Stadt. Wir müssen Pavian Döhler befreien und uns sicher mit zum nutzlosen Bunker. Eisbären rumkloppen. Da hat er recht, der Typ. Hier neben mir. Ihr Lootgeilen Säule. Säule. Lootgeilen Säulen. Kann man ihn noch essen? Der ist doch vergiftet hier. Guck dir den doch mal an. Ja, der ist nicht hier. Du hast nichts gelernt bei dir auf der Tanne. Der sieht wirklich überhaupt nicht lecker aus. Aber Leute, wisst ihr was? Ein Eisbär. Ich kenne das, weil ich Eisbären studiert habe. Die ketten sich in aller Regel nicht selbst an. Das heißt, jemand hat diesen Eisbär hier angekettet. Jemandem gehört dieser Eisbär. Mhm. Wer hält sich denn einen infizierten Eisbär? Ja, er kann ihn gerne behalten. Ziemlich cool, der Typ. Oder worauf wollen Sie hinaus? Sie sind doch nur neidisch, dass Sie keinen Eisbär haben. Ich könnte mir jetzt einen Eisbären holen. Sie hätten ihn gerne, ne? Sie wollen den Eisbär haben. Wollen wir nicht alle einen Eisbären haben? Ja, holen Sie, aber müssen Sie sich einen eigenen Eisbär holen. Und ich will nicht den Bären. Ist zulässig laut Paragraph? Natürlich nicht. Die Haltung von Eisbären quasi in unseren Klimazonen ist komplett illegal. Während ihr diskutiert, fällt euch auf, dass ein recht strenger Geruch im Fahrzeug. Ich bin's nicht, nur damit Sie gleich aufhören können. Der kommt dir bekannt vor. Also das ist ein Geruch, der dich schon mal gestört hat. Ich hab gesagt, ich bin's. Sag mal, Bergmann. Sind Sie irgendwie inkontinent geworden oder was? Nee, es ist nicht der Geruch. Es ist das, was du heute Morgen, also was beim letzten Gespräch am Lagerfeuer gerochen hat, was dir stinkend aufgefallen ist. Es stinkt erinnert dich an Pavian Döhler. Ja. Riecht ihr das nicht? Das ist doch der. Jetzt überlegt mal, wenn ihr euch einen Duft bekannt vorkommt, dann doch der hier. Haben wir schon mal im Kofferraum geguckt? Das ist doch. Nee, habt ihr nicht. Das ist höchste Zeit, in den Kofferraum zu gucken. Wollen wir das?
Erstmal abstimmen. Wer ist dafür? Okay, ist es eine Dreiviertelmehrheit? Ist das politisch? Ich ergebe mich. Aber okay. Man sollte eigentlich nicht reingucken. In dem Moment ist man haftbar. Gut. Sieht das richtig, dass ungefähr wirklich 10 cm neben uns einfach so ein Bär. Ja, also dicht habt ihr nicht gesagt. Ihr habt gesagt, schon in einem soliden Abstand, aber ja. Ach so. Ja. Ah ja, danke schön. Okay, du gehst nach hinten, machst Kofferraum auf und da ist Affencode. Nur Code? Der Kofferraum ist komplett vollgekackt. Sorry, der Pavian ist nicht hier, aber ich hab da was für dich. Also du würdest sagen, das ist schon normale Portionen. So oh, das ist klar. Für Döler. Oh, ihm geht's, für Pavian Döler-Verhältnisse ist das völlig in Ordnung. Der produziert seine Haufen am Tag so, aber das ist schon eine Menge Code. Aber mehr ist da nicht. Das ist ja eine Menge Code. Erstmal, also du kannst ja genauer suchen. Wurde okay. Sehr gut gefüttert. Kriegst ein bisschen Code an deine Hand und findest das. Was haben die denn da bekommen? Das oh Leute, die habe ich mir schon immer gewünscht. Eine Arbeitshose. Das ist eine Rüstung Code hast in unserem Fall. War die jetzt in dem, nur damit ich das wenn du die trägst, hast du quasi plus 1 Schadensresistenz an den Beinen. So geil, ich zieh die sofort an. Okay, ja, okay. Dann hast du jetzt eine Arbeitshose. Herr Röder, ziehen Sie jetzt die Hose an, die Sie im Affencode gefunden haben. Ja, natürlich. Okay, alle einsteigen. Ich muss protestieren, bevor wir jetzt hier nach Neuanfang reinfahren. Kann doch nicht, der eine pinkelt jeden an, der andere ist da eine Hose voller Affencode. Eine Hose voller Affencode an. Da ist schon Code dran, ja. Was sollen denn die Leute denken? Kann man gut mit Gurken. Wir müssen. Was wollen Sie mir eigentlich erzählen? Sie sind der erste Politiker, dessen Krawatte in Hüfthöhe hängt. Das trägt man heute so. Jetzt lassen Sie doch nicht über mich reden. Wir waren doch gerade bei Ihnen. Herr Morfmann. Wir haben über Sie geredet. Okay, was tut ihr jetzt? Ich hub zweimal so. So. Der Neuanfang Express fährt jetzt los. Alle einsteigen. Ich steig wieder normal rein. Ins okay. Auto. Ja. Okay, ja. Dankeschön okay. Übrigens. Ich schreibe was. Schreibe. Aber du bist im Auto. Ich schreibe. Ich habe mal Gedanken verloren. Gut. Sind alle im Auto, richtig? Ja. Ich lasse die Reifen ein bisschen durchdrehen. Okay, geil. Ja. Man, kannst du einen Donut? Ja. Okay. Mach ich auch noch. Okay, mach's. Ja, mach's. Ich winke der, weil dem Bären noch. Und dann fahren wir los. Ja. Okay. Ja, ihr fahrt los. Wir sind ganz cool. Ja, es war schon ziemlich cool, ey. Machen wir Musik an? War schon eine ganz coole Aktion. Ich weiß so, wir haben ja. Ist da Musik möglich? Ja, ist ein Radio da. Es gibt doch keine Radiostation drin mehr, oder? Okay, also Radio ist da. Achso, ja. Ist ein Radio, ja. Das ja dann suche ich mal so drin. Die Sender so durch. Gar nichts. Gar nicht. Hier ist eine CD. Das ist Rauschen. Aber schon seit Monaten. CD? Ja. Nee, Kassetten sind da. Das ist eine Kassette von Britney Spears. Oh. Ah, ist ein Remix. Nein, ist original. Nee, ist ein Remix. Hier, hau mal. Bootleg. Alles klar, ja. Ich mach. Und so verfliegt die Zeit. Ja. Something wasn't right, yeah. A pretty bird shouldn't have let you go. Ja, ihr seid also auf dem Weg zum Bunker. Ihr wolltet zum Bunker, richtig? Was? Ja, laut Karte. Ihr habt das Symbol vom Bunker auf dem Sampulo, das immer wieder Neuanfang gesagt, aber das ist. Ich war ein bisschen irritiert. Hier. Ihr kommt sowieso am Bunker vorbei. Ja, dann also. Aber wir wollten noch zu Neuanfang. Ja, könnt ihr, aber ihr kommt am Bunker vorbei. Okay, ja. Genau, ihr kommt nach einer Weile an diesem, wie gesagt, am Bunker vorbei. Ja. Vor dem Bunker ist das riesige Tor, ihr erinnert euch sofort. Ihr wart schon mal hier, das ist wo quasi das letzte Mal, wo ihr dachtet, hey, wir machen die Welt besser und. Irgendwie habt ihr das, aber so richtig geklappt, hat's dann am Ende doch nicht. Ja, euch läuft so ein bisschen, die Mischung aus einem wohligen Schauer mit einem faden Beigeschmack dem Rücken herunter. Dann seht ihr aber sofort, dass ein schwarzer Mercedes-Kombi vor der Tür steht, also vor diesem riesigen Tor. Steht ziemlich zackig abgestellt, der ist jetzt auch nicht so, sieht nicht so aus, als ob das Teil nicht läuft. Eine Tür steht offen, ja. Hat die Chuck Lean nicht gesagt, die wollten die Autos tauschen? Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass sie hier sind, in dem Bunker? Ja, ich meine, steht ein Auto vor. Das ist auf jeden Fall ein besseres Auto, als das wir haben. So oder so, würde ich sagen, umsteigen. Ja. Ist schon in einem guten Zustand, auf jeden Fall. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Und euer Auto macht schon ein paar unangenehme Huster. Ja. Der Donut hat nicht gerade geholfen. Aber der ist schon noch okay. Das Auto ist schon noch okay. Also das Auto, was wir denen da geben, ist schon noch okay. Ja, dann guck ich mal rein, ob ein Schlüssel da ist überhaupt. Du guckst, ihr habt das nicht mal angehalten bisher. Also, ja, ich fahr zu dem abgestellten Mercedes so hoch ran. Also nah an dem Bunker. Ja. Okay. Ja, ihr haltet, richtig? Ja. Okay. Ja. Könnt aussteigen, wenn ihr wollt. Mhm. Hallo? Hallo? Psst! Was denn? Ja, vielleicht gehen Sie einmal nicht hier auf Wahlkampftour. Vielleicht sollten wir uns einmal ein bisschen ruhig verhalten. Ja, aber das ist doch nun mal nicht unser Auto. Aber vielleicht wollen die Leute ja einen Tausch eingehen.
Oder vielleicht sind sie tot und dann kriegen wir das Auto so. Basta, wir können ja folgenden Tausch machen. Wir lassen sie leben, dafür kriegen wir das Auto. Also bis vor 10 Minuten war es ihnen noch egal, dass wir ein Auto klauen. In dem Wagen, also ihr seht niemand, in dem Wagen sitzt niemand, nur mal so, ne? Weil da hat noch niemand so, weil ihr meintet, die Leute. Ja, aber deswegen rufe ich doch. Okay. Ja, Antwort. Wir können doch nicht, wenn jetzt hier jemand vor einem Bären zum Beispiel flüchtet und hat das Auto da abgestellt und dann ist das Auto nicht mehr da. Okay. So, gucken wir aber doof. Noch sitzt ihr alle im Auto, richtig? Ich steig aus und während ich zum Auto renne, nehme ich mir noch so eine Hand Erde und schmier mir meine Arme wieder damit ein. Ich sag mal, okay, also du schmierst dich mit Dreck ein, während du zum Auto gehst, richtig? Okay. Was glauben Sie, wenn das Auto gefahren ist? Der Predator? Vielleicht. Vielleicht ist es ja ein VW Predator. Der Bergmann. Klingt nach Opel irgendwie. Opel Predator. Weiß ich nicht, Opel Predator klingt irgendwie so, als könnte es den geben. Predator wäre. Gute Opel Predator. So, ja, und die Tür steht ja auf, hast du gesagt, ne? Ja, die Tür steht auf. Völlig achtlos abgestellt, der Wagen. Ja, ich gehe da hin und gehe schon in Richtung Fahrerkabine. Ja. Guck da rein. Und Bergmann, können Sie was sehen? Ja, die Rückbank ist voller Blut. Ziemlich frisches Blut. Wow. Rückbank ist voller Blut. Was? Die Rückbank ist voller Blut. Und ein paar graue Haare. Und ich spüre das so. Und ja, ist Hand. Feucht. Feuchtes Blut. Das ist noch feucht, frisch. Was, für das, was sind das für Haare, Bergmann? Graue Haare. Sind das Pavianhaare oder Menschenhaare? Hast du irgendeinen Skill, der dir helfen kann, das einzuschätzen? Ja, also ich bin halt Überlebenstechnik. Ich kann riechen, also keine Ahnung. Also, ich kann riechen, dann weiß ich automatisch, ob es ein Pavian oder ein Mensch ist. Ja, das Medizin, ist halt, du willst halt Botanik habe ich. Wissen. Ich meine, deine ja erste Einschätzung ist, ja, die könnten von Pavian Döler sein. Das ist die Farbe, das kommt hin. Ja. Aber wenn du es jetzt genau wissen willst, dann würde ich dich würfeln lassen. Ja, ich frage mich selber an den Sachen, die wir haben, was da jetzt am nächsten dran kommt. Ja, ich habe dir nicht mal aufgeschrieben, dass man da würfelt. Weil du kennst diesen Affen. Das sieht aus wie die Haare von Pavian Döler. Ja, das sieht aus wie Pavians Haare. Aber hier ist Blut. Frisches Blut. Wenn die Schweine Pavian was angetötet, angetan. Ange. Dann werden sie es bereuen. Wenn sie ein paar mehr was angetan haben, dann werden sie es doch bereuen! Absolut! Ich gucke, ob der Schlüssel hängt. Autoschlüssel. Nee. Okay. Was meint ihr? Sollen wir reingehen und gucken, was mit Fabian ist? Ja, vielleicht sollten wir vorher eine Vorkehrung treffen, dass das Auto sich nicht vom Fleck bewegt. Ich mach die Motorhaube auf und ziehe das Zündkabel raus. Okay. Hast du Würfel auf mechanisches Wissen? Ich mag ihre strategische und taktische Vorgehensweise und ihre Hinterfotzigkeit. Die gefällt mir ganz besonders. Die kann ich sehr gut gebrauchen. Ich mag das. Eins. Dieser Mann denkt voraus. Nee. Doch, würfel mal drauf. Doch, erlaub einen Wurf auf jeden Fall. Kleines Zündkäbelchen. Der lässt sich auch einfach nichts sagen. 15, was ist der erste Wurf? 11. Okay. Nee, hast du schon nicht geschafft. Aber ich krieg das hier gerade nicht hin. Kann das mal einer von euch machen? Okay, ja. Würde ich jetzt erlauben. Ja, ich habe technisches Wissen 2. Würde ich auch gelten lassen. Mechanik und Basteln 10. Okay, dann das ist er doch hier, der Bürgermeister / Kfz-Mechaniker. Nicht mal so dumm. Jetzt nicht, aber ja. Bevor ich mich, das ist eine Aufgabe, wo es Sinn macht, dass man einfach umhilft. Ja, wissen Sie, meine Herren, bevor ich mich mit der Gesellschaftsökonomie befasst habe, war ich auch eine Zeit lang Mechaniker. Ein kleines Hobby von mir. Neben dem Helikopter-Pilotenschein. Ich mache das mal schnell. Und ich überzeugt jetzt. Ja, absolut. Sie sind der Mann, der den Pissel mitgebaut hat. Nicht überzeugt. Weil, immer diese Ecke, ne? Das ist halt eins. Ey, wie gut ihr heute würfelt, ich versteh's nicht. Macht die Ecke, okay. Ich würfel mal so unglaublich viele Proben schon geschafft. Das hat doch gut geklappt. 5. Geschafft. Dann kannst du wahrscheinlich eh ausgleichen. Und die 7. Ja, kannst ohne Probleme. Du ziehst das Zündkabel raus, sicherheitshalber noch irgendwie 2, 3 weitere Kabel, die essentiell für den Betrieb dieses Fahrzeugs sind. Kein Problem. Raus oder rein? Raus, du ziehst die raus. Aber so, das willst du kaputt machen. Nein, ich hab, genau. Ja, du ziehst die Stecker ab, kein Problem. Ja. Man muss sie nicht wegnehmen. Das sah so aus, als ich kann sie doch nicht hier liegen lassen, dann wird die doch der nächste kompetente Mensch einfach nur wieder an. Okay, dann nimm mal die Dummy-Karte, das schreibst du einfach mal auf. Beim Rausgehen gucke ich noch ins Handschuhfach schnell. Ja. Nice, danke. Was hast du bekommen? Wasser. Durst macht aus Wasser Wein. Okay. Also wir haben jetzt das Auto durchgecheckt. Genau, ich habe das Auto jetzt gecheckt. Und lahmgelegt und dann nähere ich mich jetzt der Bunkertür da. Okay. Ist die offen? Ist der Zugang da? Also gibt es irgendwie einen Zugang? Ja, da ist eine riesige Tür. Ihr wart ja auch schon mal hier. Und in dieser riesigen Tür ist so eine kleinere Tür quasi eingelassen. Ja, eine klassische Hangartür. Willst du versuchen reinzugehen? Also ich gehe da erstmal dahin. Genau, die Tür ist zu. Und ist da irgendwas zu sehen? Zum Beispiel Blutflecken? Willst du, wirf mal auf Spurensuche.
Habe ich nicht. Spuren lesen? Hast du nicht? Nein. Okay. Oh, Quatsch. Dann, nö, du, also siehst du jetzt nicht. Nee. Ich habe Kampfsport, Schusswaffe, Pistole, Schusswaffe, Gewehr, Waffe reparieren. Ja. Also da ich wurde Nahkampfwaffe spitz, Nahkampfwaffe stumpf und okay. Fallen stellen und kochen. Okay, in das große Tor wurde eine kleinere Tür halt so eingearbeitet. Du siehst, dass das nachträglich gemacht wurde und die ist mit einem, die ist verschlossen. Hängt ein Schloss dran, so ein Vorhängeschloss. Okay, also müssten wir es knacken. Naja, wir haben noch ein, haben wir, hast du dein Seil noch? Nein, das, nein. Da hat jemand drauf gepinkelt. Na, shit, wer könnte das gewesen sein? Naja, dann funktioniert mein Plan nicht. Aber wir könnten vielleicht, könnten wir irgendwie da deinen Stab benutzen als Hebel? Ja, oder dein, oder meine. Knarre, schieß doch auf. Was ist eine Knarre? Schieß doch das Schloss kaputt. Kann man das aufschießen? Ich glaube, das ist laut, geht ne? Nur in Filmen. Und es wäre natürlich sehr laut. Ja, dann kommen die ja vielleicht raus. Wollen wir das? Wir sind nur vier. Du zwei hast, von uns haben keine Waffen. Du hast vorhin ganz laut, hallo! Einer von uns hat zwei Waffen. Da hatte ich das Blut noch nicht gesehen. Ah, korrekt. Und ja, dieser Mann kann für zwei kämpfen. Für wahr, wir haben ihn alle kämpfen gesehen. Aber was mache ich währenddessen? Okay, was tut ihr? Ja, also, ich hole meine Knarre raus und schieße auf das. Das ist so ein Vorhängeschloss. Das ist gesagt. Ein Vorhängeschloss, ja. Ja, dann würde ich da. Nimm Abstand, da schieße ich drauf, um das aufzuschießen. Okay. Ja, kein Problem, das gelingt dir so. Ja, easy, ne? Also legst du auf. Feuerst einen Schuss ab, peng, ist ab. Das Schloss ist hinüber. Ja, mach die Tür auf. Ja. Klappt. Tür ist offen. Ja, sehr drin. Okay. Okay. Gehen wir rein. Also ist jetzt ja nicht schwer, ein aufgelegter Schuss auf dem unbewegten Gegner. Ist es eigentlich dunkel oder hell gerade? Es wird langsam, es dämmert, ja. Okay. Aber im Bunker? Also ihr geht rein? Ja. Ja. Im Bunker ist leicht, also ein bisschen Licht. Mhm. Aber vieles nicht. Die Gruppe findet das Innere des Bunkers nahezu unverändert vor. Aber es ist jemand hier gewesen. Es sind deutlich Fußabdrücke im Staub zu erkennen. Also muss man jetzt, ne? Und man sieht auch, da wurde irgendwas getragen, geschleppt. Da ist irgendjemand, irgendwas Lebloses wurde mitgezogen. Also was Unbewegtes. Jemand wurde irgendwie, ja. Wie kleinere, Käfig. Größere und erneut Schleifspuren, die auf eine zierliche Person oder ein Tier schließen lassen. Ja. Sie betreten den gewaltigen, düsteren Hangarraum. Alles scheint an der Stelle, aber alle Glühbirnen sind zerbrochen. Nur die Notleuchte über der kleinen Leiter, die sie beim letzten Mal verwendet haben, brennt noch. Was tut ihr? Ihr seid für eine Leiter, oder? Ihr seid in einem großen Raum. Es wird zu dunkel. Ihr seht am Anfang, seht ihr in dem Staub, dass da Spuren sind, aber der Rest des Raums ist zu dunkel, um jetzt den Spuren so zu folgen. Ihr seht, dass der Raum halt im Dunkeln liegt. Ihr wart halt schon mal hier. Das ist ein riesiger Raum und an einer Ecke führt halt so eine Leiter nach oben, so eine Art Feuerleiter. Mhm. Über der ist so eine kleine Notleuchte und die ist an. Also scheint noch einen Rest Elektrizität zu geben oder irgendwer hat das wieder hergestellt. Aber das ist der einzige Weg? Das ist das Einzige, was ihr seht. Gerade ja. Ach, was wir sehen. Es ist zu dunkel. Waren da nicht nur andere Türen in diesem Raum? Da waren sehr viele Trauernde, das weiß ich noch. Da haben wir ziemlich einen Kampf. Die nicht alle gekillt? Nee, wir mussten retten. Also wir haben einige gekillt und sind wir mal die Treppe hoch, glaube ich. Das glaube ich. Meine ich. Wisst ihr noch? Hier war alles voll. Wo sind sie jetzt alle hin? Nein! 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 Was? Der Mann hat PTSD! Echt? Gib mir was davon. STD kann ich Ihnen später geben. Aha. Nice one. Darum die Hose, neuerdings. Ja. Können wir an der Wand entlang gehen? Ja, ja, klar. Und dann so checken, wo da die Türen abgehen? Ja, könnt ihr machen. Mach ich. Okay. Du findest eine Tür. Ja. Tastest sie ab, aber die ist zugeschweißt. Ja. Geschweißt? Ja, die ist wirklich zugeschweißt. Ich geh einmal so rum. Ja, das war's. Das ist eine größere Doppeltür. Okay, hier ist eine größere Doppeltür. Und die, wo ihr reingekommen seid, natürlich. Du brauchst aber auch eine ganze Weile. Was tut ihr in der Zeit? Also mich würde ja schon interessieren, was in dieser Trauernde. Ich würde gerne diese Leiter mal hoch, aber ist dann, habe ich das verstanden, ist da oben irgendwo eine Möglichkeit, eine Öffnung oder so? Geht es aufs Dach? Ja, ja, ihr wart hier schon. Oder mal. Ist also da nur die Lampe? Da ist eine Lampe und da geht es auch irgendwo hin. Da seid ihr schon mal drüber gegangen. Da haben wir diesen Sicherheitsmann getroffen damals. Genau. Aber Herr Bergmann, wollen Sie nicht als ehemaliger Industriekletterer, auch wenn ich Ihre Geschichte natürlich weiß, Sie reden da nicht gern drüber, wollen Sie nicht vielleicht klettern? Ich kletter auch hinter Ihnen her. Was ist denn? Asphalt. Ja. Mag ich nicht. Ja, stellen Sie sich vor, es wäre ein Baum. Okay. Ja, ich gehe hin. Ja, du kletterst. Also, als du an die Leiter kommst, siehst du, dass Blut auf der Leiter ist. Hier ist Blut auf der Leiter. Ich fasse es wieder an. Ist die Leiter verletzt? Ist noch feucht. Ist die Leiter gut? Wer würde eine Leiter verletzen? Ich bin echt nicht mehr wählerisch. Was vielleicht der Leiter einer Abteilung. Ein Abteilungsleiter. Er wollte den Job der Leiter. Und wer ist hier der Leidtragende? Die Leiter.
Wir haben es gelöst. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Nächstes Morgen geht es weiter. Danke. Ich, ja, dann geh mal hoch. Ja. Ich geh halt, hier ist Blut. Ich geh hoch. Und wie es Leiter geht, wäre auch nicht gut. Wie es Leiter geht. Gut gewesen. Aber dann spontaner und besser. So, ja. Was tust du? Ja, ich gehe die Leiter hoch. Okay. Du gelangst in einen kleinen, irgendwie verwüsteten Raum. Sieht aus wie eine Art Lagerraum, aber vieles irgendwie umhergeworfen, zerschmissen. Da führt eine Tür hinaus. Hier ist alles... Hier ist offen, die Tür. Komm mal hoch, hier ist alles kaputt und hier ist die Tür auf. Und ich zücke meinen Katana. Okay. Okay, ich gehe hinterher. Also klettert auch hoch. Ja, ich kletter auch hoch. Ja. Bin direkt hinter ihm. Okay, ja, ihr kommt alle ohne Probleme oben an. Wie gesagt, ist ein bisschen Blut auf der Leiter, das merkt ihr alle natürlich. Mhm. Ja, ihr steht oben in diesem kleinen Raum. Wie gesagt, um euch rum stehen so Reste von Kisten. Sieht aus wie ein kleiner Lagerraum oder so. Irgendwie so ein Durchgangslagerraum, aber alles kaputtgeschlagen, zerstört, irgendwie alt einfach. Schrecklicher Zustand. Das ist halt wirklich, ne, außer diesen Notleuchten habt ihr nichts. Sehr dunkel. Ist da irgendwo ein Lichtschalter? Also ja, kannst suchen. Das siehst du jetzt so an der Stelle, wo normalerweise... Nee. Ist da irgendwas Brauchbares? Nee. Und da ist aber, muss ja eine Tür noch... Nee. Muss aber eine Tür hier irgendwo noch sein, oder? Ist offen, ihr seht eine Tür sofort. Da ist eine offene Tür, die einfach weiterführt. Ja, dann. Machen wir zur Tür da, oder was? Was seien Sie alle vor? Ich hab meinen Bogen bereits gezückt. Oh, was ist? Ich höre... Gehört nicht dazu, nein. Hm? Nein, das scheint nicht zu uns zu gehören. Haben wir gar nicht die Möglichkeit, irgendwie Licht zu machen? Eine Fackel oder so? Nee, ne? Wieso habe ich kein Feuerzeug machen? Niemand von euch nachgefragt. Ich war auch ein bisschen irritiert. Ich wollte mir ein Feuerzeug geben, weil du noch gesagt hast, denen gebe ich kein Feuerzeug mehr. Und stattdessen habe ich einen Karabiner gekriegt. Vergessen. Du hast doch gesagt, was denn? Karabiner kann man immer gebrauchen. Ja, wofür denn? Wofür braucht man einen Karabiner, wenn man nicht klettert? Ihr habt halt jetzt kein Feuerzeug. Ganz kurz. Ist da Holz? Liegt da Holz rum? Nee. Schade. Okay. Ja, aber du hast sogar gesagt, das sind Kisten und so. Ja, aber Kisten aus Kunststoff. Hier. Also. Na gut, dann nicht. Hier nicht. Aber. Street. Also, das hätte ich halt Feuer machen können. Voll, was wir machen, ja eben, wir können Feuer machen, wir können auch, nur mal so, wir haben Auto, Auto haben Zigarettenanzünder. Wir könnten theoretisch, wenn wir uns die Zeit nehmen wollen, ein Stück Stoff um den Stock wickeln und dann nur um euch Fackel. Vorzuwarnen, die Diskussion hatten wir schon mal. Ein Stück Stoff um den Stock ist keine Fackel. Das brennt 5 Sekunden und dann ist es aus. Minecraft aber was anderes. Also wenn ihr Benzin, irgendein Brand oder Heizöl, kein Problem. Dann gerne eine Fackel bauen. Ihr könnt Feuer machen, kein Problem. Aber man kann auch einen Stoff in das Benzin rein. Genau, das meine ich. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil nicht, dass ihr mir jetzt erzählt, wollen wir das machen? Stoff um Stock und das oder ist eine Fackel. Wenn das schnell geht, machen wir es doch schnell. Ich würde es jetzt abkürzen, weil das ist, kann nicht schief gehen. Ja, dann machen wir das. Wir haben das von Anfang an gemacht, weil wir nämlich erfahrene Rollenspieler sind. Also ich würde es jetzt abkürzen, ihr geht raus und das ist kein schwieriger Prozess. Und haben eine Fackel dabei. Nein, doch, das ist ein sehr leichter Punkt. In den Tank tupfen mit dem Lappen, ihr seid nicht komplett blöd. Wir sind seit 4 Jahren dieser Überlebende. Genau. Hallo. Okay, ist ein gutes Argument. Ja, Mann. Okay, wir haben die Welt schon mal gerettet. Ja. Ich bin Stanley Bros. Gut, ja, ihr habt 2 Fackeln. Gut. Mit diesen Fackeln geht ihr hoch und ihr seht, dass hinter der Tür klafft ein Loch. Außerdem findet ihr nun doch noch ein wenig was. Und mit dem Licht ist das überhaupt kein Problem. Warum kriege ich grün? Ah, grün ist besser als blau. Nee, grün ist schlechter. Warum kriege ich grün? Anders. Du hast auch Beeren, von denen es nur 2 gibt. So, ihr seht euch, ihr was schaut... Was hast du denn? Also Wasser. Nein. Ja, dann gibt es wahrscheinlich 3, weil das ist falsch. Ihr klettert also dann wieder rauf, ihr guckt durch die Tür und ihr seht, dass im nächsten Raum ein riesiges Loch klafft. Quer über den Abgrund führt aber in der Mitte den Weg. Auf beiden Seiten davon geht's beängstigend steil abwärts. Hat einer von euch Höhenangst? Um ehrlich zu sein, ein wenig. Aber wer nach ganz oben will, der muss das aushalten. Oh. Aber es wäre nicht schlecht, wenn einer von euch, auch wenn wir es später vielleicht anders beschreiben würden, mir kurz die Hand halten würde, während wir rübergehen. Mhm. Gib ihm meine Hand. An der anderen habe ich die Fackel. Und ich fackel nicht lang. Okay. Oh. Würfelt mal eine Probe auf Geschicklichkeit, beide um 2 erleichtert. Wie sollen wir denn so würfeln mit dieser vereinten Hand? Das ist ja gar kein Problem. Euer Grundwert Geschicklichkeit einfach und so. Ich hab's geschafft. Okay. Haben wir? Da ist doch. Da war doch eben. Steffen? Wie viel hast du, Geschicklichkeit? Zu wenig, 10. Ah, nee, schaffst du nicht, okay. Du rutschst ein bisschen ab, ist nicht weiter schlimm. Ich halte ihn. Es rutscht aber ein Stein ab und poltert tief in den Abgrund. Halt mich rum. Ihr seid beide gerade drauf, ne? Beide würfeln mal 2W6. Beide würfeln 2W6. Ich mach's einfach mal für euch jeweils, dann könnt ihr beide Händchen halten. Oh, so viel verliert ihr gleich geistige Gesundheit. Das ist 6 für Nils und einmal 11. für Simon.
Ja, ihr schafft's aber, ihr kommt rüber. Es poltert so ein Stein runter, es knallt und poltert und ja. Das war nur der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist. Danke, was da gerade gepoltert hat. Das werde ich nicht scheint aber vergessen. Verlassen. Also gibt keine Antwort auf das Poltern oder so. Ist Ruhe. Gesundheit. Clown. Okay. Wie viel hat mir eigentlich geistige Gesundheit? Das steht auf deinem alten Bogen noch. Das ja gut, aber das hat sich das nicht in 5 Jahren stabilisiert? Ich rechne das nachher nochmal nach. Ja, ihr seid auf dem Startwert. 140 ja. bei dir. Also was? 6, 104, was? Wie viel hatte ich? Minus 6 bei dir und bei dir minus, was hattest du? Minus 11. Wieso hast du denn so einen krassen geistigen Gesundheitswert? Keine geistige Gesundheit. Ich bin gerade belastbar. Steht auf deinem ersten Bogen. Ich hab 117 gehabt. Nee, ja, da hatte ich 107 und dann minus 11. Okay, genau. Dann bin ich bei, ja. Okay, perfekt. Ja, Steffen, ja. Wir gehen auch rüber, ne, oder? Stefan? Ja, du hast mich Steffen genannt. ja. Okay. Müssen die nicht würfeln? Doch. Lass ich jetzt machen. Geschicklichkeit, ne? Ja. Um 2 erleichtert, weil ihr euch auch gegenseitig helft. Oh. Schafft aber. Ja, du hast sau viel, ne? Oh. Nee, Geschicklichkeit 14, nee. Ja, 17. Nicht Scheiße, okay. Nicht geschafft. Ich hab's geschafft. Okay, dann du würfel mal bitte 2W6. Ach, Scheiße. So viel geistige Gesundheit verlierst du. Also Stolpern verunsichert 4. dich 4. Okay. Ja, also ein bisschen Angst macht dir das, dass du ein bisschen nicht ganz trittsicher bist, aber ist noch okay. Du kommst ganz locker rüber. Natürlich. Ja, aber kriege ich nicht auch, wenn man das Gefühl, wenn man jemandem anderen das Leben gerettet hat, ne? Stabilisiert einen auch geistig. Nicht das Leben gerettet. So schlimm war es nicht. Kriege ich, also ich habe, wir sind alle auf der anderen Seite und ich stelle fest, dass ich als Einziger relativ locker darüber gekommen bin. Alle anderen drei haben ja Schaden genommen. Kann ich da irgendeinen Bewerb machen, die mir irgendwo. Kannst dir die minus 1 auf jeden. Hattest du eh nicht bekommen. Hatte ich eh nicht. Ich auf die nächste Probe plus 2. Aber jemandem das Leben gerettet zu haben, ist weniger wert als Schadenfreude? Nächste. er ist nicht schadenfroh, er ist stolz. Ja, nur plus 1 auf die nächste Probe für dich auch. Vielen Dank. Also ey, ich hab den das ist jetzt kein... Damit schmälerst du auch die Erfolge. Genau, das ist jetzt kein Zug, auf den hier alle aufspringen. So. Ja, ihr kommt über den Abgrund. Am anderen Ende sind sind so 3 Durchgänge. Der linke und der rechte sind komplett eingestürzt. Im mittleren liegen so ein also paar Trümmerteile. Nicht 3. Das sieht aber so aus, als seien die Trümmerteile vor kurzem herabgestürzt, was? Naja, das sind also 3, es sind immer noch 3 Durchgänge, aber die sind halt eingestürzt. Man sieht noch, dass da 3 durch... Und ihr wart schon mal hier, Freunde. Also, ja. Der mittlere, wie gesagt, liegen ein paar Trümmerteile, aber da kann man noch durchgucken. Die anderen beiden sind wirklich komplett... Dann gucke ich durch. Ist gut, wie nichts mehr übrig. Ja, du kannst halt im Dunkeln, siehst nur, dass der Gang da weitergeht, auf jeden Fall. Und du merkst einen Luftzug, wenn du die Fackel davor hältst. Hinter den Eingestürzten jetzt. Oder? Vor den Eingestürzten, der mittlere. Also, nein. Ja. Also, links und rechts sind komplett eingestürzt. Ja. Da ist wirklich nichts mehr zu holen. Achso, und der gerade aus? Der mittlere liegen Trümmer. Man kann nicht durch, aber man kann durchgucken. Noch. Ja, dann, ja. Was ist und es sieht halt aus, als seien diese Trümmer verhältnismäßig frisch. Könnte es nicht sein, dass hier versucht wird, uns in diesen einen speziellen Weg zu locken? Ja, wir sind die Trümmernden. Wir müssen... Ja, das ist doch... Wir sollen es doch nicht... Wir lassen es doch nicht einfach... Das könnte doch eine Falle sein. Dann laufen wir da direkt rein, blind links in die Falle und dann machen die hinter uns zu. Und während dann, ihr alle Zeit nehmen wir hier rum. Hört ihr hinter euch ein Scharren und Poltern aus den Tiefen des Schachtes nach oben kommen. Okay, lass durch den Gang gehen. Also es gibt hier nur eine Leiter. Da, wo ihr herkommen. Da, wo ihr gerade rübergegangen seid, der Abgrund. Da hört ihr ein Scharren und Poltern plötzlich unten, als ob sich da was bewegt. Und viel. Also es wird immer mehr Moment, und mehr. Kommen die hoch oder sind die alle unten? Das kann ich dir nicht sagen. Ich fange an, die Trümmer wegzumachen. Ja, das ist die Fackel da unten. Gut. Wenn man da runter. Würfel mal eine Körperkraftprobe. Jede erfolgreiche Körperkraftprobe räumt einen Stein weg. Ihr braucht mindestens 20 erfolgreiche Körperkraftprobe. Frage. Können wir das parallel machen? Oder? Ja, es können mehrere Leute arbeiten. Sekunde, ja. Da sind 3 Räume und 2 Gänge und 2 sind... 2 sind komplett. Warum? Ja. Okay. Einer ist so ein bisschen. Aber warum gehen wir nicht diesen einen Räume gerade frei? Ja, den räumen wir frei. Entschuldigung, wollte ich nur, ich dachte, wir räumen gerade die anderen frei. Nee, was brauchen wir dafür? Es muss auf Körperkraft gewürfelt werden. Jede erfolgreiche Probe auf Körperkraft. Noch nicht würfeln, wartet mal, bis ich sage, jetzt geht's los. So. Bist du sicher, für jede gescheiterte Probe wird die nächste um 1 erschwert. Alle nächsten. Das heißt, wenn ihr 3-mal scheitert, sind alle danach 3 schwerer. Und jeder, also wenn ich scheitert, gilt es aber für alle oder nur für mich? Nein, nur für dich. Okay. So, wartet, bevor ihr würfelt, denn ich sage euch, dieses Geräusch wird immer lauter hinter euch. Ihr merkt, da kommt was hoch. Ihr seid erfahren in dieser Welt. Was vermutlich da hochkommt, das Einzige, was euch einfällt, sind Finsterlinge. Was? Finsterlinge sind sowas wie infizierte Kinder. Sehr agil, Finsterlinge hassen Licht und laute Geräusche. Sind aber in Unmengen, kommen die vor. Da seht ihr einen Finsterling. Sehr agil und
sehr, sehr aggressiv. So einen habe ich zu Hause. Moment, sie hasst ihn. Sie haben seit, ja, sie, ich ja, drei. Licht und laute Geräusche sind nicht ihrs. Nur aber, wir haben doch Fackeln dabei. Ja, und ja. Wir können auch Geräusche machen. Sehr, sehr wichtig ist, okay. Ihr habt auch seit Jahren keine Finsterlinge gesehen. Also das ist nichts, was man jeden Tag sieht. Das ist schon ungewöhnlich. Das ist schon, hey, pass auf, wir sollten es aufteilen. Zwei Leute gehen mit den Fackeln hin und machen so viel Lärm wie möglich und die anderen räumen den Gang frei, okay? Bin ich in Ordnung? Ich nehme den Gang frei. Nimm eine Fackel. Ich habe die Fackel. Na gut, ich habe Körperkraft relativ viel, deswegen. Ja, ich habe dann nämlich nur 11. Okay. 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 Ja. Dann los geht's. Okay, wer räumt, ihr beiden? Ja. Mhm. Okay, dann würfelt einfach mal. Guckt nicht die ganze Zeit, bitte nicht. Also macht euch einfach einen Strich, wenn ihr einen geschafft habt. Wenn ihr einen nicht schafft, bitte selbst. Wie oft muss ich denn jetzt würfeln? Ihr müsst 20 Steine schaffen. Mehr nicht. 20, also ich muss 20 Prüfungen schaffen. Irgendwer muss 20 schaffen. Wenn er 10 und du 10, ist cool. Wenn du 5 und er 15, cool. Ihr müsst 15 Mal eine Probe schaffen. Bis ihr das geschafft habt, geht du das 10, weiter, ich was 10. Ich gleich mit den beiden spiele. Du 10, ich 10, Eddie. Und los geht's. Anfangt. Okay. Okay. Jetzt geht's los. Aber jetzt geht's los. Ja. Ihr geht also zu dem Schaft und wollt die abwinken. Ja, mit den Fackeln. Bitte notieren, weil das kann sich keiner merken. Fackeln. Shit, einmal nicht. Ja. Und gibt's da irgendwas Brennbares noch? Hier. Nee, aber der erste Finsterling ist schon oben am Schacht und kommt schon hoch. Schafft. Na, der kriegt direkt Initiativ von mir. Kriegt direkt. Ja. Willst du das? Nee, mach ich. Ich hab die Fackel da. Kriegt Initiativ von mir mit dem Aktenordner. Mhm. First Blood-mäßig. Das Aktenordner, glaub ich, also so einmal schräg, ne? Das ist hier so. Hier ist dein Affencode an deiner Hose. Hauke, du musst die Verletzung doch gleich. Ja, ich höre dir zu. So ein Wuchshammer kriegt er. Also zielst auf seinen Kopf. Und genau, und hier ist natürlich. Ich hab das hier alles verstanden. Okay, hör mal auf zu würfeln, kurze Pause, weil das ist sonst unrealistisch. Den habe ich gesehen, der ist Fehlschlag. Ne, das war aber nachdem du gesagt hast, zählt. Würfeln. Okay, Hauke. Du hast noch gewürfelt, obwohl du nicht würfeln durftest. Aber mach das jetzt irgendwann. So. Achso, der wird einfach. Okay, gib mir mal. Wir müssen uns einmal Werte für deinen Aktenordner. Ich würde sagen, der hat Attacke. 100. Das ist schon, den kennst du ja gut. Attacke plus 3. Plus 2. Attacke plus 2. Okay. Parade. 0. Initiative. Minus 1. Parade 0? Ja, und Initiative minus 1. Das ist aber gut, Initiative minus 1. Okay, gut. Okay, was du jetzt tun kannst, ist, wenn du diese Waffe jetzt hinten eintritt, Schaden braucht der auch noch. Der macht, ist schon nicht schlecht, so ein Aktenordner. 2W6 plus. Ist doch nicht schlecht, so ein Aktenordner. Ja, ich hab da ja Zacken dran. Genau. Du, komm nicht ohne Klingenwaffe zum Aktenordnerkampf. IRS aus der Westing. Das muss man eine vergleichbare Waffe suchen. Ist schon eine Klingenwaffe halt. Zack. Kennst du noch IRS? Was hat dein Katana nochmal bekommen? Täuscht. Udi? Die Akte Kanone. Ich hab noch nichts bekommen von dir. Achso, hat auch keinen Wert. Die Akte Kanone. Schwierig. Was für euch hier? Akte Kanone heißt die Waffe. Das gefällt mir. Akte Kanone. Du gewinnst, das ist der Akte Triumph. Ich sag 3W6 plus 5 macht der Schaden. Das muss er schon machen. 3W6 plus 5. Waffe, die du erfahren bist mit. Alter. So. Ja, ich habe ja auch mittelalterliche Waffenkunden. So, wie du jetzt diese Waffe einträgst, wir müssen jetzt leider einmal kurz noch Regelkram machen, dass ich euch erlaube, weiterzuwürfeln. Wie viele Proben habt ihr schon geschafft, eigentlich? 9. 4. Und ich habe 4 Fehlschläge. Okay, es wird also immer schwieriger. Aber ich habe einen Fehlschlag. Ich sag euch, wenn ihr das mitkriegt. Ne? Also du kriegst nicht mit, dass er so schlecht performt. Das fällt dir noch nicht auf. Aber ein Fehlschlag bedeutet, mein Wert verschlechtert sich quasi um 1. Ja, genau, alle danach sind um 1 schwerer. In dieser einen Aufgabe jetzt, nicht auf Dauer. So, du musst bei den Werten hinten, ich habe dir das ja eben schon mal so gemacht, da siehst du, wenn du eine Waffe guckst, Sekunde, dann hast du da ja den Waffennamen, den hast du eingetragen, Attacke und Parade. Da kannst du schon mal deinen Basiswert, Attacke, Nahkampf und Parade, deinen Basiswert eintragen. Der steht auf der ersten Seite. Und dann darfst du deinen Wert, den du da hast, auf das Talent. Was ist das für ein Talent? Entschuldigung. Mit welchem Talent willst du kämpfen mit dieser Waffe? In dem Falle würde ich Klingenwaffen sagen. Hast du das Talent Klingen? Ich habe Klingenwaffen 6. Ja, dann darfst du 6 Punkte auf diese beiden Werte verteilen. Ich hätte aber auch Wurfwaffen. Nein, Klingenwaffen ist das. Ich kann das Ding aber auch werfen, aber es ist jetzt ein anderer Punkt. Können wir gleich einfangen, genau. Okay. Okay, Klingenwaffe 6 plus 6. Genau. Du hast einen Attacke Nahkampf und einen Paradebasiswert. Den trägst du da ein erstmal und auf den darfst du 6 verteilen. Nochmal extra. Ja, das Ding ist, ich habe den. Du meinst den hier, ne? Den haben wir noch nicht errechnet. Oh, nee, deswegen können wir es ein bisschen einfacher machen? Es geht nicht einfacher, ich muss diesen Wert haben. Weil ich habe ihn. Wie errechne ich ihn? Ja, das erkläre ich dir. Also, das sage ich dir jetzt. Aber lass doch kurz Werbung machen, dann kann ich ihm auch kurz Papier oder so. Dann machen wir eine ganz kurze Werbepause. Währenddessen errechne ich mal schnell diesen Wert, das haben wir nämlich eben vergessen. Du darfst einmal schnell pinkeln gehen und dann sind wir gleich wieder da mit dem Ergebnis dieses Kampfes. Bis gleich. Ich bin 40. Und da sind wir wieder. Machen wir 2W20, Pudi. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Sorry, wir haben die Werte schnell eingetragen. Die sind auf deiner letzten Seite. Ich habe das alles schon eingepflegt. Danke.
Hast du schon gewürfelt? Nee, gewürfelt habe ich noch nicht, aber ich habe die Werte auch schon mal verteilt. Okay, Akte. So, du musst jetzt einfach nur auf den Attacke-Wert würfeln. Den habe ich jetzt einfach mal auf 15 gesetzt. Ja. Okay. Ja. Wenn du 15 schaffst oder weniger, dann schaffst du die Attacke. Außer, dass der Gegner weicht aus oder pariert. Im W20. Okay. Ja, liegen mehrere hier noch. Da. 15? 15! Oh, genau. Gerade so. Ja, okay, du erwischst den Finsterling mitten ins Gesicht wirklich. Und der fällt rückwärts wieder den Abgrund runter mit einem Schrei. Würfeln wir jetzt eigentlich währenddessen weiter oder wann? Jetzt dürft ihr weiter würfeln. Während du dem nachguckst, siehst du, dass da Unmengen Viecher kommen. Also der komplette Gang scheint voll zu sein, als das Licht. Oh, ankommt. Leute, kleiner Tipp: Hier kommen noch sau viele und ich glaube nicht, dass der Aktenordner sie alle schafft. Ed? Okay, die Bürokratie schafft viel. Es kommen zwei weitere nach oben. Warte mal, darf ich? Ich habe 6 geschafft, vier nicht. Ja, aber ich müsste noch 4 schaffen. Was willst du denn noch tun? Da ist doch jetzt so ein schmaler Gang, oder nicht? Wo wir über den Weg nach oben. 15. Ja, 15. Und da sind, du hast 9 können ja nur über den Gang kommen. Okay. Nee, die kommen da hoch. Ich habe an den Seiten hoch. 9 geschafft. Genau. Die können über die Wände klettern. Ich habe 10 gewürfelt und 6 geschafft. Sorry, das dachte ich. Das heißt, wir haben 15. Müssen wir noch schaffen. Achso, mach ich jetzt überhaupt was? Oder? Die ganze Zeit, meine mach Fackel weiter. Nehmen. Wenn du bald geschafft hast, sag Bescheid. Und da ist ja irgendwo muss ja eine schmale Stelle sein, oder nicht? Viermal noch? Wie meinst du, wo man rüber kann? Na, also, wo nicht ist die schmalste Stelle in dieser Situation? Scheiße. Oh, da ist keine schmale Stelle. Ich hab nur noch 9. Gewaltig, die kommen an der ganzen Seite hoch. Geschafft. Zwei kommen jetzt gerade nochmal hoch vor dir. Ja, gut. Also, weil du sagst, man kann die mit Licht und Lärm. Und ich wollte schreien mit dem Feuer entgegenrennen. Achso, wenn die hochkommen, du kannst natürlich einfach wedeln. Die kommen vor dir halt da hoch. Dann hauen die ja ab. 10 von 16 habe ich. Kann noch 4 mal würfeln. Das willst du nicht, dass die abhauen. Doch, ich will, dass die abhauen. Ja, okay. Ja, ich nehme meine Fackel und sehe zu, dass die Fackel den so nah. Du hast 10 geschafft, ne? Die an. 11 von 17. Funktioniert. Die springen zurück auf die andere Seite. Warte mal kurz. 11. Ja. Und das mache ich die ganze Zeit. Wedel mit der Fackel und schrei. Ich habe 20. Okay. Ich habe 12 von 18. Okay, ihr habt es geschafft, richtig? Ja. Wie oft habt ihr gewürfelt? Oft, ne? 18 mal habe ich gewürfelt und 12. Vielleicht ging das daneben. Gut. Okay, du verlierst 10 mentale Punkte. Als du die wegscheuchst, fällt Licht in diesen Gang und unten ist alles voller Finsterlinge. 10 mentale Belastbarkeit? Also du schätzt auf Hunderte. Ne, Entschuldigung, geistige Gesundheit. 10 fucking Hunderte? Seine Einschätzung. Du hast es nicht, deine Einschätzung ist es nicht und er hat es noch nicht mit dir geteilt. Okay, Leute, es sind... Der Weg ist frei. Es sind Hunderte von diesen kleinen Scheißern. Wie sieht's da mal aus? Wollt ihr mal vielleicht mal ein bisschen anpacken und den Gang freiräumen? Ist okay. Frei. Wollen wir vielleicht schnell helfen? Oh ja, pass auf, weißt du was? Wir laufen jetzt so schnell es geht dahin. Ich finde ja mega schnell. Ja. Ja, okay, ihr rennt also los, richtig? Ja. Mhm. Okay. Ja, ihr rennt und die Viecher sind euch aber auf den Fersen. Also hinter euch hört ihr wirklich poltern und scharren. So, ja, zum Glück immer, wenn ihr euch umdreht, mit der Fackel so ein bisschen abwehrt, dann merkt ihr, okay, das funktioniert. Ihr könnt die so ein bisschen zurückdrängen, aber lange hält das auf jeden Fall nicht. Ich nehme mein Diktiergerät in die Hand. Claudia, erinnere mich daran, Laufschuhe zu kaufen. Ja, ihr kommt zu einem Raum mit 5 Türen. Eine der Türen steht offen. Rein. Alles ist besser. Okay, ja, ihr kommt in eine Art Kontrollraum. An der Tür ist innen so eine Art provisorischer Riegel. Tür zu, Riegel zu. Also tust du. Ja, ich stelle mal alle drin sind. Ich warte jetzt, was ihr alle, weil noch. Ne, ja, kann ja sein, dass jemand sagt, ich will da nicht rein. Ich blockiere die Tür auch noch mit der Akte und. Also ich stelle mich voll dagegen. Okay, ja, als du dich dagegen stemmst, knallen auch schon Viecher dagegen. Zum Glück sind die nicht sehr kräftig, aber es ist halt ein konstanter Fluss. Ihr schafft es, den Riegel vorzuschieben. Aber das Gepolter hört nicht auf. Es sind nur Kinder. Die sind sehr schwach. Wir sind hier sicher. Okay. Ja, die Türen, also die Viecher knallen die ganze Zeit dagegen. Es wird ihnen ein Geschrei, ein Gekreische, völlig irre. Und die hören auch nicht auf. Boah. Die kratzen an der Tür und. Ja, der Raum selbst sieht wie so eine Art verfallene Kommandozentrale aus. Scheint euch zumindest so. Es gibt große Fenster, die in so einem Halbkreis angeordnet sind, kommt euch sehr bekannt vor. Sind aber völlig überwuchert, also überall wächst Efeu. Einzig rechts ist so eine Art Ausgang. Da ist irgendwie so ein, ja, scheint ein Stück von dem Fenster zu fehlen, ob rausgebrochen oder ist viel zu überwuchert, kann man nicht mehr sagen. Ja. Das scheint aber gerade erst geöffnet worden zu sein, denn die Pflanzenranken, die sind da noch so halb drüber gewachsen. Ja. Das alles in diesem Raum ist aus, also alle Kommandopulte und so. Ja, weiß ich nicht. Ob jetzt kein Strom da ist oder irgendwas, könnt ihr jetzt erstmal nicht einschätzen. Ist auch völlig verdreckt alles. Aber es gibt aus diesem Raum nur einen Ausgang. Ja, jetzt gerade ja. Und den, wo ihr durchgekommen seid, gibt's natürlich den Gang. Klar. Und dann gibt's halt diesen eingeschlagenen Raum jetzt. Also die eingeschlagene Tür, Öffnung, irgendwas. So. Ich schau mich mal um, ob es da irgendwas gibt. Genau, es sind überall so Geräte, es mangelt wie gesagt scheinbar an Strom. Kaputt gemacht sind die jetzt aber nicht, also ist nichts kaputt geschlagen oder so. Auf einem der Pulte liegen ein paar Gegenstände, das siehst du sofort. Ja, gib mir das. Ja. Du findest eine Zerstäuberpistole. Wie sich original alle Gegenstände schon wieder magisch bei dir ansammeln.
Und ein Blutabnahmeset. Oh, das habe ich mir schon immer gewünscht. Dieses Blutabnahmeset aus dem Hause DRK. Daneben liegt ein Koffer mit den Initialen T.E. T.E. Außerdem liegen noch weitere Geräte herum, das sind aber mehr so Reste. Das sieht aber aus, als hätte jemand, ja, irgendwas mit dem Blut machen wollen. Es sind auch so Blutflecken und so ein paar leere, unbeschriftete Fläschchen. Außerdem wieder Chemikalien auf dem Tisch. Es sieht bläulich aus, die Chemikalien. Durch. Ich gehe an diese Pult. Die haben wir doch im Wald gesehen, die bläuliche Desinfektionsmittel. Mhm. Ich rieche dran, ich kenne den Geruch, oder? Ja, das gleiche Zeug. Oh, hier ist wieder. Willst du würfeln mal eine Probe auf Chemie? Hast du Chemie? Ja, habe ich. Dann würfel ruhig mal nochmal eine Probe auf Chemie. Na gut. Nee, steht Chemie, habe ich nicht, aber Medizin halt. Deswegen, also, das hat die gleiche Probe hat mir vorher. Ja, auch. Weil du hast schon einen Eingang. Ist auch um. Ist um 10 erleichtert. Ja, komm, dann brauche ich aber nicht würfeln, oder? Doch. Na, würfeln, komm mal. Also, gewürfelt wird hier schon. Ja. Okay, 10, 10 und... Ach, du hast Medizin 10, nee. Nee, 10, 10. Siehst du, das kann locker, kann fehlschlagen. Eins. Okay, jetzt wird's dünn. Heute 11, geschafft. Heute klappt alles. 3. Okay, ja, du Hammer. Schaffst es. Es handelt sich deiner Meinung nach, ja, es könnte so eine Art Chemikalie auch sein, die daneben noch ist, die zum Verdünnen von irgendwas ist. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, das wäre ein bisschen zu krass, aber, ja. Desinfektionsmittel, oder? Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich eher eine Pufferlösung. Könnte ist eher eine Pufferlösung. Mhm. Und während ich noch überlege, gucke ich mir die Maschine an. Und ich bin ja Industriekletterer, also ich kenne mich ja noch mit Mechanik aus. Mit Industriekletterern kennst du dich aus. Ja, aber ich habe ja auch damals in meinem alten Leben habe ich ja noch. Ich habe ja eine Menge Industrie geklettert. Windräder und sowas habe ich ja gewartet, das war ja mein Job. Nicht was willst du machen genau? Ich gucke mir die Maschine an. Und gucke und. Würfel mal auf technisches Wissen, ja. Technisches Verständnis. Technisches Wissen? Mhm. Okay. Geschicklichkeit und Intelligenz. Geschicklichkeit. 7, geschafft. 13, geschafft. 16, nicht geschafft. 15. Nicht geschafft, trotzdem. Okay, ja. 14. Sagt dir nichts. Ihr seht natürlich, wer sich umguckt, sich das alles ordentlich anguckt und so, aber ja, sind Geräte, kannst du nicht genau sagen, gehört irgendwie zur technischen Einrichtung hier. Was? Tritt tatsächlich einmal gegen, schnell. Okay, ja. Poltert, vielleicht fällt irgendwo ein bisschen was ab, wenn du doller trittst, aber passiert jetzt nicht. Wow, das war beeindruckend. Hm. Sowas fällt nur einem Industriekletterer ein. Hey Leute, mal ganz kurz, ja? Pavian Döhler, ne? Hatte der das Antiserum im Blut? Es scheint mir so ein bisschen, meine Theorie ist ja hier folgende. Irgendwer ist infiziert, die versuchen aus unserem Pavian illegal ein Antiserum zu gewinnen. Das ist nicht in Ordnung. Ohne unsere Genehmigung. Ohne uns zu fragen. Wir haben von unserem Pavian. Wir haben das Copyright auf dieses. Haben wir das Copyright? Ja. Ich hab's der hier. Bürgermeister, das haben wir doch Pavian hat selbst die Pranke, das Copyright drin. Diverse Pranken und mit Durchschrift sogar. Ja. Okay. Also wenn hier irgendjemanden rettet, dann muss das über uns gehen. Da kann ja jeder kommen. Da kann jeder kommen. Oder dann hat plötzlich jemand ganz anders die Leute gerettet, ne? Und wo ist dann unser Lohn? Ja, wo ist unser Lohn? Also das geht nicht, die müssen sterben. Naja, so weit müssen wir ja nicht gehen. Naja, gut. Verklagen vielleicht. Schwer verletzen zumindest. Schwer verletzen. Dass sie über ihre Tage nachdenken. Sie ja mit einem Teddybär erwürgen. Das könnten wir gut machen, ja. Liebe Regie, blendet bitte schon mal die Umfrage ein, die letzte. Es ist die variable Umfrage. Oh oh. Ja gut, also die Kinder poltern da rum. Ist denn nicht. Also wollen wir die Vergangenheit überhaupt wieder? Ne? Brauchen wir überhaupt so ein Heilmittel? Wollen wir das denn überhaupt? Fragen Sie gerade, ob wir Pavian Döhler retten wollen? Doch schon, aber alle wollen doch hier offensichtlich so ein Mittel. Ist es dann nicht vielleicht gut, wenn man das Mittel halt dann auch erfindet, wenn das dann auch jemand macht? Wollen wir sie denn aufhalten? Warum denn? Ist doch vielleicht ganz gut. Ja, sorry, aber wie sollen wir denn. Wir wären Helden. Denk doch mal drüber nach. Wir wären eben keine Helden. Wenn unser Pavian die Welt gerettet hat. Ja und? Es das ist weiß nicht mehr doch unser keiner. Pavian. Der wurde uns geklaut. Ich meine, die hätten uns ja auch mal fragen können. Wieso klauen die uns einfach den Pavian? Das geht doch gar nicht klar. Herr Stefan, du hörst draußen. Meine Frage ist, wollen wir überhaupt die Welt retten? Uns geht's doch ganz gut. Was hörst du? Habt ihr das nicht gehört? Was denn? Ein Motor. Motor. Und Fahrzeug. Auto. Wo er sagt, hört ihr, da ist ein Motor angelassen worden. Oh shit. Hört ihr durch die Öffnung. Ich renn zum offenen Dings da, wo die Ranken sind und guck halt raus. Okay, du guckst raus, du siehst als erstes so eine Art, ja, so eine riesige zerstörte Zerstäuberanlage, die ist auf jeden Fall kaputt. So, also hat einfach der Zeit mitgespielt. Ihr erinnert euch an den Ort, das ist, wo es das letzte Mal geendet hat. Ja, Gefühle kommen natürlich so ein bisschen hoch, aber du siehst auch relativ schnell, dass, ja, es bleibt keine Zeit, sich jetzt da genau umzugucken.
Du siehst nämlich nicht weit entfernt so eine Art, ja, ist eine Art, ist ein Krankenwagen. Der fährt holprig an. Noch ein Wagen. Die Hintertüren stehen offen und geben tatsächlich einen Blick auf Pavian Döller frei. Ich sehe Pavian Döller! Der Arme, das ist nicht dein Herz. Der Arme liegt ungewohnt regungslos auf einer Bahre. Er ist fixiert. Ich rufe während ihn. Ihm ein junges Mädchen mit einer Atemmaske etwas spritzt oder ihm Blut abnimmt? Ihr seid euch nicht ganz sicher. Herr Bergmann, was machen Sie? Erzählen Sie! Als sie die Gruppe erblickt, beginnt sie hämisch zu lachen. Ihr seht das jetzt auch. Also ihr guckt im Blick, ihr so, seht das. Ich dachte, er ist. Die sieht uns? Ihr seht sie, ihr seht dahin und sie sieht euch an. Sie sieht und euch die an. Lacht hämisch? Ja. Sie schlägt mit den Fäusten gegen die Wand des Wagens, wirft eine Ampulle aus dem Fahrzeug, die er sofort am Boden zerschellt. Ihr könnt euch kaum sammeln, da merkt ihr auch schon, dass irgendwas aus dem Unterholz kommt und auf diesen Fleck zuläuft. Und was, liebe Regie, ist das? Was für eine Kreatur, was für ein Wesen läuft auf den Fleck am Boden zu? Oh nein. Ich hör nur auf anderen Funkgeräten. So. Döller okay. lag in einem Krankenwagen auf einer Bar und da war ein Mädchen. Die hat auch ein Stück. Fucking ausgelacht. War das die von vorhin? Nein. Das freche Ding. Sicher. Was wäre? Jacqueline? Ja. War das die? Erkenne ich Svea wieder oder nicht? Ist es Svea? Svea? War Jacqueline nicht dieser Schauspieler? Ja. So, Phoenix. Also, Freunde, als ihr hinterher guckt und der Wagen gerade davonrollt, seht ihr plötzlich ein weißes Knäuel aus dem Unterholz kommen. Ah. Aber. Ach nein, angeschwollen. Was ist ein weißes mutiert, Knäuel? Ja, es läuft zu dem Fleck hin und ihr erkennt, es ist ein Schaf. Nein! Nein! Als es deinen Schrei hört, schaut es in deine Richtung. Es hat gerade noch so ein bisschen auf den Boden geschnuppert und fängt an, wild zu zucken, aber sieht euch auf jeden Fall. Nee, das war eine Ziege. Nee! Also Blöki, ja, ihr erkennt Blöki sofort. Ja, deine Rufe bringen gar nichts. Blöki fängt an anzuschwellen und irgendwelche Beulen wachsen aus dem Wesen raus. Es wird kommt auf eine unangenehme Größe. Ich würde sagen, ja, fast mannhoch. Vorsicht, die platzt gleich in Deckung! Und dann rennt das, was jetzt, was einst Blöki war, auf euch zu. Oh Gott, alle in Deckung, Leute! Also willst du schießen? Mhm. Okay. Ja, würfel aus. Das ist dein Bogen, du kannst ihn ziehen und schießen. Was wollt ihr tun? Das dauert einen Moment, du musst erst abschieben. Nur, dass ich das jetzt mal verstehe, wo sind. Ihr steht jetzt quasi in dieser Tür, ihr seid noch innen. Das ist aber keine Tür, da hat mir jemand so eine Platte rausgebrochen. So, und wenn du rausguckst, dann guckst du quasi so einen Hang runter. Da fährt gerade dieser Krankenwagen weg und hinter dem auf euch zu rennt jetzt. Aber wir sind doch in einem Bunker gewesen. Ihr seid immer noch in einem Gebäude. Aber wo ist denn das Schaf? Okay, warte, ich zeig's dir hier. Hier ist das Fahrzeug. Für dich. Also quasi, ich sag so, hier ist das Fahrzeug, hier seid ihr, hier ist dieser Bunker, da guckt eine Scheibe raus und hier ist Blöki in der Mitte. Ja, aber der kann doch gar nicht zu uns kommen. Der kann doch zu euch herlaufen, der ist offen. Und sie geht hoch. Also die, wir sind, das genau. ist wie so ein Hang. Das ist, du bist nicht unter der Erde, sondern das ist... Naja, aber und wir sind, dachte, wir sind ja eine Leiter hochgegangen. Ach so, ja, aber der Bunker ist in den Hang reingebaut, also. Okay. Also es kann uns erreichen und es ist gefährlich. Ja, es kann einfach zu euch herlaufen. Das ist eigentlich alles... Okay, Leute, ich drehe mich ganz kurz rum und sage kurz, wir kennen dieses Tier. Es war ein Freundestier, doch es ist ein Feind jetzt. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ja. Insbesondere Sie mit Ihren Pfeilen. Also, Sie meinen, schon längst dabei. Dieses Tier, meinen Sie doch, oder? Gut, tun Sie, offensichtlich ist Ihnen das alles egal. Machen Sie weiter so. Mhm, ich habe das Katana auch schon. Okay. Ja, ich weiß nicht. Okay, ja, es kommt auf euch zugestürmt. Was willst du tun? Du hast noch nichts gesagt. Du hast noch nichts gesagt. Ich wollte nur, ob du vielleicht auch eine Waffe ziehen, was vorbereiten willst. Ich hatte es nämlich gehört. Ja, haben wir nicht auch eigentlich so Initiative-Werte für solche Situationen? Kommt jetzt gleich. Der Kampf geht noch nicht sofort los. Ja, dann ziehe ich meine Waffe. Okay. Ist nur halt Kampfvorbereitung. Es ist noch nicht der eigentliche Kampf. Wenn jemand sagt, ich schieße, dann ist immer automatisch Kampfvorbereitung. So, jetzt sind eure Initiative-Werte aber für mich interessant. Also es geht ja um die Waffe. Acht habe ich. 10. So. Wo sind das war genau Körperkraft, Text, wie wurde das nochmal ausgerechnet? Ich ausrechnen, ja. Körperkraft plus, das steht doch da bei dir sogar. Nee, aber das hat sich geändert so. Bei dir. Ja. Alter, Erdgrund. Ich bin mir relativ sicher, das ist Körperkraft. Das muss ja auch plus 5. Plus 5 durch deine halbe, warte, das ist deine Körperkraft plus 5 minus deine halbe Geschicklichkeit. Ich habe 14. Körperkraft plus 5? Minus deine halbe Geschicklichkeit. Ist hoch gut oder schlecht? Ich habe nichts geändert. Hoch ist schlecht. Oh. Achso. Also als schlecht. Du was? Bist halt später dran. Kannst du es nochmal sagen? Körperkraft? Körperkraft plus 5 minus deine halbe Geschicklichkeit.
Denk dran, Punktrechnung vor Strichrechnung. 15 minus meine halbe Geschicklichkeit. Ja, korrekt. So. Ja, aber das bleibt doch gleich. 12. In die Nüsse. So, ich habe 14. Ja. Ja. Ich habe 12. 10. Mhm. Geht sofort los. Ja, das ist das richtig bei mir. Einmal die vernünftige, die saubere Initiative-Lösung vor. Ich weiß, was in meinem Kopf ist, aber es ist halt auch schon eine Weile her. Nicht, dass ich mich jetzt versehe. Gibt's schon mal? So. Ja, wer, könnt ihr noch mal sagen, wie viel der passiert hat, damit ich mir das einmal aufschreiben kann? Sorry. 14. Hattest du meinen Stift weggenommen oder habe ich deinen Stift noch? Ich hab hatte dir den gegeben. 14. Oh Gott. So, was sagst du? 14, 8. 8, was hattest du, Budi? 12. 710. 10. 10. Ja, 8. 8 ist aber zum Beispiel schon sehr niedrig. So. Okay. Ich mach's jetzt mal einfach 10 hoch. Okay, das heißt, du bist als erstes dran. Du willst schießen, richtig? Also ich gehe jetzt davon aus, ihr habt alle eure Waffen vorbereitet. Regie, die Musik ist auch ausgegangen, also könnt ihr gerne wieder anmachen. Ja. Ja, schieß. Okay, dann würfel aus. Würfel schießen aus. Also Blöki rennt auf euch zu, kommt den Hang hoch, ist wirklich aggressiv, ja. Sieht widerwärtig aus, mutiert bis zum geht nicht mehr, hat offensichtlich eine ziemlich ordentliche Dosis von was ganz Unsinn. Du schaffst das! Schaffst das! Okay. Warte mal. Ich habe jetzt eine 5. Automatisch geschafft, weil es nicht erschwert. Das ist, ich würde sagen, ja, wobei, hast du nicht automatisch geschafft, aber 5 ist geschafft. Ja. Weil ich würde sagen, es ist jetzt 20 Meter entfernt, aber du hast, ja, der Talent jetzt. Ja, Mann, ich hab dich voll geil getroffen. Ja, und ich schieß einfach mitten da, wo es richtig wehtut. Okay. Was habe ich denn hier? 3W6 plus. Ne, 3W6 hatten wir gesagt. Ich hab's irgendwas andere geschickt. 3W6 plus 12. Ja. Boah, 14. 14 plus 12, 26. Okay. Von 30 möglich. Und während der Pfeil die Sehne verlässt, schrei ich: Es tut mir leid, Blöki! Mir auch! Der Pfeil trifft Blöki so, ja, in die Unterwolle. Da kommt nicht, keine große Antwort. Es rennt weiter. Also es scheint verletzt zu sein. Man sieht ein bisschen Blut hervorspritzen, aber es ist jetzt nicht, dass das Blöki stoppt. So. Die stoppt nicht? Nee. Also die Herrschaften ist gefragt. Während ich ein Stück von Blöki esse, könnt ihr das jetzt übernehmen? Dr. Morfmann. Ich bin dran, ja? Ja. Na gut, ich habe natürlich nur die Möglichkeit, diesen Arknoller zu werfen, weil wahrscheinlich es nicht nah genug ist. Oder ich renn vor und haue, was ist... Du kannst auch warten, du musst nicht also werfen. Ich bin, du kannst sehr auch sagen, ich will meinen Aktenordner nicht werfen, ich warte noch einen Moment. Nein, ich glaube, ich werfe. Okay, dann ich würde jetzt deinen Basiswert einfach, Distanzbasiswert, der ist bei dir 12. Ich habe aber werfen bin ich sehr gut, ne? Ja, aber es ist nicht werfen, das ist in dem Fall halt... Herr Morfmann, Sie können ja auch die Fackel, wir haben ja noch die Fackel in der Hand. Ah, machen wir das, schmeißen da werfe ich die Fackel lieber. Auf das Schaf, auf das Feuer fängt. Das ist eine sehr gute Idee, das ist eine sehr gute Idee. Und dann wird es ein riesiger brennender Wollknäuel. Da würde ich tatsächlich werfen zulassen. Ich mache es, Herr Röder! Ich werfe die Fackel! Okay, Würfel auf das Talent werfen. Das ist keine Wurfwaffe. Nee, ich hab werfen ist bei mir 15. Weil ja, ist gut. Euch, dann nimmst du Stärke. Also ich gehe jetzt davon aus, dass eine Wurfwaffe ist für mich, was das auf eine bestimmte Art und Weise geworfen werden muss, um zu funktionieren. Werfen ist, ich werf den Gegenstand. So. Also ja, ist gut. Das ist ein guter Wert. Ich habe es zusammengelegt, ne? Wurfwaffen und werfen, weil wir vorhin meinten, so, wir sollen zusammenlegen. Okay, in dem Fall funktioniert es zusammen, ja. Okay. Also ist alles gut. Würfel einfach auf werfen. Das sind Proben auf. Danke. In unserem Fall. Werfen, kann ich mal nachgucken? Ich, natürlich, ich hab's ja auch immer. Werfen ist wahrscheinlich Körperkraft und Geschicklichkeit. Das ist unter körperliche wahrscheinlich. Geschicklichkeit. Körperkraft, Geschicklichkeit, Geschicklichkeit. Ja? Okay, danke. 10, 10, 10. Oh, die 1. Kritischer Treffer. Oh, nee. Das ist jetzt der leider nicht mehr, weil es kein Waffentalent ist. 1. 7. 7, bisher geschafft. Sehr gut aus. Ja, du hast 15 aufs Talent. Nochmal die 10 schaffen, ja. Alter, perfekt. Okay, krass. Ja, du wirfst und die Fackel trifft Blöki und Blökis Fell geht in Flammen auf. Das ist nicht schon das Tuch. Nee, es rennt weiter, brennt, aber das hat definitiv, es schreit. Es ist völlig außer sich. Oh Gott, also das hat es wütend gemacht, aber scheint auch Schaden anzurichten. Ich habe es wütend gemacht. Fängt an zu verknuspern und zu verkrusten. Also ich habe es wütend gemacht. Wird nicht gerade schöner, der Kampf, wenn man schon mal Schafwolle hat brennen sehen. Mhm. So, ja. Aber es stürmt weiter auf euch zu und es kommt nah jetzt so langsam. Wer ist denn jetzt dran? Zacharias.
Ja, ich habe meine Katana in Hand, dann halt, ich renne jetzt drauf los, dann okay. Weiß nicht, ob ich nah genug bin. Mach einen geilen Kampfschrei, also du bist noch nicht nah genug dran, aber du kannst ihm entgegenstürmen und damit nächste Runde. Ich will den Kampfschrei nehmen. Ich nehme das Schwert halt so klassisch, ne? Also okay, ja. Usa Tonus! Krass, oh mein Gott! Schindere! Na nee. Okay. Okay, ja, dann, Stefan. If you meet God on your way, God will be cut. Ist das Kill Bill? Ich habe mal eine Frage. Ja. Ich habe hier diverse Möglichkeiten und ich weiß nicht, wie es jetzt hier. Also, als erstmal Spezifika mehr Bums und Querschläger Deluxe. Dann habe ich Schusswaffenpistole 14. Punkt. Ja, du hast doch eben deine Waffe gezogen. Was ist deine Frage? Was jetzt. Okay. Das irgendwas davon. Die anderen beiden beeinflussen nicht aktiv, was du jetzt tust. Du also kannst schießen und hast eine gute Chance, dass was Besonderes passiert. Ist gut, dass du sie anmerkst. Das meinte ich. Ja. So, und was ist jetzt mit Schusswaffe, Pistole? Das ist dein Talent. Hast du 14. Ja. Hast du das noch nicht hinten eingetragen? Weil da muss ich das jetzt schnell machen. Habe ich das nicht wo du hast, also pass auf. Du hast eine Karte dazu, die ist ganz, ganz wichtig. Ja. So. Das sind deine Distanzklassen. Das ist das Gleiche, was ich mir jetzt eben erklärt habe. Ja, das ist für die Distanzen. Ja, die musst du jetzt, da musst du jetzt die 14 Punkte drauf verteilen. Auf diese Distanzklassen. Auf 2, 5, 8, 12 und 20 Meter. Das ist nicht möglich mit meinem Gehirn. Mach mal. Trag doch erstmal, als einfacher Trick, habe ich eben schon gesagt. Das sind, wie viele 5 sind das bei dir, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wir können erstmal anfangen mit 8. Das ist auch komisch, auf den Kopf zu schreiben. 4, 8, 4, 2, 1. Dann hast du, erstmal 15 vergeben. 4, du hast aber nur 14, richtig? 2, 1, ja. Ja, dann erlaube ich dir, dass du 9, 4, 2 machst zum Beispiel. 9, 4, 2. Dann kannst du auf lange Distanzen bist du einfach nicht so gut, auf kurze bist du schon mal ziemlich gut. Ich würde jetzt sagen, Löki ist ungefähr noch, 8 Meter weg. Das wäre dritte Distanz. Da hättest du einen Bonus von 2 und deinen Distanz-Basiswert. Was ist dein Attacke-Distanz-Basiswert? Steht auf der ersten Seite. 13. Ja, dann 13 plus den Wert darauf, das ist in deinem Fall 2, 15. Du musst eine 15 oder weniger würfeln, dann darfst du den Schaden, der hier auf dieser Waffe steht, auswürfeln. Okay. 15 oder weniger? Ja. Gar nicht so einfach. 4. Schwer ist es auch nicht. So. Ja, dann würfel Schaden. W20? Ein W20 plus 10. Das ist 3 zu 1 Chance. Nee. Ja, also. Aber gegen ihn. 15. Nein, 15 oder weniger. Ach so. Ja. 15 Schaden. Okay. Okay, stopp Löki nicht, auf jeden Fall. Rennt weiter auf euch zu. Und kommt jetzt bei euch an, du darfst allerdings die erste Attacke ausführen, weil du noch zugerannt bist. Ja, Katana, aber wieso kann ich denn nur einmal schießen? Wieso ist doch eine Glock? Warum mach ich dich puff, 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 puff? Also, ich mache ja nicht in der Zeit, also es kann ja nicht sein, dass ich mit der Glock die gleiche Schuss. Ja gut, das Argument finde ich nicht schlecht, deswegen sagen, dass du zweimal schießen, nach dem zweiten Schuss abfeuern. Aber würfelst du ein zweites Mal. Ja, ist gut, ist ein gutes Argument. Also ein zweites Mal den Schaden oder so? Eine gute und eine schnelle Waffe, das stimmt schon. Das soll ich vielleicht vermerken. Was? Ja, nochmal die Attacke. Du kannst auch verfehlen mit dem zweiten Schuss. Achso, okay, ja gut, das stimmt. Du kannst aber auch kritisch treffen. Also es ist nicht schlecht, nochmal zu würfeln. 14. Ja, hast getroffen. Darfst nochmal Schaden auswürfeln. Geil. 18. Oh. Nee, 16. Fetter Schaden. Dann 26. Ja, 26. Ja, der war... Puff! 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 Okay, ja, der hat jetzt schon gesessen. Blöki lahmt ein bisschen, aber ist jetzt auch bei euch angekommen. Du darfst noch eine Attacke ausführen, dann ist Blöki dran. Ich zieh sozusagen die Beine weg, also unten. Nice. Das Zielen. Und der brennt auch, also ganz ehrlich. Ja, willst du nur, wenn die Beine weg sind, ist es einfach eine brennende Kugel. So ein, ja, willst die Beine durchtrennen. Ja, ja. Nicht nur auf den Unterleib zielen, ja, ist ein Zehnerschwert. Digga, kannst du Zehnerschwert? Ja, das rennt, das ist ein großes Tier, das wehrt sich, greift dich an. Weil er ist asiatisch. Gibt es irgendeinen Bonus dafür? Also das heißt theoretisch, ja, weil 10 ist ein bisschen hart. Warte mal. Und das Tier, also ist halt schon, also. Um 6 erschwert. Das heißt aber, jeder dieser Würfe ist um 6 erschwert. Das ist ein Schaf. Ne? Jeder dieser Würfe. Ja, jeder. Also der ganze Wurf ist um 6 erschwert. Das ist ja okay. Ein Attack. Also das heißt, ich muss jetzt auf. Nee, 10, ja, 6 passt. Mach 6. Also Klingenwaffen muss ich machen, ne? Ja, Klingenwaffen um 6 erschwert. Und dann musst du die Waffe ja eintragen. Fuck, das haben wir auch nicht, ne? Deine Katana ist auch nicht eingetragen. Naja, doch, also 2W, also Attacke Paradewert oder was? Was ist dein Attacke Paradewert? 14. Okay, dann das 2. Ja, okay. Du beides hast Attacke 14. Und Parade. Achso, dann 14, 14. Und die Punkte, die du auf Klingenwaffen machst, darfst du auf beide verteilen. 17. Okay, dann darfst du 17 Punkte auf beide verteilen. Hab ich gerade gemacht. 24 und 21. Geil. Jungs, mach Katana Arbeit. Gut, dann aber hast du eine sehr solide Chance, das zu schaffen. Ich wusste nicht, dass du so gut bist. Sonst wäre es weiter um 10 erschweren lassen. Okay, also. Okay, du musst also eine. Was? 24, du hast minus 6. Nach all den Jahren immer noch. Ja? 18 oder weniger.
19 und 20 ist nur gescheitert, sonst schaffst du es. Mit 10. Okay. Ja, dann würfel Schaden aus. 2W20 plus 5 hast du mir da gegeben. Ja. Alter, jetzt! Ach, 7. Alter, du wirfst also, die ganze Zeit niedrig. Ja, eben. Ja. Also 7 plus 5, 12. Okay. Also, zwei Schüsse. Also, du triffst schon ordentlich, es lahmt ein bisschen, aber es geht nicht zu Boden. Der Schaden war zu gering, einfach. Also. Flammen. So. Ein brennendes Schaf greift dich jetzt an. Das ist ein brennendes Schaf. Wer kam auf die Idee? Okay. Warum ausgerechnet? Ich hätte die Fäuste benutzt, sondern es war mein. Okay, warte. Ja, würfel mal eine Parade mit deinem Schwert, ganz wichtig. Eine Parade? Ja, gut, ist der gleiche Wert. Ja, also. Aber warte mal. Weil hier warte mal, die Parade kann ich einfach umtauschen, ne? Ja, halbierter Wert. Halbierter Wert, also. Kritischer Erfolg hier. Also, was heißt halbierter Wert? Du musst auf einen halben Paradewert würfeln. Du kannst es nicht jetzt umtauschen, du hast es jetzt bestimmt für die Waffe. Das also, gut. Also, das heißt, mein 21 ist jetzt halbiert. Ich runde ab 10, weil es hier kritisch ist. Okay, das heißt, 10 oder, 10 weniger. 10 oder weniger, sonst parierst du nicht die Attacke. Ach, boah, hast du ein Glück, ey. Das, jetzt hätte dich, glaube ich, getötet. Ohne Scheiß? Hättest doppelten Schaden gemacht, ne? Ein 16 und eine 19 gewürfelt. Das ist hart. Ja, okay. Du parierst die Attacke zum Glück, wirst aber zurückgeworfen und gehst zu Boden. Du darfst einmal eine Attacke auswerfen mit dem Schwert und dir halbe Schaden mit Glück hinzugefügt bei Klingenwaffen. Also unpariert. Körperliche Angriffe gegen Klingenwaffen, wenn die pariert werden, machen auch Schaden. Halben Schaden. Das wusste ich. Halben Schaden. Ja. Das heißt ein W20 oder was? Nee, beide W20 würfeln, dann halbieren. 11 und 16 plus 5, 21, also 10 Schaden. Okay. Also habe ich insgesamt 22 Schaden gemacht. Ich will schon nochmal anmerken. Schlecht. Okay, ja. Dann jetzt weg. Guter Treffer, aber du wirst zurückgeworfen, gehst zu Boden. Mhm. Dann, du bist an der Reihe. Ja, ich, Wow, Legolas. Mhm. Also du willst mit einem Schuss schießen, also mit einem Move nachladen und schießen. Ey, willst du mich jetzt... Ist okay, ich verschwere das. Ich kann theoretisch, ganz ehrlich, hast du schon mal einen ausgebildeten Archer gesehen, wie schnell der ja, ist? Ja, ich sag auch nicht, dass das unmöglich die Mongolen haben die ganze Welt erobert mit einem Pfeil und einem Bogen. Bestimmt nicht, weil sie jetzt 10 Minuten nachgeladen haben. Oh, Sekunde kurz mal, liebe Chinesen. Ich hab dir auch nicht gesagt, dass das nicht geht, sondern dass das schwerer ist. Es ist mega einfach, weil ich total geskillt bin. Und ja, dann ist ja nicht schlimm. Es gibt auch Archer, die können 2 oder 3 Pfeile auf einmal schießen. Ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen, das habe ich... Ey, jeder Satz macht's einen Punkt schwerer gerade, ey. Okay, ja. Willst du irgendwas Besonderes auch noch schießen? Ja. Ist der Augenkampf. Okay, was willst du machen? In den Kopf. Ist okay. Das Einzige, was nicht brennt. Das ist einfacher. Schon ordentlich. Erschwert. Ein schwarzer Fleck in der Sonne. Schnell ziehen, sofort schießen. Ja, okay, ich würde zum 15 erschweren. Warte mal, wie ganz kurz umdrehen? Von 5 Meter, ja, 15 erschwert. Der Wurf, der Attackewurf. Komm, versuch's. Ich muss kurz ausrechnen, was ist halt dann, krass. Was sofort muss ziehen, sofort schießen und dann auch noch auf den Kopf zielen, das ist halt krass. Ja, ich bin verkehrt. Musst du mir sagen, was du da hast bei deinem Bogen? Haben wir doch eben alles eingetragen. Gutes Argument. Ja, aber hast du Röder jemals Pfeile schießen sehen? Nee, nicht. Aber ist wo ist deine Bogenkarte? 18. Ja, die durftest du ja verteilen. Auf der, nee, ist automatisch deine Attacke quasi. Das heißt, du hast einen sauhohen Wert da sowieso. Was ist dein Basiswert? Attacke Fernkampf? Ja. Distanz 15. 15. Das heißt, du hast theoretisch... Oh, was? 18? Das ist halt irgendwie... 33 minus 15. Das heißt, 18. Du musst 18 oder weniger. Dann triffst du. Dann wird es gelingen. 2. Okay, krass. Ja, du triffst, du darfst Schaden auswürfeln. Aber richtig trotz krass Erschwerung von 15 muss er weniger halt als so 18 extrem treffen. Gut. Er ist halt so extrem stark. Oh, Alter. Also 18 ist ein super krasser Wert. Mhm. Ja, das 13 ist richtig. Plus 12, 25. 13 plus ja, aber es war doch um 15 erschwert. 25. Ja. Er hat eigentlich 33. Fucking Kopf. Wir haben 15 davon abgezogen schon. Er ist so gut, dass mit 15 erschwert immer noch 18 oder weniger würfeln muss. In den Kopf, Mann. Wie viel Schaden hast du gemacht? Entschuldigung. 25. 25. In den Kopf. Okay. Das ist schon ein herber Treffer. Der Pfeil trifft Böki so in den Kopf und es fängt an zu taumeln. Und ja, du merkst übrigens, dass dein T-Shirt brennt. Das musst du erstmal löschen. Was? Ja, ich lösche das, indem ich mich auf den Boden pinkel. Ja, nur dann ist pinkel, ich an, pinkel dich an! Mann, ich wollte ihn gerade anpinkeln. Das wusste ich doch nicht. Ja, dann, okay, würde ich dir erlauben. Ich pinkel ihn an, ich bestehe darauf. Ich wollte das. Du bist jetzt auch dran übrigens. Aber ist das... Ja, ich sehe, dass er brennt. Tot? Beschreibe ich gleich. Ich sehe, dass er brennt und ich denke mir, in meinem Kopf verlangsamt sich die Zeit und ich denke mir nur zu so einem Waffenspiel, das ist jetzt der Moment. Jetzt kann ich Budi endlich anpinkeln. Und jetzt eine schüchterne Blase. Meine 40-jährige Blase endlich entlassen. Blöcke, um zu brennen, ich kann so nicht.
Und es wird mir nicht peinlich sein müssen, wegen meiner kleinen Blase. Weil es war ja, um jemanden zu retten. Dann mache ich das. Ritsch! Das ist noch alles in meinem Kopf, noch gar nicht passiert. Ja. So, und dann mache ich es aber. Okay, ja, das gelingt dir ohne Probleme. Er pinkt das Feuer aus. So. Wichtig ist, beschreib einmal, was mit Blöki ist. Der Pfeil trifft voll zwischen die Augen. Es sackt zu Boden. Es ist noch am Leben und gibt irgendwelche Geräusche von sich, aber laufen tut's schon nicht mehr. Wartet. Okay, du pinkelst hinaus, du bist an der Reihe. Ich bin noch nicht fertig mit dem Dauerndurch. Das ist so die Geräusche und nicht, ich will das noch trinken! Blöki liegt am Boden. Ich will die Reihenfolge abwarten. Okay, ich gehe hin. So vor sich hin. Ja? Steck meine Waffe weg. Ja. Punch ihm in die Fresse. Okay. Ah, es ist. Okay. Ich hab Kampfsport 19. Okay. Ja, Spitals haben. TKKG. Okay, du triffst. Elbow Chop. TKK. Bam. Okay, du triffst. Ich schreie noch 10 auf. Ja, du hast 19? Ja. Hallo, mein Name ist Stanley Balls. Stefan Bolz. Würfel mal ein W20. Nur ein? Ja, würfel mal nur einen erstmal. Das ist ein leerer Würfel. Der hilft mir nicht so viel. Die Kamera, die des Films. Geil, ne? Ja. Muss den Mund auffangen. 16. Nicht so. Okay, ey, du triffst Blöki halt wirklich mitten ins Gesicht. Es schreit, der Pfeil bricht ab. What the fuck? Himmel, Herrgott, ernsthaft? Das musste jetzt noch sein? War ein schlechter Wurf, tut mir leid. So, aber Blöki ist definitiv. Es rollt so eine kleine traurige Träne die Lammwange runter. Ist sie rot? Ja. Eine kleine traurige rote Träne rollt die Wange runter und Blöki haucht seinen letzten Atemzug. Blöki! Ich meine den Ding! Okay. Ich hole mir meinen heilen Pfeil zurück. Und den kaputten? Kann ich den wieder? Also ich möchte. Du kannst den kaputten Pfeil mitnehmen. Ich nehme auch den anderen, den heilen Pfeil. Den heilen findest du so in der Unterwolle. Ist ein bisschen angekokelt. Ist egal, das härtet den. Ja, ist nicht hinüber, aber er muss schon ein bisschen gehärtet werden. Ist besser. Ich habe Waffe reparieren. Ich kann dir den wieder. Oh, wie nice. Bau dir den zusammen. Bauen wir zusammen, ja. Anderthalb Jahre circa. Okay, ja, ihr steht jetzt da. Ihr seht hinten den Krankenwagen so wegfahren. Wir melden uns. Und es ist mittlerweile Nacht geworden und ihr seht im Dunkeln, dass der auf. Ja, dass der auf Lichter zufährt. Das scheint irgendeine Siedlung zu sein. Wenn ihr so auf eure Karte gucken würdet, dann, ja, kommt das ziemlich genau mit Endstation hin. Mhm. Ihr seht den Wagen da hinrollen. Ihr wart seit Jahren nicht in Endstation. Euer letztes Bild ist eigentlich, dass die Stadt hinüber war. Als ihr sie verlassen habt, ist die Katastrophe ausgebrochen. Alles wurde irgendwie vernichtet. Ja. Aber wie es aussieht, ist euer Freund nun genau dahin unterwegs. Und irgendwas scheint sein Führer ja mit ihm vorzuhaben. Diese Ampullen, alles, was ihr so gefunden habt. Ihr habt schon die Idee gehabt, es hat was mit dem Virus zu tun, ob dem so ist oder nicht. Ja, das erfahren wir morgen. Oh. Ich wollte eigentlich, dass du noch versuchst, auf die Reifen zu schießen. Ja, er ist zu weit weg. So weit. Aber gut, mit einem Pfeil könnte man das vielleicht schaffen. Vielleicht leicht, dass du nicht mehr auf den Pinkel. Ja, okay. Ich bin jetzt fertig. Rudi guckt die ganze Zeit so und du stehst einfach und pinkelst. Ja, das ist das Ende des heutigen Abends. Morgen Abend geht es aber weiter mit eurem vielleicht Besuch in Endstation, vielleicht einem sehr mutigen Schuss auf dieses Fahrzeug. Wir werden sehen. Ja, das war der heutige Abend erstmal. Hammer! Morgen ist. Es geht morgen ehrlich. Echt original direkt weiter. Ja, das finde ich richtig. Sehr, sehr wichtig ist, es gibt ein Gewinnspiel. Was machen wir denn? Oh, ich muss mir jetzt schnell ein gutes gewinnen. Denn wir verlosen 2 Boxen für 2 Originalboxen. Des Regelwerkes, falls jemand noch keine bekommen hat. Was machen wir denn mal, liebe Regie? Also nichts Gestalterisches. Nee, ich würde gerne was machen, wo alle mitmachen können. Ja. Können wir raffeln im Chat? Geht das? Ja, aber nicht jetzt spontan. Ah, okay. Aber vielleicht muss es jetzt spontan, jetzt gerade jetzt passieren? Nö, ich kann auch theoretisch, wir können es auch morgen machen und morgen 4 verlosen. Dann müssen wir nur allen sagen, ihr müsst morgen da sein. Ja, das ist halt doof, wenn jemand morgen keine Zeit hat. Ich wurde jetzt gerade mir gerade auf Orgesagt, vielleicht haben auch heute manche keine Zeit. Also das pass auf, wir geben einfach eine verlosen wir unter den coolen Artworks, die eingesendet wurden. Mhm. Dann kann man das belohnen. Ja, da finde ich hat jemand was verdient, weil genau. Das waren echt wieder und schöne. Und die andere, die mir auf Twitter folgen. Alle. Fast. Also die alle andere, die jetzt noch neu irgendwas mit Schaf in Gedenken und Blöken. Okay,
Social Media postet gleich noch was. Ein Gedenkpost an Blöki. Und wer den schönsten Zweizeiler als Nachruf auf Blöki, ja, so ein Twitter-Post darf sein. Wer den schönsten Twitter-Post mit den meisten sowas Herz wie bekommt, alles, was mal als da Antwort war, auf diesen Post, ist jetzt Kadaver. Blökst du im Himmel und hier auf Erden Schimmel oder so. Ja, schönes Gedicht auf Blöki, ein schöner Nachruf, irgendwie sowas. Der schönste gewinnt eine Box. Das finde ich fair. Ja. Mhm. Nicht der mit den meisten Votes, ist doof, der schönste. Hashtag wir gucken die durch und sagen, morgen geben wir zu bekannt, Tode wer gewonnen gepuncht. Hat. Das ist doch eine zu schöne Tode Idee. In den Schlaf. So, und damit schließen wir den heutigen Abend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es gibt kein Was-wäre-wenn jetzt, denn ich will natürlich nicht verraten, was noch so alles. Ich kann sagen, das wird morgen ganz spannend. Ihr habt eine Menge gefunden, eine Menge nicht gefunden, so wie es immer ist, aber ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir habt eine Menge immer noch Ideen, zurück zum Eisbären fahren. Könntet ihr theoretisch schon. So, ich bedanke mich bei euch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr, sehr schöne Stimmung am Tisch, was mir sehr, sehr wichtig war. Es hat sehr viel Freude gemacht. Und wir sehen uns morgen. Vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Ja, bis morgen. Ja. Und wir freuen uns auf morgen. Morgen wieder ab. Wann sind wir morgen? 18 Uhr? Ja. Oder wieder? Morgen, ja, 6 bis. Gibt es eine Vorrunde? Nein. Es geht direkt los. Nee, es geht direkt los. Morgen geht es direkt weiter. Denn wir haben die Charaktere gebaut. Wir haben alles, ist alles gesagt. Da haben wir absolut viel Zeit morgen. Richtig. Es ist auch noch eine Menge Abenteuer. Es kommt immer darauf an, wie ihr durchkommt. Aber es ist morgen eine Menge Abenteuer. Wir haben, das haben wir gespielt. Morgen zurück zum Eisbär. Ja, sobald wir eine Heilung haben, können wir den, dann kannst du ihn haben. Wir verabschieden uns aber für heute Abend. Vielen lieben Dank an euch. Vielen lieben Dank an alle Zuschauer, Zuschauerinnen. Morgen geht es weiter. Ich freue mich auf euch. Ich habe schon gehört, dass eine ganze Menge Leute erst morgen zugucken können. Die letzten Worte gebühren wie immer Michael Petrescu. Und ich sage 1:1, was er mir ins Ohr sagt. Und das wird jetzt einen Moment dauern. Lieber Chat, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben euch alle lieb. Ciao. Hätte ich auch sagen können.